Pokémon Colosseum ist ein Spiel, welches von vielen Personen bis heute falsch verstanden wird. Einige denken sogar, es ist einfach die GameCube-Version der Stadium-Titel. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die dieses Spiel damals nicht gespielt haben, weil ihr es für einen seltsamen Spin-off gehalten habt, hattet ihr zwar auf eine gewisse Art und Weise recht, habt aber auch verdammt viel verpasst. Endlich ist es soweit. Dies ist der heiß ersehnte Startschuss in die dritte Generation der Pokémon-Spiele. Und wow, dieser Startschuss hat es wirklich in sich. So viel kann ich euch versprechen. Herzlich willkommen zu einem Pokémon-Spiel, welches ihr in Atmosphäre, Grafik und Gameplay so noch nie zuvor gesehen habt. Herzlich willkommen zur badassigsten Pokémon-Region aller Zeiten. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Save State. Prolog. Halt, stopp! Jetzt red ich! Bevor ich mit den Stützpfeilern dieses Spiels beginne, lasst mich euch über die kleinen Änderungen dieser Review-Serie berichten. Zum einen, und das ist der wichtigste Punkt, werde ich die Reviews in Zukunft sehr viel ausführlicher und länger schreiben. Viele von euch haben sich in den Kommentaren zu anderen Spielen mehr Tiefgang oder sogar Special-Episoden gewünscht, in denen ich explizit auf Dinge eingehe, die ich im Hauptreview weggelassen habe. Da dachte ich mir, ich kann auch einfach sofort über so gut wie alles sprechen, was mir zu den Spielen auffällt und in den Sinn kommt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich jeden einzelnen Trainerkampf im Detail behandeln werde. Aber anders als zuvor werde ich in meinem Kopf keinen Rotstift mehr ansetzen und einfach frei schreiben, was ich euch erzählen möchte. Das wird dazu führen, dass der, in Anführungsstrichen, Fortschritt einer Review-Serie langsamer vonstatten geht. Ergo werden wir vermutlich mehr Episoden für Colosseum brauchen als für Pokémon Kristall. Aber so wie ich euch verstanden habe, feiert ihr diese Serie sowieso und könnt nicht genug davon kriegen, mir dabei zuzuhören, wie ich minutenlang über noch so kleine Details rumschwadroniere. Neben der wirklich wunderbaren kreativen Freiheit, die ich dadurch verspüre, habe ich nebenbei auch sehr viel mehr Zeit, mich um Projekte zu beschäftigen, die in Zukunft noch anstehen. Ich kann sehr bald zum Beispiel schon mit Pokémon Feuerrot beginnen und verfalle nicht dem so typischen Content-Creator-Stress. Ihr wolltet Ultra Instinct Unleashed, Dennis? Ihr sollt ihn bekommen. Teilt mir eure Meinung zu dem noch detailreicheren Format gerne in den Kommentaren mit. Der nächste Punkt betrifft meine sogenannten Regeln für einen Most Perfect Save State, also was ich mir darunter vorstelle. So super kompliziert ist es eigentlich nicht, doch wenn ich so Fragen vorbeugen kann, warum nicht? Grundsätzlich ist während all meinen Playthroughs das Cheaten oder Bug-Abusing verboten. Das würde den Sinn der Review meiner Meinung nach massiv untergraben. Aber hey, wenn ihr Cheats mögt, spielt mit Cheats. Ich werde mir kein Urteil darüber erlauben, wie Leute ihre Spiele zu genießen haben. Des Weiteren, und das bezieht sich im Besonderen auf die Pokémon Games, ist Hilfe von außen, also anderen Editionen, grundsätzlich ebenfalls nicht gestattet. Ich möchte eine Edition als einzelnes Medium erleben und bewerten. Sich Meisterbälle oder Level 100 Pokémon aus anderen Spielen rüberzutauschen, wäre da nicht hilfreich. Ausgenommen davon sind natürlich editionsexklusive Pokémon, welche ich zur Vervollständigung des Spielstandes benötige. Aber gerade in Bezug auf Generation 3 ist das sowieso eine Katastrophe, aber mehr dazu dann in einem eigenen Video. Eine weitere Sache, die ich so schnell nicht machen werde, ist, alle Pokémon eines Spiels auf Level 100 zu ziehen. Nur weil ich etwas theoretisch tun könnte, bedeutet das nicht, dass ich es auch tun muss, um einen Most Perfect Save State zu erreichen. Es würde euch auch effektiv keinen Mehrwert einbringen, wenn ich euch für die Review dann in 5 Sätzen erkläre, dass ich 300 Stunden damit verbracht habe, die Top 4 immer und immer wieder zu absolvieren. Und selbst wenn ich das machen würde, wo zieht man eine Grenze? Denn rein theoretisch müsste ich ja auch jedes Pokémon nochmal in seiner Shiny-Form auf Level 100 mit perfekten Werten haben, die by the way bei vielen Pokémon je nach Verwendungszweck anders aussehen könnten. Außerdem könnte ich von jedem Item 99 Exemplare sammeln, jedes Wesen für jedes Pokémon sammeln, meine GP ausmaxen, die Spielzeit auf 999 Stunden und 59 Minuten laufen lassen und so weiter. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Für einen perfekten Spielstand zählt für mich daher einfach nur Folgendes. Ich muss von jedem in dem Spiel verfügbaren, nicht nachkaufbaren Item mindestens ein Exemplar besitzen. Ich muss alle Pokémon im Pokédex registrieren. Ich muss alle Trainer besiegen und jede Herausforderung meistern. Ich muss jedes Sidequest abschließen und jedes versteckte Item finden. Und ich muss jeden Ort im Spiel mindestens einmal aufgesucht haben. Sollte noch etwas unklar sein, zögert nicht, mir die Fragen in den Kommentaren zu stellen. In Bezug auf Generation 3 sind viele der oben angesprochenen Dinge wirklich sehr schwer umzusetzen. Aber wie gesagt, dazu kommt noch ein eigenes Video, in dem ich euch erkläre, wie mein Schlachtplan für diese Generation laufen wird. Aber genug von der grauen Materie, starten wir nun endlich mit der Review dieses großartigen Spiels. Pokémon Colosseum ist ein GameCube-Spiel, welches am 14. Mai 2004 in Europa erschienen ist. Durch den Titel hielten es damals viele Menschen für die simple Stadium-Variante der neuesten Generation und tatsächlich wissen viele Spieler bis heute nicht, dass Colosseum einen eigenen Singleplayer mit eigener Story, erforschbaren Orten und fangbaren Pokémon hat. In dieser Review werde ich storyrelevante Dinge erst dann ansprechen, wenn sie auch in-game passieren, um Zuschauern, die das Spiel nur durch meine Videos erleben können oder wollen, nicht zu spoilern. Das Spielgeschehen findet in der völlig neuen Orre-Region statt.
einer Landmasse, welche dem realen Gebiet um Phoenix im Bundesstaat Arizona nachempfunden ist. Die Wüstenregion Orre bietet, gemäß seines unwirtlichen Umfeldes, keine wilden Pokémon zum Fangen an. Stattdessen greift das Spiel auf eine völlig neue Fangtechnik zurück, auf die wir im Laufe dieser Review noch eingehen werden und von der viele von uns früher wahrscheinlich geträumt haben. Was hält dieses von Genius Sonority Inc. entwickelte Pokémon-Rollenspiel-Spin-Off für uns bereit? Kapitel 1 – Der coolste Main-Character. Bevor wir in unser neues Abenteuer stürzen, gebe ich unserem Main-Character den Namen Inferno. Wir werden begrüßt mit einer Cutscene, die zu ihrer Zeit in Qualität, Action und Storytelling ihresgleichen suchte. Ein langsamer Kameraschwenk durch die Wüste offenbart ein in einen Berg eingelassenes, stählernes Gebäude. Die triste Ruhe des Sandmeeres wird durch eine Explosion erschüttert. Aus den Rauchschwaden der Detonation tritt frech grinsend Inferno hervor, welcher sich ein Gerät krallt und das Weite sucht. Denn das sich im Gebäude befindliche Personal hat natürlich mitbekommen, was Sache ist und schwärmt aus, um den Unruhestifter zu schnappen. Doch anstatt wie für Pokémon üblich zu Fuß oder etwa per Fahrrad zu fliehen, springt der Protagonist mit seinem Nachtara in ein Wüstenbike mit einem gezackten Reifen und düst los. Treu wartend befindet sich ein Psyana im Beiwagen. Weiterhin sehr selbstsicher grinsend betätigt Inferno den Knopf einer Fernbedienung, welcher einen zweiten Sprengsatz zünden lässt und so eine Verfolgung durch die eher grimmig aussehenden Gestalten unmöglich macht. Unser Protagonist ist dermaßen cool, dass er nicht einmal zur Explosion hinschaut. Ganz großes Kino. Bereits in diesen wenigen Sekunden zeigt sich, wie viel Liebe zum Detail in diesem Spiel liegt. Sei es das Panzer Aeron, welches durch die Lüfte fliegt und die rauen Bedingungen einer solchen Region fantastisch untermalt, die kleinen Explosionen an den Auspuffrohren des Bikes oder die Animation von Psyana und Nachtaras Ohren im Beiwagen, welche quasi hilflos im Fahrtwind flattern. Dieser Eröffnungsfilm ist von Aufbau und Stil her so unglaublich anders, dass wenn man die Pokémon aus der Szenerie entfernt hätte, es ohne weiteres eine Opening-Cutscene für ein actiongeladenes Mad Max-artiges Spiel hätte sein können. Welches 10-jährige Kind hätte da damals, erst recht im Kontext zu Pokémon, wirklich Nein sagen können? Nach diesem buchstäblich bombastischen Opening kehrt Inferno mit seinem Moped an der Wüstenbar ein. Als Bar-Location dient eine ausrangierte Lok, welcher die Cowboy-Vibes nochmal um das 10.000-fache erhöht. Etwas, das wie ein Schwebebuggy aussieht, wurde vor dem Gebäude geparkt. Auf der Ladefläche zappelt ein Kartoffelsack unruhig hin und her. Die Absurdität genauer unter die Lupe nehmen können wir aber nicht. Zwei lustig aussehende junge Männer verlassen die Bar und geben ihre Zufriedenheit über einen gefüllten Magen zum Besten, bevor sie sich auf das seltsame Vehikel schwingen und davonfahren. In einem ruhigen Moment nehme ich den Platz genauer unter die Lupe und lasse die Details wie das im Wind wehende Schild auf mich wirken. Im Hintergrund ertönt eine Mundharmonika, begleitet nur durch den Ton des wehenden Windes. Einfach alles an diesem Ort ist so unfassbar ausgecheckt designt. So fällt mir beim Betreten der Lok zum Beispiel auf, dass der Bodenbelag am Eingang bereits durch die Besucher und harsche Witterung abgenutzt ist. Außerdem ins Auge fällt einem in dem naturgemäß schlecht ausgeleuchteten Gebäude der Tresen mit den Barhockern. Bevor wir uns jedoch dem Innenleben des metallischen Saloons widmen können, wird unsere Aufmerksamkeit auf den im Hintergrund laufenden Fernseher gelenkt. Dort läuft ein Nachrichtensender, welcher uns mit einer aktuellen Meldung versorgt. Tatsächlich handelte es sich bei dem von uns hochgejagten Standort um das Versteck der hiesigen Verbrecherorganisation Team Krall. Unsere Detonation hat der Polizei den Aufenthaltsort der Bande verraten. Das heißt also, dass wir nicht nur an das ominöse Gerät von Team Krall rankommen wollten, sondern sie dabei auch zur Flucht in den Untergrund gezwungen haben. Ich liebe es, wenn innerhalb eines Spieluniversums Taten der Hauptperson zum Worldbuilding beitragen und auch wenn es dafür keine offizielle Bestätigung gibt, will ich einfach glauben, dass unser Held dieses Ergebnis durch seine Taten im Voraus geplant hat. Ich nehme die Lok weiter unter die Lupe und spreche mit den Besuchern des Restaurants. Diese haben aber abgesehen vom typischen Early-Game-Gefasel nichts Spannendes zu berichten. Allerdings klärt uns eine Person über die Machenschaften von Team Krall auf. Ihr Steckenpferd sei es, anderen Trainern einfach ihre Pokémon zu stehlen. Sie sind also Team Rocket, bloß in erfolgreich. Bevor ich die Bar verlasse, lasse ich die Umgebung nochmal auf mich wirken. Der Metallboden sowie die dampfenden Rohre und Barometer geben diesem Ort sehr viel Authentizität. Man kann das Schweröl, den Staub und den Ruß förmlich riechen. Schade, dass hier grundsätzlich nicht so viel abgeht. Aber wenn in einen derart trivialen Ort so viel Liebe reingesteckt wurde, was erwartet uns dann erst an den anderen Orten und Schauplätzen? Wir verlassen die Bar vorerst, kommen jedoch nicht weit. In bester Wilder Westen-Manier werden wir zu einem Kampf von einem der Restaurantgäste namens Willi herausgefordert. Hier offenbart das Spiel uns nicht nur, dass Nachtara und Psyana unsere beiden Starter-Pokémon sind,
sondern auch, dass alle Kämpfe in der Ore-Region als Doppelkämpfe ausgetragen werden. Dies vervielfältigt die möglichen Kampfstrategien des Spielers und die der Gegner massiv. Davon ist in diesem Tutorial-Battle natürlich erstmal nichts zu spüren. Willy hat lediglich zwei Zickzacks auf Level 24. Klingt erstmal hoch, doch Psyana und Nachtara haben ihrerseits selbst schon Level 26 respektive Level 25 erreicht und sogar schon ein paar Erfahrungspunkte in ihrer Leiste gesammelt. Die hohen Startlevel sind dem eher kurzen Story-Modus geschuldet. Was Pokémon Colosseum jedoch hervorragend geschafft hat, ist es, diesen Umstand mit einer glaubhaften In-Universe-Erklärung zu kaschieren und organisch in das Spielerlebnis einzubauen. Denn durch die Aktion unseres Charakters zu Beginn des Spiels, seiner äußerlichen Erscheinung und den bereits entwickelten Pokémon, welche sogar ja schon Erfahrungspunkte gesammelt haben, bevor wir den Controller übernommen haben, müsste jedem Spieler bewusst sein, dass wir hier keinen 10-jährigen Jungen steuern, der gerade am Beginn seiner Reise steht, sondern einen erfahrenen jungen Mann, der schon das ein oder andere erlebt hat. Vermutlich haben die Entwickler des Spiels nicht so weit gedacht, wie wir es jetzt tun, aber dass sie dem Main-Character ausgerechnet die zwei Evoli-Entwicklungen gaben, welche sich nur durch einen hohen Freundschaftswert entwickeln, sorgt für alle, die es bemerken, für einen tollen Aha-Moment, der dem Helden abermals mehr charakterliche Tiefe gibt. Er muss sich gut um die zwei gekümmert haben. Da wir uns gerade in einem Kampf befinden, lasst mich diese Gelegenheit nutzen, um etwas anzusprechen, was mir an Colosseum nicht so gut gefällt. Die Kampfarenen selber sehen immer cool aus. Was mich aber stört und in ferner Zukunft dieses Runs noch halb wahnsinnig machen wird, ist, dass die Angriffsanimationen viel zu lange dauern und man sie nicht über die Optionen ausschalten kann. Es ist jetzt nicht so, als seien sie unerträglich lang und hässlich, doch für mich ziehen sie das Geschehen unnötig in die Länge und haben nicht genügend Wumms, als dass ich mir die immer und immer wieder geben könnte. Eine wirklich sehr schöne Sache ist aber, dass man die Trainer im Kampf immer sieht. Dieses kleine, aber für die Immersion immens wichtige grafische Feature wird Game Freak selbst erst sage und schreibe 12 Jahre später mit Pokémon Sonne und Mond zum Standard machen. Aber genug davon, zurück zum Spielgeschehen. Nachdem wir Willy zum Frühstück verspeist haben, rät er uns, wenn wir gegen stärkere Trainer kämpfen wollen, in eine Stadt namens Fennec zu reisen. Der Aufforderung komme ich natürlich sehr gerne nach, schwinge mich auf mein Bike und düse los. Anders als in den meisten anderen Pokémon-Spielen sind die Orte nicht per Routen miteinander verbunden. Stattdessen bekommen wir jedes Mal, wenn wir von einem Punkt zum anderen reisen, diese Cutscene bloß aus anderen Winkeln präsentiert. Die Umsetzung ist schnell und präzise und der ideale versteckte Ladebildschirm. Ich habe das Spiel nun schon mehrfach und immer wieder für viele Stunden gespielt und dieser Übergang geht mir bis heute nicht auf den Senkel. Vermutlich ist die Cutscene so kurz, dass ich sie für diesen Absatz mehrfach abspielen muss, um diese gesprochenen Sätze mit Bildmaterial füllen zu können. Dies ist, by the way, der erste und einzige Moment, in dem wir in einer Übergangscutscene unsere Starter-Pokémon Psyana und Nachtara im Beiwagen sitzen haben. Ich habe dem nachfolgenden Story-Event immer die Schuld daran gegeben, dass die beiden durch eine deutlich nervigere Beifahrerin ersetzt wird, doch erst jetzt, während ich dieses Skript schreibe, fällt mir auf, dass diese Änderung des Ladebildschirms ab Fennec notwendig wird, weil ich in der Stadt erstmalig Zugang zu einem PC bekomme und die beiden theoretisch einfach auf die Bank legen könnte. Was bedeutet, dass ihr Erscheinen im Beiwagen keinen Sinn mehr ergeben würde. Future Dennis, wie oft hast du diese Szene jetzt eigentlich abspielen müssen? 15 Mal. Und nun, meine sehr verehrten Zuschauer aller Güteklassen, lasset uns die heiligen Worte sprechen, auf dass der Gott der Erfahrungspunkte und Poke-Coupons gütig auf uns herabscheint. Sprechet mir nach. Vakusi, Omalia, Jok, Yomora, Charol, Bobun, Kalrun, Virtua, Ellen, Duelas. Und nach der Nennung der repetitiven 10 gilt es, die Fragen aller Fragen zu stellen. Ihr kennt sie, meine sehr verehrten Zuschauer aller Güteklassen. Soll unser Abra dich per Teleport ins Foyer bringen? Gut verstanden. Speichern. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Cool. Dann wird es Zeit für ein bisschen Shameless Self-Promo. Ich mach's kurz. Abonniert und liked. Dadurch gehen die Zahlen nämlich hoch und mein Monkey Brain macht Wuh, wenn Zahlen nach oben gehen. 30.000 in 6 Monaten? Ist möglich, oder? Dankeschön. HDGDL UHD 4K OLED. Und jetzt weiter im Text. Kapitel 2. Sie ist der große Bruder, sie ist immer da. Etwas, das viele Menschen bewusst vermutlich nie aufgefallen ist, ist, dass wenn man ein Gebiet zum ersten Mal betritt, dies von einem Kameraschwenk über die Ortschaft begleitet wird.
Eine wirklich schöne Art und Weise, dem Spieler einen Ersteindruck der neuen Location zu vermitteln. Dem Grafikstil und Design dieses Spiels ist es nämlich zu verdanken, dass dieser Überflug ausreicht, um dem Spieler sofort klarzumachen, welche Art von Aufgaben, Personen und Einrichtungen er hier erwarten kann. In der für das Spiel uncharakteristisch einladenden Wüstenoase Fennac stolpern wir über die beiden lustigen Gestalten von Wüstenbar und deren Schwebebuggy. Sich uneins darüber, wie einfach es ist, einen zappelnden Kartoffelsack festzuhalten, blockieren sie den Eingang zur Stadt. Als eine Stimme aus dem Sack ertönt und um Hilfe ruft, wird Bing und Bong hier bewusst, dass ich alles mitbekommen habe. Um mich zum Schweigen zu bringen, greifen die beiden nach dem Allheilmittel der Pokémon-Welt, dem guten, alten Kampf. Finsterling Hein schmeißt uns zwei beleidigend schwache Flurme vor die Füße, welche wir schnell zum Schweigen bringen. Durch das Tohuwabohu angelockt, sammeln sich Schaulustige um das Geschehen. Hein droppt noch, dass ihm mein Gesicht bekannt vorkäme, bevor die beiden beschließen, sich aus dem Staub zu machen. Nun ist es an uns, den Knoten des Kartoffelsacks zu lösen und, was auch immer sich darin befindet, freizulassen. Wie ihr in der Aufnahme klar erkennen könnt, habe ich nicht wirklich Lust darauf, diese Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Warum das so ist, erfahrt ihr später im Review. Da wir dazu gezwungen sind, die Person aus ihrem Jute-Gefängnis zu befreien, erbarmen wir uns. Doch wer wurde denn nun überhaupt entführt? Richtig, es ist Jürgen, der große Bruder von Zlatko. Und bevor ihr fragt, ja, ich habe die Geburtsdaten der beiden gegoogelt und damit meinem Google-Algorithmus zu verstehen gegeben, dass ich mental offensichtlich im Jahr 2000 gefangen bin. Und während ich diese Zeilen verfasse, verspüre ich abermals einen unstillbaren Hunger auf Frufo und Picoballa. In der weiteren Konversation mit Jürgen fragt sie uns, ob uns nicht zufällig im Kampf gegen Hein ein merkwürdiges Pokémon aufgefallen ist. Diese Frage verneinen wir und bitten um Erklärung. Anstelle dieser erhalten wir aber leider nur unsicheres Rumgedruckse, woraufhin die Passanten Jürgen raten, einmal den Bürgermeister aufzusuchen. Dieser sei sehr hilfsbereit und aufgeschlossen. Fälschlicherweise scheint Jürgen diese Eigenschaften ebenfalls in uns zu sehen und fragt uns, ob wir sie nicht begleiten können. Hier kommt eine weitere, sehr RPG-lastige Mechanik zum Vorschein. Die Mechanik, dem Spieler die Option Ja oder Nein als Antwort zu geben. Allerdings lassen diese Art der Spiele meistens nur eine von zwei Antwortmöglichkeiten zu. Nimmt man die offensichtlich falsche, bekommt man meistens eine Textbox zu Gesicht, in der an die Vernunft des Spielers appelliert wird. Da sich diese Nachricht dann meistens einfach wiederholt, macht es keinen Sinn, auf seine Antwort zu bestehen. Glaubt mir, ich hab's versucht. Mit Jürgen an der Hacke steht es uns nun frei, Fennac zu erforschen. Gleich die erste Konversation mit einem NPC, der nicht in die Kidnapping-Szene am Anfang der Stadt involviert war, fordert uns zu einem Pokémon-Kampf heraus. Sein Name lautet Rando, und ich frage mich, ob die Lokalisierer dem Greis den Namen gaben, weil seine Aufforderung zum Kampf wirklich etwas aus heiterem Himmel kommt. Quasi eine random Herausforderung von Rando. Ich schwöre, ich interpretiere mittlerweile viel zu viel in diese Spiele hinein. Wie dem auch sei, Rando schickt Visor und Hutut in den Kampf. Ich denke, ich kann mir weitere Ausführungen zum Ausgang dieser Auseinandersetzung sparen. Mit Fennac als erster Stadt des Spiels steht uns auch unser erstes Pokémon Center samt PC zur Verfügung. Auf der Box finde ich nur drei Boxen vor. Rein theoretisch hätten aber sogar zwei Boxen gereicht. Denn Pokémon Colosseum ist ein Spiel, in dem die Anzahl der fangbaren Pokémon extrem limitiert ist. Bezieht man die Starter-Pokémon mit ein, können sich auf einem Spielstand maximal 52 Pokémon gleichzeitig befinden. Und hiervon wiederum nur 51 auf der Box, da sich ja mindestens ein Pokémon im Team befinden muss. Durch die geringe Anzahl an Taschenmonstern und der Möglichkeit, diese freizulassen, ist Pokémon Colosseum verdammt anfällig dafür, einen Zustand im Spiel zu erreichen, der ein Weiterspielen fast unmöglich macht. Würdet ihr nämlich, aus welchen Gründen auch immer, bis auf euer schwächstes Pokémon jedes andere freilassen und beim Attackenverlerner dafür sorgen, dass euer schwächstes Pokémon keine offensiven Attacken mehr beherrscht, gäbe es keine Möglichkeit mehr, in der Story voranzuschreiten. Warum ihr das tun solltet, fragt ihr? Keine Ahnung. Vielleicht um, wie mein guter Freund Edi es immer so schön sagt, euch selbst zu spüren. Oder ihr baut einen YouTube-Channel um dieses Prinzip auf. Ich kenne da einen, der auch hier in der Kommentarsektion schon namentlich sehr oft genannt wurde. Empfehlung ist an dieser Stelle ausgesprochen, wenn ihr über Englischkenntnisse verfügt. Wir fahren mit der Erforschung Fennacs fort und betreten ein Wohnhaus. Die Inneneinrichtung und das Layout der Wohnhäuser hier machten auf mich architektonisch immer den Eindruck, als hätten sich die Entwickler damals wirklich Gedanken darüber gemacht, wie eine Oasenstadt in der Mitte einer Wüste in der Pokémon-Welt wohl aussehen würde. Der Mangel an Fenstern und die Propeller sowie die Fliesenwände gaben mir das Gefühl, dass es in dieser Behausung bestimmt sehr kühl ist. Auf einer Anhöhe mit einem Bett und einem Fernseher beklagt ein junger Mann, dass mal wieder nur überall Sondernachrichtensendungen laufen würden und er normalerweise zumindest auf einem Kanal Anime schauen könnte. Wie in Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd auch, leuchten in diesem Spiel Fernsehgeräte wie bekloppt auf, wenn diese neue Informationen für uns bereithalten.
Die Dopaminausschüttung in meinem Körper werde ich nie vergessen, wenn ich damals in Rubin ein Haus betrat und sah, dass der Fernseher am Ausrasten war. Damals konnte man gewisse Items nämlich nur über den Schlussverkauf erhalten, welcher über den Fernseher verkündet wurde. Aber alles zu seiner Zeit. Und weil ich es schon sehr oft in den Kommentaren gelesen habe und ich euch die Frage ein für alle Mal beantworten möchte, ja, es kommt ein Most Perfect Safe State zu Smaragd. Tatsächlich werdet ihr welche zu Pokémon Feuerrot, Blattgrün, Pokémon XD, Pokémon Channel, Pokémon Box und Pokémon Smaragd bekommen. Generation 3 begleitet uns safe noch für Monate. Aber worum geht es denn nun in dem Fernsehbericht? Ein Mitglied von Team Krall hat die Beine nicht in die Hand genommen und wurde im zerbombten Unterschlupf von der Polizei hops genommen. Der Inhaftierte plaudert aus dem Nähkästchen und berichtet, dass interne Streitereien die Ursache für die Auseinandersetzung waren. Dies ist ein weiteres Foreshadowing für einen Plot-Twist, den sich ja alle vermutlich schon denken können und von dem ich mir gewünscht hätte, dass er später am Run gekommen wäre. Bei der Detonation sei zudem die Krallmaschine zerstört worden, das Gerät, mit dem Team Krall sich die Trainer-Pokémon ergaunert hat. Nur eine kleine tragbare Version existiere noch, die sich nun in den Händen des abtrünnigen Bandenmitglieds befinde. Spätestens jetzt muss auch beim letzten Dünnbrettbohrer der Groschen gefallen sein. Aber dazu kommen wir an der entsprechenden Stelle. In die Läden dieser Spiele wurde auch sehr viel Mühe gesteckt. Im Gegensatz zu den doch eher zweckmäßigen Tante-Emma-Lädchen in den Gameboy-Spielen überbringen die Läden hier mit ihren Industrieregalen und Tiefkühlschränken ein sehr viel realistischeres Bild. Selbst eine Reihe von Kapselmaschinen finden wir hier, die tief in meinem Innern posttraumatische Emotionen an die Geheimgabe aus Generation 2 triggert. Wirklich Geld ausgeben werde ich während meines Runs zumindest für Halle-Items aber nicht. Zaster ist in der Ore-Region nämlich wirklich Mangelware oder an sehr anstrengendes Grinding gekoppelt. In einer Box am westlichen Rand von Fennec versteckt finden wir drei Supertränke. Wir betreten die Prim Arena, eine Einrichtung im Herzen der Stadt und der einzigen, in Anführungsstrichen, Arena des kompletten Spiels. Denn in der Ore-Region gibt es weder 8 verschiedene Leiter noch die Pokémon-Liga. Die Prim Arena dient eher dazu, Neulingen der Pokémon-Welt die Mechaniken über Übungskämpfe und NPCs beizubringen. So ähnlich wie ihr das auch aus den Trainerschulen kennt, die ihr in den Gameboy-Spielen meist in der zweiten oder dritten Stadt vorfinden könnt. Einer Lehrerin fällt auf, dass wir uns im Besitz eines Pokémon Digital Assistants oder kurz PDAs befinden, einem Gerät, mit welchem wir E-Mails empfangen und unseren Kontostand ablesen können. Völlig kostenlos erweitert sie unser BlackBerry mit einer App namens Taktik Memo. Dies ist eine sehr abgespeckte Version des Pokédex aus anderen Spielen. Der so typische, beschreibende Text zu jedem Pokémon fehlt hier nämlich. Was aber wirklich unheimlich cool ist, ist die Erfassung der Fähigkeiten eines jeden Pokémon und vor allem dessen Größe im Vergleich zum Hauptcharakter, sowie der Möglichkeit, sich die Models im Einzelnen anzuschauen. Anders als beim Pokédex aktualisiert sich dieses Gerät aber nicht von alleine. Um die Daten zu updaten, muss ich die Lehrerin regelmäßig aufsuchen. Wie ich bereits angesprochen habe, kann in der Prim Arena auch gekämpft werden. Gegen 4 aufeinanderfolgende Trainer können wir unser Können unter Beweis stellen. Der erste, namens Planto, setzt ausschließlich Pflanzen-Pokémon ein. Marina beschränkt sich auf Wasser-Pokémon, Travis auf Boden und Cindy auf Gestein-Pokémon. Dass ich diese so schnell runtergerattert habe, verrät euch sicherlich, wie schwer die Kämpfe gewesen sind. Als Belohnung erhalte ich das Item Schlurkraut vom Leiter der Einrichtung namens Primus. Das Gemüse annulliert einmalig im Kampf negative Statusveränderungen des Pokémon, das es trägt. Primus bittet uns, zu ihm zurückzukehren, wenn wir 6 Pokémon im Team haben. Mit Abschluss der 4 Trainer-Herausforderungen können wir den Fahrstuhl nutzen, aus dem unsere Gegner gekommen sind. Er führt uns unter die Prim Arena in ein Trainingsareal. Dieses Gebiet ist zwar hübsch anzusehen, hat aber schlussendlich keinen Mehrwert. Neben ein paar NPCs erwartet uns hier nichts. Cool ist aber, dass wir hier die 4 verschiedenen Poketypen in Form von Terrain wiederfinden können, gegen die wir oben antreten mussten. Erwähnenswert ist der Kampf gegen Mikey, einem Skaterboy in den Gassen Fennec. Das Duell an sich war, Überraschung, einfach. Es ist die Belohnung, die hervorsticht. Mikey übergibt uns die TM 41 Folterknecht und damit die erste TM im ganzen Spiel. Im Norden, hoch über den Ort Thron, betreten wir das Fennec-Stadion. Dieser Koloss eines Bauwerks ist mit tosenden Wasserfällen in der Lobby sehr beeindruckend. Generell durchdringen dutzende Wasserkanäle den Ort und man stellt sich als Außenstehender die Frage, ob es wirklich so eine gute Idee ist, Massen an Wasser auf diese Weise in einer Wüste zu verschwenden. An einem Turnier im Fennec-Stadion können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht teilnehmen, da die Registrierungen bereits abgeschlossen sind. Wir werden es zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ausprobieren. Mit dem Stadion endet auch vorerst unsere Tour durch Fennec. Ich begebe mich zum Haus des Bürgermeisters, als sich seine Eingangstür von alleine öffnet und uns ein drahtiger Sephiroth-Klon über den Weg läuft. Die Statur und Attitüde lassen natürlich in keinster Weise vermuten, dass es sich dabei in Wahrheit um einen Bösewicht handeln könnte.
Ich bin mir sicher, seine silbernen Powerlocken schweben nur in der Luft, weil er den ganzen Tag damit verbracht hat, süßen kleinen Hundewelpen damit wie eine Palme Schatten zu spenden. Und die tiefschwarzen Augen kommen natürlich nur daher, dass er sich die Nächte um die Ohren schlägt, um hilflose Omas vor Attacken des Team Krall zu retten. Der Final Fantasy OC zieht von dannen und ermöglicht es uns, eine Privataudienz beim Bürgermeister zu ersuchen. Im Eingangsbereich des Hauses werden wir von Bürgermeister Maskart persönlich in Empfang genommen. Begleitet wird die knufflige Erscheinung des Mannes durch eine leicht treu-doof klingende Melodie, die sich noch sehr in unsere Hirnrinde fressen soll. Jürgen tritt vor und fängt erneut damit an, von seltsamen Pokémon mit bösen Auren zu erzählen. Doch anstelle von Skepsis begegnet Maskart uns mit Verständnis und sagt uns zu, eine Untersuchung anzuordnen. Das fand ich schon als Kind sehr seltsam. Ich meine, wenn ein Teenager in das Büro des Bürgermeisters von, sagen wir, Farel treten würde, um dort von Wildschweinen mit mysteriösen Auren zu berichten, würde der Amtsinhaber vermutlich eher die Polizei oder vielleicht noch Vincent Raven rufen. Sehr verdächtig, Maskart, sehr verdächtig. Was weißt du? Warum glaubst du uns sofort? Und was wollte der 1-Euro-Laden Sephiroth bei dir? Ich stelle nur Fragen. Mit seiner Zusage endet unsere Unterredung. Ich werfe noch einen Blick in die obere Etage des Gebäudes und entdecke diesen schwarzen Premium-Bademantel. Woher hast du den denn, Maskart? Hast du ihn aus einem Hotel mitgehen lassen? Du hast doch Dreck am Stecken, Maskart. Ich weiß es. Aber abgesehen vom Luxuskleidungsstück finden wir dort oben nichts Besonderes. Maskart riet mir als Pokémon-Trainer, dem Stadion einen Besuch abzustatten. Doch dort angekommen können wir uns nach wie vor nicht für ein Turnier einschreiben. Leicht gefrustet verlasse ich das Gebäude, nur um von drei Rüpeln Team Kreils überrascht zu werden. Woher wussten die drei Jungs, wo ich bin? Die einzige Person außer Jürgen, die das wissen konnte, ist... Maskart! Okay. An alle, die wissen, wie die Story dieses Spiels ausgeht, ich habe keine Ahnung, ob der Encounter mit den drei Rüpeln aus storytechnischer Sicht Zufall ist oder wirklich so gedacht ist, dass dieser in direktem Zusammenhang mit den Geschehnissen zuvor steht. Aber ihr wisst ja, Headcanons sind cool. Und wo wir gerade bei Heads, also Köpfen sind, ich weiß, dass die schwarzen Halbkreise an den Hinterköpfen der drei Dudes hier eine coole, moderne Variante von Headsets darstellen sollen. Aber ich kann einfach nicht anders, als darin Haare zu sehen. Für mich sehen die Team Krall-Rüpel so aus, als würden sie Mönchskränze tragen, was sie für mich wiederum locker 20 Jahre älter macht. Geht es da nur mir so? Wir werden begrüßt mit den Worten, du mieser kleiner Verräter. Der weitere Verlauf dieser Konversation legt offen, was über die letzte TV-Live-Übertragung und die Anmerkung von Hein bereits angedeutet wurde. Unser Protagonist war nicht nur ein Mitglied von Team Krall, sondern gehörte zu einer der besten Diebe der ganzen Organisation. Ich finde es wirklich schade, dass dieser Plot-Twist bereits so früh im Spiel kommt. Wie cool wäre es gewesen, wenn man das erst nach 10 Spielstunden herausgefunden hätte? Sicher hätte man sich zunächst einen Grund suchen müssen, warum unser Held die Krall-Maschine überhaupt klaut, aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, liefert uns Pokémon Colosseum auch in dieser Version der Geschichte keine wirkliche Erklärung. Natürlich spielt man kein Pokémon-Spiel für die Story, aber schade ist es trotzdem. Erst recht, weil es in den deutlich dunkleren Unterton der Region Orre gepasst hätte. Als Jürgen uns mit dieser Anschuldigung konfrontiert, tue ich das, was jeder gute Mensch tun würde, der noch was im Leben erreichen will. Leugnen. Ich leugne, was das Zeug hält. Doch wie auch schon bei unserem ersten Treffen mit Jürgen hat Lügen hier keinen Sinn. Die eine Stunde, die Jürgen mit uns verbracht hat, reicht ihr nämlich aus, um uns so gut zu kennen, dass sie an einem Zucken in unserem Gesicht erkennt, dass wir geschwindelt haben. Die drei wollen natürlich die Krallmaschine zurück. Ein Kampf mit dem Team Krallrüpel Brutus entfacht. Durch unser Training in der Prim-Arena haben wir bereits jetzt einen kleinen Levelvorteil, doch selbst wenn nicht, sein Smogon und Krebskor sind überhaupt gar kein Problem. Wer jetzt denkt, dass uns noch zwei weitere Kämpfe erwarten, der irrt. Das Team Krall zieht ab und lässt mich mit Jürgen zurück. Diese erklärt uns zu einem ehemaligen Mitglied der Gang und vergibt uns dafür, dass wir früher mal ein ganz schlimmer Finger gewesen sind. Immerhin sind wir ja jetzt korrekt. Sie sei im Übrigen auf eine Idee gekommen, welcher Pokébälle er fordert. Im Shop Fennax können wir keine finden, doch die Kundin weist uns darauf hin, dass in Wüstenbar mal welche angeboten wurden. Ein Pokémon-Spiel, in dem es keine Pokébälle gibt? Nun ja, der besondere Twist dieser Region und des Spiels selbst ist, dass wir im hohen Gras keine wilden Pokémon finden können, weil es kein hohes Gras gibt. Das komplette Spielprinzip baut auf der Krallmaschine und dem Entwenden von Trainer-Pokémon auf. Darum auch die limitierten Pokémon und die daraus resultierenden wenigen Boxen im PC. Wir schmeißen uns also erneut auf unser Bike, ab jetzt mit Jürgen im Beiwagen und pesen los Richtung Wüstenbar. Zeit, sich ein paar Bälle zu besorgen. Kapitel 3 – Dancing Queen.
Im Eisenbahndiner angekommen, stürmen wir schnurstracks zum Barmann. Jürgen pirscht vor und fragt den Ausschenker nach Pokebällen. Obwohl man diese seiner Aussage nach nicht bräuchte, findet er ein paar eingestaubte Bälle unter dem Tresen und überreicht sie uns. Angestochert von Jürgens Nachfrage beschließt der Barmann, diese Gegenstände wieder ins Sortiment zu nehmen. Während des ganzen Spielverlaufes wird man Pokebälle nur hier kaufen können. Dies mag zunächst nervig klingen, untermauert die Authentizität der Spielewelt aber weiter und gibt dadurch Wüstenbar eine Existenzberechtigung, welche über das bloße Intro des Spiels hinausgeht. Die kurzen Ladezeiten machen die gelegentlichen Abstecher hierhin abermals angenehmer. Eine Raststätte wie diese durch die Mechanik auch faktisch für den Spieler in der Welt als buchstäblichen Ort der Rast zu etablieren, war schon ein genialer Schachzug der Entwickler. Das verfügbare Sortiment wird sich im Laufe der Story erweitern und besteht zu Beginn aus Poke sowie Superbällen. Ich nutze die Gelegenheit und kaufe noch 10 Bälle nach. Seit Generation 3 erhält man zudem beim Kauf von mindestens 10 Pokebällen einen Primärball. Diese besondere Version unterscheidet sich nur äußerlich vom regulären Fangutensil und verfügt nicht über einen besseren Multiplikator für die Fangraten. Man erhält quasi 11 Bälle zum Preis von 10. Jürgen klärt uns noch nicht über ihren Plan auf, weswegen wir zunächst nach Fennac zurückkehren. Dort spricht uns eine Passantin an. Während unserer Abwesenheit schienen Rowdies die Stadt überrannt zu haben und auch Bing und Bong mit ihrem Schwebebuggy scheinen dabei gewesen zu sein. Wir heilen unsere Pokémon im Center und speichern das Spiel ab. Das hat einen relativ einfachen Grund. Wie schon in Kapitel 2 erläutert, können wir Pokémon nur in Kämpfen von anderen Trainern stehlen. Und insbesondere am Anfang hat man nur eine Chance auf einen erfolgreichen Catch. Besiege ich das zu fangende Pokémon aus Versehen, gibt es oft erst deutlich später oder sogar ganz am Ende des Spiels einen neuen Versuch für uns. Das kann insbesondere für unerfahrene Spieler sehr schnell sehr ärgerlich werden. Da Bürgermeister Maskat auf mich einen sehr dubiosen Eindruck gemacht hat, statte ich ihm erneut einen Besuch ab. Und siehe da, wir erblicken Honey und Nanny im Büro des Amtsträgers. Der Blick auf die beiden wird aber von einem gigantischen Afro blockiert. Wir werden natürlich schnell entdeckt. Die beiden Trollos berichten dem Afro, der offensichtlich Die Queen heißt, von unseren Missetaten ihnen gegenüber. Die Queen wendet sich uns zu und offenbart uns sein glamouröses Design. Die fesche Aufmachung mit all den Sternchen und Gold in Kombination mit den 80er Disco Queen Klamotten brennen einem förmlich die Netzhaut weg. Die Queen ist durch sein Design mit ganz großem Abstand einer der visuell ausgechecktesten Charakter im ganzen Spiel und ist auch ganz bestimmt vielen von euch bestens in Erinnerung geblieben. Aber ich gehe später noch genauer auf dieses Sinnbild Kolosseums ein. Die Queen merkt an, dass Jürgen Dinge sehen kann, die ein großes Problem für die Gauner darstellen und dies der Grund für die Entführung gewesen sei. Deshalb sehen sie sich gezwungen, diese nun zu wiederholen. Doch bevor die Dinge wirklich haarig werden, kann es sich die Stilikone nicht verkneifen, den weißen Streifen im Gesicht unseres Protagonisten anzumerken. Ich liebe diesen Charakter. Doch anstatt, dass uns der vermeintliche Boss hier selbst in den Boden stampft, ich kenne die Queens Team, glaubt mir, wir hätten keine Chance, meldet er sich ab und verzieht sich in eine Stadt namens Pyritus. Erst durch einen anderen Kamerawinkel sehen wir, dass sich noch drei weitere Trainer, welche an Power Rangers erinnern, mit im Raum befinden. Die Queen lässt seinen Signature-Song abspielen, um mit dem richtigen Groove die Szenerie verlassen zu können. Ja, dieser Charakter hat sogar seine eigene Theme, welche ich euch noch in dieser Review-Serie präsentieren werde. Die Power Rangers folgen ihrem Boss und lassen uns mit den zwei Schattenparkern zurück. Ein erneuter Kampf gegen Hein entfacht. Mit Flurmel und Loturzel hat sich sein Team zumindest ein bisschen verändert. Der Rede wert ist der Keck aber trotzdem nicht. Interessanter ist hier der Kampf gegen seinen bisher nicht namentlich erwähnten Kumpel. Eine Herausforderung von Die Queen-Fan Plöt. Jupp. Die beiden heißen Hein und Plöt. An dieser Stelle sollte es euch bereits aufgefallen sein, doch die Namensgebung der Charaktere in diesem Spiel ist wirklich komplett crazy. Von so lustigen Referenzen wie dieser über Opas, die Rando heißen, bis hin zu Namen, die einfach so wirken, als wären sie gewürfelt worden. Hier hat sich das Lokalisierungsteam wirklich kreativ ausgetobt. Plöt leadet den Kampf mit Webarak und Zwielicht. Webarak wird Turn 1 ausgenockt, sodass Plöt an Makuhita in den Kampf schickt. Aber nicht nur irgendein Makuhita. Es ist genau dieses Pokémon, was Jürgen überhaupt erst in Schwierigkeiten gebracht hat. Sie scheint nämlich bei diesem Mini-Sumo-Ringer eine dunkle Aura zu erkennen. Dadurch, dass wir Jürgen jetzt in unserer Hacke haben, wird die Aura auch für uns sichtbar. Makuhita hat aber genug von dem Gelabere unseres Sidekicks und gibt uns erstmal eine saftige Schelle. Erst danach warnt uns unsere Aura-Fee davor, dass derartige Pokémon auch Menschen angreifen und fängt an, ihren Plan, für den sie die Bälle benötigte, genauer zu erörtern. Sie bittet uns, Pokémon mit verschlossenen Herzen aus den Fängen ihrer Trainer zu befreien. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber sofern einem Trainer bei der Übergabe eines solchen Pokémon nicht explizit gesagt wurde, dass es sich um eines mit dunkler Aura handelt, kann der Trainer selbst das doch unmöglich wissen, oder? Das bedeutet, dass wir im Laufe unseres Abenteuers Trainern ihre Pokémon klauen, ohne dass diese jemals erfahren, warum. Für die werden wir dann einfach nur gemeine Diebe sein. Aber sei es drum. An der Stelle sei erwähnt, dass sich die Fangmechanik nur auf diese, in Anführungsstrichen, bösen Pokémon beschränkt. Andere, völlig normale, kann ich leider damit nicht klauen. Ich klatsche das Zwielicht weg und werfe einen Pokéball auf Makuhita. Es bleibt drin und wir haben unser erstes Pokémon im Kolosseum gefangen.
Blöd ist sichtlich überrascht und erschüttert. Aus Sorge vor einer Bestrafung die Queens ergreifen die beiden die Flucht. Jürgen feiert uns für unseren Erfolg. Mir jedoch fällt nur auf, dass der Bürgermeister wieder auffällig abwesend ist. Ich verlasse das Haus und erblicke zu unserer Linken den grünen Power Ranger. Die drei wurden als Wachen an den Stadtausgängen im Westen, Osten und Süden positioniert. Hier kann der Spieler nun selbst entscheiden, gegen wen der drei er zuerst kämpfen will. Sobald wir einen besiegt haben, verschwinden die anderen zwei. Anhand der Farbe der Kollegen können wir erkennen, welche Pokémon sie für uns zum Klauen bereithalten werden. Der rote setzt Igelava ein, der blaue Tyrakrok und der grüne Loblatt. Als kleiner dummer Junge habe ich diese zugegebenermaßen ziemlich coole Art der Starterwahl nicht geblickt und immer gleich gegen den grünen Dude gekämpft, weil das der erste war, den man nach Verlassen des Bürgermeisterhauses sehen konnte. Ich dachte also für ziemlich lange Zeit, dass man in diesem Part des Spiels nur Loblatt erhalten kann. Heutzutage bin ich aber schlauer und entscheide mich für Igelava. Der Mystery-Soldat Rosso schickt den Starter sowie Slimer in den Kampf. Jürgen identifiziert bei dem Feuer-Pokémon eine dunkle Aura, was uns zum Fangen befähigt. Ich one-shotte aber zunächst Slimer und das nachfolgende Spoink, bevor ich den ersten Ball schmeiße. Erfolglos. Dafür krallen wir uns das Igelava aber mit einem Primärball. Nach dem Kampf stellt Jürgen Rosso zur Rede und will wissen, was es mit der Aura auf sich hat. Dieser scheint in Laberlaune zu sein und teilt uns mit, dass sie das Herz der Pokémon versiegelt haben, um jene in Kampfmaschinen zu verwandeln. Rosso sucht nach seiner großzügigen Information das Weite, als Jürgen sich daran erinnert, dass sie mal eine Geschichte gehört hat, in welcher versiegelte Herzen sich dann öffnen, wenn man mit dem jeweiligen Pokémon in den Kampf zieht. Stimmt, das Herz unseres kleinen Mooncakes habe ich auch nur dadurch erobern können, ihn an illegalen Hundekämpfen teilnehmen zu lassen. Spaß. Jürgen möchte mit uns nach Pyritus reisen. Dort habe sie Schatten-Pokémon zum ersten Mal gesehen. Ab aufs Moped, los geht's. Doch eine direkte Fahrt in die Stadt ist nicht möglich. Zunächst müssen wir an einer Baustelle Halt machen, auf der ein großer Turm samt Kolosseum entstehen soll. Wir unterhalten uns mit den dort anwesenden Bauarbeitern und setzen unsere Fahrt in Richtung Pyritus fort. Kapitel 4. Slam, Grand Slam. Neben des unfassbar guten Soundtracks und dem Kameraschwenk begrüßt uns diese Stadt mit einer Cutscene. Dort spricht ein scheinbar zwielichtiger junger Mann mit einem Polizisten und beteuert, absolut unwissend in Bezug auf eine Sache zu sein, die uns noch unbekannt ist. Und alleine diese Konversation ist in allen Belangen der perfekte Einstieg für die Atmosphäre dieser Stadt. Der sandig-schmutzige Boden, Häuserwände aus rostendem Metall und dampfende Gullideckel geben einem das Gefühl, sich an einem Ort zu befinden, an dem das Gesetz des Stärkeren gilt. Der grünhaarige Gauner namens Kale sowie andere NPCs warnen uns davor, zu lange hier zu verweilen. Das erste Haus, welches wir betreten, ist das der Wahrsagerin Divina. Von außen eher ein steifer Häuserblock ist dieses Gebäude von innen eingerichtet wie eines dieser stereotypischen Zelte, die Wahrsager auf Zirkusveranstaltungen in Filmen immer haben. Von den Kerzen bis hin zur Glaskugel ist wirklich jedes Klischee vorhanden. Divinas Dienste können wir zunächst nicht in Anspruch nehmen. Sie dient dem Spieler später, wie in den meisten anderen Videospielen, als Tippgeber, wenn man in der Story mal nicht weiterkommt. Als nächstes betrete ich die Polizeistation, die von außen ebenfalls nicht wirklich so aussieht. Der Polizist vom Stadteingang namens Pierrot läuft in uns hinein und macht versehentlich bei uns Meldungen über seltsame Pokémon. Ich stelle mich Kommissar Hercule vor, welcher recht teilnahmslos am Schreibtisch verweilt und nicht den Eindruck macht, als würde er sich groß um die Probleme seiner Stadt scheren. Er empfiehlt uns sogar, Pyritus zu verlassen, da er keine Garantie für unsere Sicherheit übernehmen könne. Dude, du bist hier der Kommissar und kannst uns nicht beschützen? Wir erforschen das Gebäude und finden einen Gefängnistrakt. In einer der Zellen hocken Hein und Blöd und bitten uns, sie nicht bei die Queen zu verpfeifen. Sie haben sich selbst wegen Autodiebstahl angezeigt, weil sie glauben, im Gefängnis sicher vor der Strafe ihres Bosses zu sein. 500 IQ-Move, wenn ich das mal so sagen darf. Wobei der Kommissar vermutlich so korrupt ist, dass er die beiden sofort ausliefern würde, wenn das Geld nur stimmt. Eine weitere Zelle beherbergt einen uns unbekannten Gefangenen, mit dem wir noch nicht interagieren können. Hinter Hercule hängen drei Wanted-Poster von offensichtlich gesuchten Kriminellen. Die zwei Kleinen stellen eine relativ häufig auftretende Trainerklasse, also Personen, denen man im Spiel begegnet, dar, wohingegen das große, eingerahmte Bild unseren ehemaligen Boss bei Team Krall anzeigt. Der Rest des Polizeipräsidiums wirkt, wie die ganze Stadt, recht muffig und verstaubt. Dafür, dass es hier im Gegensatz zu Fennec offensichtlich eine funktionierende Exekutive gibt, ist der Ort doch ganz schön runtergekommen. Oder läuft in Fennec nur alles, weil Mastercard in der ganzen Verschwörung mit drin steckt? Ich stelle nur Fragen. Interessant ist aber, dass sich hier ein Computer befindet, an dem wir unser Spiel speichern und unsere Box aufrufen können. Der Grund dafür erschließt sich mir nicht, da wir an einem anderen Ort in Pyritus ebenfalls Zugang zu einem PC haben und in diesem Gebäude auch nichts Besonderes geschieht. Das Haus nebenan, wunderbar rund geformt wie eine Dose, beinhaltet neben einem Ehepaar, welches Fremden gegenüber nicht so freundlich gesinnt ist, nur einen fetten Flat-TV, auf welchem gerade die aktuellsten News übertragen werden. Allerdings gibt die Nachrichtensprecherin nur das wieder, was wir schon längst wissen. Die tragbare Keilmaschine ermöglicht es uns, Pokémon von Trainern zu fangen. Also alles kalter Kaffee.
Vorbei an ausrangierten Fässern bahnen wir uns den Weg in das Haus eines muskulösen Typen namens Grant. Dieser leitet das örtliche Kolosseum. Abseits dieser Information ist er aber nicht besonders gesprächig. Auffällig ist hier das Kind, welches vor einem der Bücherregale Wache schiebt. In bester Pokémon Generation 1 Manier beteuert der Minimensch, dass sich nichts hinter dem Regal befinde. Natürlich kaufen wir das dem Kind nicht ab und untersuchen es. Wir schieben sowohl das Kind als auch das Regal an die Seite und gelangen so über ein Loch in der Wand in eine Höhle. Diesen Ort habe ich schon immer sehr gemocht. Er erinnert mich an das Geheimversteck der Kinder aus dem Spiel Illusion of Time. Kenner werden sich erinnern. Ich habe generell eine Schwäche für kleinere, aber muckelige Geheimbasen. Irgendwie haben diese eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Verstärkt wird das Gefühl hier auch dadurch, dass keine Hintergrundmusik gespielt wird und wir nur das Rauschen des Wasserfalls vernehmen können. In der Geheimhöhle befinden sich drei weitere Kinder, welche gerade ein Meeting abzuhalten scheinen. Genauere Informationen zum Inhalt dieses Treffens erhalten wir aber nicht. Allerdings stehen merkwürdig viele Getränkeflaschen auf dem Tisch. Man kann es aufgrund der niedrigen Auflösung nicht ganz erkennen und ich bin mir auch sicher, dass sich die Entwickler so einen Spaß nicht erlauben würden, aber für mich sieht der kleine weiße Kreis auf dem Tisch aus wie ein Aschenbecher. Als wir die Höhle wieder verlassen, platzen wir in eine Unterhaltung zwischen Grant und einem Jungen. Dieser konfrontiert den Muskelmann damit, dass er die Queen die komplette Stadt überlässt und sich nicht wehrt. Sogar eine coole Auf-den-Tisch-Klopp-Animation wurde hier zwecks Dramaturgie eingebaut. Grant reagiert jedoch nicht auf die Anschuldigung, worauf der Junge wütend rausstürmt. Der Bücherregalknips erzählt uns, dass der Name des Wutjungen Slam lautet. Wir haben mit Hein und Blöd nun also auch Grant und Slam auf der lustigen Namenspaare-Liste. Im Shop der Stadt, welcher dem Setting gemäß aussieht wie ein Pfandhaus aus der hinterletzten Gasse, gibt es nichts zu entdecken. Ich arbeite mich weiter vor und gerate in eine Konversation mit einem Kerl namens Largo. Dieser fordert uns zum Kampf heraus. Sein Team ist nichts Besonderes und der einzige Grund, weswegen ich die Auseinandersetzung überhaupt erwähne, ist der, dass es der erste Kampf mit unserem bösen Igelava ist. Es ist also eine gute Gelegenheit, die Besonderheit dieser Pokémon zu erklären. Dort, wo ein normales Pokémon seinen Erfahrungspunktebalken hat, verfügt unser Feuerstarter über eine lilane, in 5 Parts aufgeteilte Leiste, welche ab, anstatt zunimmt. Diese Leiste gibt Auskunft über die Verschlossenheit des Herzens. Unsere Aufgabe ist es nun, den Balken durch verschiedene Dinge zu leeren. Diese verschiedenen Dinge beinhalten unter anderem, einfach mit dem Pokémon im Team herumzulaufen. Das ist auch der Grund, warum Igelava hier zu Kampfbeginn bereits 1/5 des Balkens eingebüßt hat. Das Herz öffnet sich außerdem noch weiter, wenn wir es im Kampf einsetzen. Die mit großem Abstand effektivste Methode, um das Herz eines Pokémon zu öffnen, ist jedoch der Furio-Modus. In diesem Modus kann das Pokémon während eines Kampfes fallen. Er erhöht die Volltrefferquote einer bestimmten Attacke, zu der wir gleich noch kommen, hat aber abseits davon eher Nach- als Vorteile. So können die verrücktesten Dinge passieren. Das Pokémon kann einem schlichtweg nicht gehorchen, ein gehaltenes Item einsetzen, wie zum Beispiel der Sinelbeere, bevor die normal dafür geltenden Bedingungen erreicht wurden, von sich aus in den Pokéball zurückkehren und sogar den Trainer attackieren. Während der Furio-Modus aktiv ist, kann der Trainer zudem keine Beutel-Items wie Tränke oder Hyperheiler am jeweiligen Pokémon einsetzen. Diese Spielmechanik ist ganz klar dafür da, die Wut und den Hass, den das Pokémon verspürt, zu verkörpern. Und ich finde, mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten des Ungehorsams haben die Entwickler das auch ganz gut hinbekommen. Im besten Fall beruhigt man das ragende Pokémon also so schnell wie möglich und verzichtet auf die erhöhte Volltrefferchance für eine einzige Attacke. Doch wie macht man das? Ganz einfach. Da, wo ihr es von normalen Pokémon-Spielen gewohnt seid, die Fluchtoption im Kampf auszuwählen, steht in Kolosseum das Wort Rufen. Damit ruft der Trainer den Namen des Pokémon und befreit es dadurch augenblicklich aus dem Rage. Und nicht nur das. Ruft ihr ein Pokémon, welches schläft, wacht es sofort wieder auf. Wir haben also einen dauerhaften Aufwecker bei uns. Ich finde es sehr cool, dass die Entwickler dieser Option noch einen weiteren Nutzen gegeben haben. Darüber hinaus eignet sich das Rufen auch prima, um Züge zu verschwenden, wenn man ein Pokémon fangen will. Wo wir aber nun so lange über den Furio-Modus gesprochen haben, für welche Attacke ist dieser denn nun gut? Nun, jedes Pokémon, dessen Herz verschlossen ist, verfügt im Pokémon Kolosseum über die Attacke Kryptoschlag. Diese hat eine Basisstärke von 90 und ist typenlos. Das heißt, sie kann niemals nicht sehr effektiv treffen. Der Nachteil dieser Attacke ist, dass sich der Anwender immer 1/16 seiner KP aus dem Lebensbalken ballert. Eine typenlose Attacke mit einer Stärke von 90 und erhöhter Volltrefferquote klingt erstmal verlockend, wird aber nur in den allerseltensten Fällen wirklich nützlich sein, bedenkt man doch die Nachteile, den der Rage mit sich bringt. Je mehr Parts der lilanen Leiste freigelegt wurden, je mehr Attacken kann das Pokémon zudem wieder nutzen. Bis dahin sind die drei verbliebenen Attacken, die nicht Kryptoschlag sind, durch Fragezeichen verdeckt. Hinter Largo befindet sich ein Hotel. Eine weitere Mechanik, die das Spiel für Unwissende sehr schwierig machen kann. Denn eine Nacht in diesem Hotel kostet 100 Pokédollar. Geld, das man sich auch sparen kann, da der Effekt des Hotels einfach der eines Pokémon-Centers ist und sich sogar hier in der Stadt ein Gerät befindet, mit dem man Pokémon kostenlos heilen kann.
Wenn man das als Spieler aber nicht weiß, schmeißt man die eine Ressource aus dem Fenster, die gerade in Kolosseum wirklich Mangelware ist. 100 Poké-Dollar mögen noch in Ordnung klingen, doch insbesondere ein Hotel im späteren Spielverlauf schießt dir den Vogel ab. Bei der Erforschung des Etablissements ist mir noch dieses Bild aufgefallen. Meine Recherche im Internet hat leider keine Treffer ergeben. Ich weiß also nicht, um welche Person es sich handelt oder wer hier referenziert wird. Was ich aber finden konnte, war eine geupscalte Version des Bildes, welches ihr gerade onscreen sehen könnt. Dies haben wir dem Reddit-Nutzer BanBan45 zu verdanken, welcher, zumindest nach dem Screenshot im Reddit-Post, Deutscher sein könnte. Vielleicht guckt er sogar zu. Der Dude hat ein hochauflösendes Texturenpack für das Spiel gebastelt und stellt es für alle zur Verfügung. Falls ihr Interesse daran haben solltet, Link ist in der Beschreibung. Nachdem wir das Hotel auf links gedreht haben, widmen wir uns dem Herzstück Pyritus, dem Platz in der Stadtmitte. Hier offenbart Jürgen, dass sie das seltsame Pokémon hier zum ersten Mal zu Gesicht bekam und auch hier entführt wurde. Auf dem Platz selbst tummeln sich viele Trainer. Grafisch verrät einem das Spiel hier durch den großen Kreis in der Mitte, dem vielen Schrott und dem mit Öl verschmutzten Boden sofort, dass es hier rauer zugeht. Ich gehe kurz unsere Pokémon völlig kostenfrei im Kolosseum heilen und kehre dann zurück. Eine Bikerin scheint sich sehr für uns zu interessieren und empfiehlt uns, die alberne Gans, also Jürgen, zurückzulassen und lieber mit ihr anzubandeln. Das fasst unsere Begleitung natürlich nicht sehr positiv auf und kontert mit einem scharfen, du aufgedonnerte Schnepfe. Die beiden tauschen noch ein paar Unfreundlichkeiten aus, was schlussendlich zu einem Kampf führt. Das Vokabular und die Aggressivität in der Kommunikation hätten so in einem Hauptspiel niemals stattgefunden. Der Kampf gegen Bikerin Roxanne hält leider keine neuen Pokémon für uns bereit. Einzig ihr Name erinnert mich an den Klassiker von The Police, weswegen ich den Song gerade höre, während ich diese Sätze schreibe. Alle nachfolgenden Trainer des Platzes warten allerdings schon mit einigen Pokémon auf, welche wir unserer Sammlung hinzufügen. Biker Mick beschert uns Traunfugil, Biker Bob Noctu, Artist Shelly Vati, Biker Bonnie Hubelupf, Rocker Joey Morlord und Skater Kanto Schneckmark. Von all diesen Pokémon füge ich zunächst nur Hubbelupf den Team hinzu. Wir statten Kale, dem Mooskopf am Stadteingang, einen Besuch ab und sprechen ihn auf seltsame Pokémon an. Davon aufgefordert startet abermals ein Kampf, aus welchem wir mit einem geklauten Visenior siegreich hervorgehen. Danach droppt Kale die richtige Bezeichnung für Pokémon mit dunkler Aura, Krypto-Pokémon. Er verrät uns, dass er dieses Visenior als Preis für den Sieg über das Kolosseum von Die Queen erhielt und regt sich furchtbar darüber auf, dass dieser Wieseflink offensichtlich doch nichts drauf hatte. Ein Kameraschwenk über Pyritus inklusive Zoom-In verrät uns den aktuellen Aufenthaltsort der Stilikone. Dieser spricht gerade mit FaceTime mit seinem Boss, dem Sephiroth-Klon, dem wir in Fennark begegnet sind. Hier erfahren wir auch den Namen des Bösewichts. Jakira. Oder Jakira, ich habe keine Ahnung, es tut mir sehr leid, bitte hasst mich nicht. Die beiden vertiefen nochmal ihren Plan. Der Krypto-Pokémon-Plan beinhaltet, den Siegern des Kolosseums Kryptomons auszugeben, damit diese dann quasi kostenlos Daten über sie sammeln können. Ich weiß allerdings nicht, wie klug dieses Vorhaben wirklich gewesen ist. Immerhin gibt es im ganzen Spiel nur etwas über 40 davon. Deren, in Anführungsstrichen, Herstellung muss daher unglaublich kompliziert und daher sehr teuer sein. Ein solch wertvolles Forschungsobjekt an Biker Bob anzuvertrauen, halte ich nicht für die beste Entscheidung. Jürgen schlussfolgert, dass wir ein weiteres Krypto-Pokémon im Kolosseum erkämpfen können, wenn wir dort nur gewinnen. So weit kommen wir jedoch nicht mal. Kurz vor der Brücke zum Stadion taumelt ein Forscher aus dem Gebäude und rastet eher unsanft im Asphalt der Stadt ein. Ignorieren können wir den Jungen nicht. Laufe ich stumpf an ihm vorbei, öffnet sich eine Textbox, in der er um Hilfe bittet. Von uns angesprochen erwähnt er bruchstückhaft Slam, bekommt aber wohl aufgrund der Tatsache, dass sein Kopf gerade Richtung Erdkern gerichtet ist, nicht mehr Worte heraus. In dem Gebäude, aus dem der Dude getaumelt ist, finden wir eine große, Steampunk-artige Maschinerie vor, welche von einem Opa betrieben wird, der offensichtlich ebenfalls von Slam niedergedrückt wurde. Er macht seinem Namen halt alle Ehre. Der Maschinist erklärt uns, dass der Junge ein Zahnrad geklaut hat und deswegen das Kolosseum nicht betrieben werden kann. Pierrot und Hercule, die beiden Dorfscheriffs, treffen ein und machen sich so nützlich wie Sonnencreme in Grönland. Wir werden vom Maschinenopa darum gebeten, das geklaute Zahnrad zu finden und wiederzubringen. Es spricht schon Bände, wenn sich die Einwohner dieser Stadt automatisch an zwei komplett fremde Teenager wenden und die Polizei quasi komplett ignorieren. Auch hier hält sich leider eine ziemlich ätzende Stopperfalle für all jene bereit, die das Spiel nicht schon kennen. Das gesuchte Rad befindet sich nämlich nicht in Pyritus, sondern an der Baustelle, die wir besucht hatten, bevor wir hier angekommen sind. Slam muss, by the way, übermenschliche Kräfte haben, wenn er nicht nur zwei Personen niedergerungen hat, die offensichtlich älter sind als er, sondern auch in der Lage war, ein Zahnrad dieser Größe von Pyritus bis hierher zu schleifen.
Wir haben aber augenscheinlich auch mehr als einmal am Fruchtzweig geschnuppert. Denn auch wir sind in der Lage, das fehlende Maschinenteil einfach aufzuheben und in unsere Tasche zu packen. Warum diese Sidequest unbedingt in das Spiel gebaut werden musste, erschließt sich mir nicht. Zurück in Pyritus belauschen wir eine Konversation zwischen dem Zahnrad-Opa und Grant. Sie stellen Slams Taten nicht wirklich in Frage und tun sie als notwendig ab. Mit der Übergabe des fehlenden Teils stellen wir die Stromversorgung der Stadt wieder her und erarbeiten uns das Vertrauen Grants. Dieser bittet uns ebenfalls am Turnier des Pyritus-Kolosseums teilzunehmen. Da wir nun gefühlt seit Stunden dieses Kolosseum wie eine Karotte vor die Nase gehalten bekommen, stürme ich dorthin und trage mich ein. Duell 1 sowie die drei nachfolgenden verlaufen lächerlich einfach. Ich wiederhole mich zwar hier, doch der Schwierigkeitsgrad wird sich schon bald ändern. Jäger Nimrod setzt auf Boden-Pokémon, welche Psyana und Igelava auseinandernehmen können. An der Stelle sei erwähnt, dass unsere Team-Pokémon zwischen den Kämpfen geheilt werden. Ansonsten hätte das wirklich eine Challenge werden können. Aber anstatt euch immer wieder dieselben Worte über die Leichtigkeit vorzukauen, beschäftige ich mich lieber mit dem Aussehen des Kolosseums. Hier kicken nochmal richtig die Mad Max-Vibes. Rostige alte Stahlträger und dutzende Löcher in der Decke vermitteln einem hier den Eindruck, als würde nur ein Trainer den Thunderdome lebend verlassen. Die zerfetzten Pokéball-Banderolen wehen im seichten Wüstenwind. Die Arena ist gefüllt mit Schrott und der Rahmen mit dem Deckenfluter hängt auch nur noch auf 7:30. Ich würde wirklich, wirklich viel dafür geben, um Pyritus in einer Zeit sehen zu können, bevor die Stadt zerfallen ist. Eine Erklärung wäre für das Worldbuilding auch fantastisch gewesen. Was ist hier passiert? Warum ist alles kaputt? Liegt es nur an einer zerstörten Infrastruktur oder ist die schwache Gesellschaft einer viel tieferen, düstereren Ursache geschuldet? Unabhängig von diesen vielen Fragen zerstören wir den Finalisten Bodybuilder Vasano und erhalten neben ein wenig Geld die TM06 Toxin. Wir verlassen das Kolosseum und werden von einem Kryptoknecht, den Power Ranger Trainern, auf der Straße angesprochen. Da wir gewonnen haben, sollen wir ihm folgen, um unseren Preis in Empfang nehmen zu können. Wir erhalten dadurch Zugang zu einem zuvor verschlossenen Lagerhaus. Als wir an der Rezeption einem anderen Knecht vorgestellt werden, fliegen wir auf. Ein Kampf entbrannt, welcher uns ein Yanma einbringt. Das Fangen von Yanma und ziemlich vielen anderen Pokémon wird uns durch Hubbelupf in diesem Run noch erheblich erleichtert werden. Nur weiß ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ein absolut super cooles Detail, welches vermutlich den allerwenigsten aufgefallen ist, ist, dass Jürgen die Krypto-Pokémon bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie diese Bezeichnung selbst gehört hat, immer mit den Worten "Dieses Pokémon hat eine dunkle Aura" angekündigt hat. Da ihr der Terminus von nun an aber bewusst ist, wird sie diesen in allen zukünftigen Sichtungen mit "Da ist ein Krypto-Pokémon" verwenden. Super cooles Detail, für dessen Entdeckung ich mehr als ein Jahrzehnt gebraucht habe. Kapitel 5: Showdown auf der Tanzfläche. Nachdem wir dem Kryptoknecht sein Yanma abgezogen haben, machen sich die Übeltäter aus dem Staub. Grant und die Kids aus der Geheimhöhle tauchen auf und erkundigen sich nach unserem Wohlbefinden. Grant sei aufgefallen, dass wir in dieses Gebäude geführt wurden. Er habe sich Sorgen gemacht. "Dude, du hast uns doch erst ins Kolosseum geschickt. Und jetzt, wo wir deine Drecksarbeit gemacht haben, tauchst du auf, um nach uns zu schauen? Grant, du hast die Kontrolle über diese Stadt völlig zu Recht verloren." Seine Tochter Lila steckt uns nun auf, warum der Muskelberg bisher so tatenlos rumsaß. Die Queen hat das Puzzle von Grant als Geisel genommen. Es ist zugegebenermaßen ein ziemliches Klischee, doch dass ein so starker Dude wegen seines geliebten kleinen Puzzles die Füße stillhält, ist schon ein ziemlich cooler Kontrast. Nachdem ich zunächst zweimal erfolglos ablehne, sage ich schlussendlich zu einer von Jürgen initiierten Rettungsmission zu. Alle Beteiligten machen sich aus dem Staub und wir erhalten die Gelegenheit, das Lagerhaus unter die Lupe zu nehmen. Auf dem Tresen finden wir eine sogenannte Culpa-Akte. Dies sind Basis-Items, die etwas zur Lore der Krypto-Pokémon beitragen. Sie zu lesen ist absolut nicht notwendig und nur für das Worldbuilding und zur Erklärung von kleineren Gameplay-Mechaniken gedacht. Diese hier befasst sich mit dem Furio-Modus, welche ich aber schon eingehend erklärt habe. Hinter dem Tresen erspähe ich neben dem Computer zum Speichern auch ein Terminal, um meine Pokémon zu heilen. Eine Maschine, welche ich in Zukunft noch öfter brauchen werde. Ich versuche mich dorthin zu begeben, werde aber von einem Skater namens Derek abgefangen. Ich mache ihn platt und heile meine Pokémon. Da Geld, wie gesagt, Mangelware ist, weigere ich mich während des Großteils meines Runs, Heil-Items zu kaufen. Während des Kampfes gegen Derek ist mir aber eine Sache aufgefallen, die insbesondere den ersten größeren Dungeon des Spiels tatsächlich sehr schwierig macht. Hierzu muss ich nochmal etwas zu den Krypto-Pokémon erklären. Ihr erinnert euch daran, dass diese keine Erfahrungspunkte-Balken haben? Nun, die EP, die diese Pokémon durch den Kampf erhalten, gehen nicht einfach verloren. Sie werden gesammelt, ohne dass das Pokémon einen Level-Up durchführen kann. Erst nachdem wir die vollständige Heilung durchgeführt haben, wird die komplette gesammelte Erfahrung auf einen Schlag dem jeweiligen Pokémon zugeschrieben. Das bedeutet, dass wir Krypto-Pokémon bisher gar nicht leveln können, weil uns die Heilmethode noch nicht bekannt ist.
Doch selbst wenn ich sie euch jetzt verraten würde, würde uns das nichts bringen, weil das Befreien von Kryptos an ein Story-Event gebunden ist. Ich verstehe, dass das Spiel hier einen dazu zwingen möchte, sich mit der Thematik des Kryptoschlags und Furio-Modus auseinanderzusetzen. Doch dies in Kombination mit dem dauerhaften Pleite-Sein sorgt schlussendlich dafür, dass ich nach so ziemlich jedem Trainerkampf zurück zur Heilstation laufen muss, um den nächsten Kampf nicht voll einen auf die 12 zu bekommen. Im Lagerhaus machen wir Bekanntschaft mit der Raserin Moni. Diese Trainerin werden wir im Laufe unseres Runs noch oft zu Gesicht bekommen. Das Design des Lagerhauses selber ist das, was man von einem solchen Ort erwartet. Überall liegt Schutt herum und Fässer und Kisten zieren die Umgebung. Auch finden wir Massen an Getränkeautomaten, von denen leider keiner mehr funktioniert. Schade. Eine günstige Heilmittelquelle mit Sprudel, Tafelwasser und Limonaden wäre sehr willkommen gewesen. In den engen Gängen muss ich mich wieder und wieder mit den verschiedensten Trainern auseinandersetzen. Keiner von denen wird eine Gefahr für unser Team. Doch durch die Macken der Krypto-Pokémon nehmen wir entweder Schaden durch eine gegnerische Attacke, weil wir einen Zug durch die Aktivierung des Furio-Modus verlieren, ja, das kostet uns den Zug und verhindert den Angriff, oder wir nehmen Rückstoßschaden durch die Krypto-Schlagattacke. Ich nehme also nach nahezu jedem Kampf den nervigen Weg auf mich und kehre zur Heilmaschine zurück. In einem Raum, der wie ein Büro aussieht, finde ich eine Kiste mit 5 Superbällen. Ein Stockwerk weiter oben hat ein großzügiger Mensch für uns einen Beleber in einer Kiste zurückgelassen. In einem Kampf gegen Bodybuilder Jade passiert mir etwas, das mir in meiner gesamten Karriere als Pokémon-Trainer noch nie passiert ist. Das Tentara von Jade hat die Fähigkeit Kloakensoße. Eine sehr spezielle Fähigkeit, die nur in seltensten Fällen nützlich ist. Bis jetzt. Kloakensoße verhindert nämlich, dass Pokémon durch KP-absorbierende Attacken KP selbst wiederherstellen können und fügt ihnen stattdessen Schaden zu. Diese Fähigkeit ist mir bisher nur wegen ihres lustigen Namens in Erinnerung geblieben. Nach diesem Kampf erreichen wir das Dach des Lagers, auf dem wir den Raum wiederfinden, den die Queen zuvor genutzt hat, um mit Yakira zu FaceTime. Doch anstelle der Dancing Queen treffen wir auf einen niedergedrückten Slam. Das Blatt scheint sich für ihn gewendet zu haben. Umzingelt von zwei Damen spuckt er für seine Situation noch gewaltig große Töne. Wir platzen in die Szenerie und werden, wie könnte es auch anders sein, in einen klärenden Pokémon-Kampf verwickelt. Die Queen-Fan Bless startet den Kampf mit Bebarak und Remoraid. Letzteres ist ein Krypto-Pokémon auf Level 20. Es ist damit mit großem Abstand das bisher schwächste fangbare Pokémon. Und eine weitere Besonderheit findet statt. Als ich Hubbelupf den Befehl Schlafbruder gebe, während es sich im Furio-Modus befindet, kehrt es in seinen Pokéball zurück und ich bin gezwungen, Noctu aufs Feld zu schicken. Bebarak geht durch Igelava down und wird durch Liebeskuss ersetzt. Mit einem Noctu versetze ich das Remoraid in Schlaf und hoffe so auf eine verbesserte Fangchance. Mein erster Ball bringt uns jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Da ich Angst habe, den Scharfschützenfisch aus Versehen zu killen, werfe ich weiter Bälle, aus denen es leider immer wieder ausbricht. Zumindest das Liebeskuss kriege ich mit Kryptoschlag down, sodass ich mich schlussendlich auf das Remoraid konzentrieren kann. Während ich mit Noctu Bälle schmeiße, greife ich mit Igelavas Flammenrad an. Der Plan war, dass die nicht sehr effektive Attacke es schwächt, ohne es zu killen. Allerdings habe ich massiv unterschätzt, wie dünnhäutig dieser Fisch ist. Ich kille es durch die Attacke nämlich und muss nun darauf warten, dass mir das Spiel irgendwann in der Zukunft eine weitere Chance gibt, das Pokémon zu fangen. Mistekiste. Nun wendet sich uns die zweite Dame namens Sula zu. Sie verfügt über ein Krypto-Mantax. In Generation 3 war es noch so, dass Mantax in seinem Sprite und 3D-Model ein Remoraid unter seiner Flosse beherbergt. Kann ich nicht einfach das abpflücken? Wenigstens ist der Mantarochen bereits auf Level 33, sodass ich mir nicht allzu große Sorgen machen muss, es versehentlich umzubringen. Hubbelupf stefert es mit Schlafbruder ein. Ich besiege ihre anderen Pokémon und taste mich Schritt für Schritt in eine stabile Catchrate für Mantax heran. Am Ende gelingt mir ausgerechnet der schwierigere der beiden Fänge und beendet unseren Miniboss-Encounter. Die beiden suchen das Weite und lassen mich mit Slam zurück. Dieser ist mit der Intention ins Lagerhaus marschiert, Grants Puzzle zu retten. Unsere Unterredung wird durch eine Live-Übertragung von D-Queen unterbrochen. Er wartet in einer angrenzenden Höhle auf unsere Puzzle-Rettungsmission. Auf dem Schreibtisch des Büros finden wir eine weitere Culpa-Akte, welche sich mit Krypto-Pokémon auseinandersetzt. Genauer gesagt mit der Versiegelung derer Herzen. Eine Treppe weiter unten führt uns ein Fahrstuhl zurück zum Erdgeschoss des Lagerhauses. Dort finden wir eine Kiste mit 3 Hypertränken. Ich gehe durch eine Schiebetür zurück zum Heilterminal am Anfang und pepple mein Team auf, bevor ich den Wächter vor der Höhle herausfordere. Er besitzt einen Baldorfisch, welches durch einen Kryptoschlag-Crit mein Igelava sofort ausnockt. Generell ist sein Team recht stark. Es besiegt 2 weitere meiner Pokémon, bevor es mir gelingt, ihm sein Kryptomon abzunehmen. Weil ich nicht nur mit 3 Pokémon in die Höhle laufen will, suche ich erneut die Heilmaschine auf und stelle fest, dass die Tür nach dem Fahrstuhl nur von einer Seite zu öffnen ist.
Diese komplett unnötige Dark Souls-Mechanik nervt mich schon ziemlich, weil sie mich zwingt, nochmal komplett durch das Lagerhaus zu laufen. In der Höhle angekommen, greife ich zwei weitere Hypertrank aus einer Kiste ab. Von Layout und Grafik her erinnert dieser Ort mehr an einen Dungeon aus einem Final Fantasy Spiel als aus Pokémon. Etwas unglücklich ist auch, dass die Höhle sehr weitläufig, aber grafisch trotzdem eintönig ist. Man verläuft sich also sehr schnell. Einzig besiegte Trainer und bereits geöffnete Kisten sind für mich ein Indikator dafür, dass ich ein Areal bereits abgesucht habe. Eine Nebengasse hält drei Äther für uns bereit. Ich finde eine Treppe, die uns tiefer in die Höhle führt. Die ersten Herausforderer sind soweit erstmal kein Problem und richten nur wenig Schaden an. Der Umstand, dass sie keine Krypto-Pokémon mit sich führen, erleichtert uns die Kämpfe ungemein, da wir keine Züge verschwenden und Schaden einstecken müssen, bis wir ein Pokémon gefangen haben. Ich bin, nebenbei bemerkt, echt froh, dass wir in diesem Spiel mit ein paar Heil-Items starten. Gefühlt jeder zweite Kampf vergiftet oder paralysiert eines unserer Pokémon und ich bin nicht willens, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen, um sie davon zu heilen. Interessant ist der Rocker Strobo, der eine Kiste mit drei Hyperbällen zu bewachen scheint. Der Kampf gegen ihn triggert nämlich als einziger nicht, wenn man in sein Blickfeld läuft, sondern nur, wenn man ihn anspricht. Er scheint zudem mit vier Loturzel ein aufstrebender D-Queen-Nachfolger zu sein, da dieser überwiegend Kapaloris einsetzt. Im nächsten Kampf gegen Biker Lead schnappen wir uns ein Mediti. Irgendwie fand ich die meisten Pokémon aus Generation 3, die in diesem Spiel fangbar waren, immer eher läppsch. Das lag vermutlich daran, dass man mit Rubin und Saphir diese Art der Pokémon zur Genüge zu Gesicht bekam. Der Höhlenverlauf treibt uns weiter nach unten und endlich stellt sich eine optische Änderung ein. Die dreckigen Steinwände weichen etwas, was ein Kanalsystem zu sein scheint. Hier laufen wir der Bikerin Natura in die Arme, welche ein Krypto-Dummiesel in ihrem Team hat. Ich bereue es fast, Dummiesel in meinen Pokémon-Kristallrun genutzt zu haben. Immer wieder dieselben Monster zu nehmen, langweilt mich nämlich irgendwann und mit Eagle Lava haben wir ja sogar schon ein ehemaliges Teammitglied aus älteren Editionen. Aber Dummiesel bringt mich jedes Mal, wenn ich es sehe, wieder in Versuchung, es ins Team aufzunehmen. Dem kann ich hier aber widerstehen und setze meine Reise fort. Über eine große Eisenbrücke finde ich eine weitere Heilmaschine sowie ein PC zum Speichern vor. Gott sei Dank, denn das bedeutet, dass wir uns zukünftig das komplette Backtracking durch die Höhle sparen können. Mit einem frisch geheilten Team laufe ich den kompletten Weg nochmals zurück, um zu überprüfen, ob ich auch nichts verpasst habe. Dadurch fällt mir noch ein Hyperheiler in die Hände. Die Treppe bei der Heilmaschine führt mich in einen anderen, wiederum verwirrt gleich aussehenden Höhlenabschnitt. Dort begegnet mir Yigatoremo mit seinem Krypto-Wablu, welches wir uns natürlich wegsnacken. Danach wird mein Forschungsdrang fürstlich belohnt. Denn auf einer Plattform, die sehr ab vom Schuss ist, finde ich vier Kisten, die jeweils ein Döschen Zink, Carbon, Protein sowie Eisen beinhalten. In den zahlreichen Kämpfen gegen verschiedenste Trainer ist mir aufgefallen, dass sich die Arena in Kämpfen im Abwasserkanal des Dungeons nicht auch zu einem solchen Ort ändert. Sehr schade. Das metallisch rostige Ambiente mit dem Wasser im Hintergrund hätte bestimmt sehr gut Stimmung gemacht. Nach wirklich minutenlangem Rumgesuche finde ich letztlich den Eingang zu Die Queens Versteck. Ich betrete den Raum, der einer Tanzfläche gleicht und erhasche schon mal einen Blick auf die vier Reiter der Apokalypse. Kapaloris haben mit den Typen Pflanze und Wasser nur die Schwäche Flug und sind unfassbar bulky. Witzigerweise triggert nicht sofort eine Cutscene. Ich habe noch die Möglichkeit, den Raum zu erforschen. Erst als ich die Queen direkt gegenüberstehe, beginnt die Boss-Interaktion. Er begrüßt uns gewohnt lässig und stoppt dafür sogar seine Signature-Musik. Aber keine Sorge, bei Kampfbeginn ertönt sie wieder. Seine Traineranimation beginnt by the way mit einem Zoom-In auf seinen Afro. Die Queen of Pop leadet den Kampf, natürlich, mit zwei Kapaloris. Ich setze auf mein Standardteam Hubbelupf und Eagle Lava, welche wegen der Kryptomechanik trotz zahlreicher Kämpfe nicht ein einziges Level gewachsen sind, und setze Kryptoschlag sowie Flammenrad ein. Bereits in Runde 1 entsteht für uns eine gewisse Unannehmlichkeit. Seine beiden Pokémon setzen Regentanz ein, um absolut sicher zu gehen, dass es nass wird im Stadion. Jetzt habe ich ein großes Problem, denn Kapaloris hat entweder die Fähigkeit Wassertempo, welche die Initiative im Regen massiv erhöht, oder Regenguss, eine Fähigkeit, die bei Regen pro Runde KP heilt. Außerdem ist jetzt auch das Flammenrad meines Eagle Lava schwächer. Da ich mich hier immer nur auf ein Pokémon gleichzeitig konzentriere, kann ich das erste von vier Kapaloris ausschalten. Mir gelingt es sogar, einen Volltreffer mit Eagle Lava rauszuhauen. Ich lasse Hubbelupf im Furio-Modus und schmeiße damit weitere Volltreffer in den Club wie Fuffis. Damit überlebt das zweite Kappa selbst durch Regenguss die dritte Runde nicht. Läuft ja ganz gut soweit, dachte ich. Eine Aquaknarre in Runde 4 schaltet meinen Feuerstarter und damit meinen Damage-Dealer aus. Zumindest knabbert Hubbelupf noch 50% aus der gegnerischen KP-Leiste. Danach regelt Psyana den Rest, bevor sich Hubi zu seiner wohlverdienten Ruhe betten kann. Da kein Bosskampf im Kolosseum ohne Krypto-Pokémon auskommt, schickt die Queen einen Krypto-Mogelbaum in den Ring.
Ich entscheide mich, mich vorerst auf das verbliebene Kapaloris zu konzentrieren, damit ich dann in Ruhe an das Gestein-Pokémon gehen kann. Damit ich bis dahin Ruhe habe, lässt Noctua es zunächst einschlafen. Das ist allerdings nicht von langer Dauer. Unglücklicherweise kostete es mich ganze 6 Runden, um diese Knetwurst wieder einschlafen zu lassen. Die Genauigkeit von Hypnose ist lächerlich, zumindest wenn man der Spieler ist. Als NPC hat diese Attacke immer gefühlt 200% Genauigkeit. Ich verballere also Hypertrank für Hypertrank, um Noctua am Leben zu erhalten und versuche währenddessen Muggelbaum anzuschwächen und einschlafen zu lassen. Meine Mühen werden jedoch belohnt. Mit einem einzigen Superball gelingt mir der Catch und beendet den Kampf. Davon lässt sich ein Showman wie die Queen aber nicht aus dem Takt bringen. Mit seinen Kapaloris tanzt er stilvoll davon und hinterlässt uns die TM49 Übernahme. Wir öffnen eine Tür, die das Gefängnis Plusels offenbart. Diese Szenerie wirkte auf mich schon immer besonders diabolisch. Denn die auf das Pokémon gerichteten Scheinwerfer erweckten für mich schon immer den Eindruck, als ob hier ein wirklich schlimmes Erpresservideo aufgenommen wurde. Bevor ich mich dem armen Pokémon widme, finde ich eine weitere Culpa-Akte. Sie erhält Informationen über die Erlösung der Krypto-Pokémon. Das Papier bleibt uns eine genaue Erklärung und ein beispielhaftes Mittel für diese zwar schuldig, damit foreshadowt das Spiel aber bereits die nächsten Ereignisse. In diesem Spielabschnitt ist es wichtig, dass man das Item, welches direkt hinter dem Pokémon liegt, mitnimmt, welche uns ohne über Start zu gehen und 4000 Euro einzuziehen zurück nach Pyrithus bringt. Und ich habe wirklich keinen Bock, hier wieder hinzulatschen. Bei dem Inhalt der Kiste handelt es sich um das Macho-Band, einem Gegenstand, welcher bestimmte Werte des Pokémon, das es trägt, nach dem Erhalt von AP erhöht. Aber darauf werde ich später noch genauer eingehen. Ich schaue nach dem Puzzle und siehe da, nachdem ich mich um das Gesindel gekümmert habe, tauchen Grant und Slam auf und schließen ihr geliebtes Pokémon wieder in die Arme. Jetzt könnte man meinen, dass der Muskelberg mit dem weichen Herz seine Zeit mit dem wiedergewonnenen Pokémon genießen möchte, aber Pustekuchen. Anstatt dem vermutlich zutiefst verstörten Tier eine Pause zu gönnen, schwatzt er es uns auf. Einem Trainer, der sich aufgrund seiner Vergangenheit und Jürgen ständig im Beef mit kriminellen Organisationen befindet. Darf ich vorstellen? Grant, Trainer des Jahres. Wir erhalten also Grants Puzzle, einem Pokémon, welchem ich nie große Aufmerksamkeit geschenkt habe. Dies wird sich jedoch, wie so vieles in diesem Run, bald ändern. Wir überreichen dem neuen, alten Strippenzieher von Pyrithus noch unsere Handynummer und machen uns bereit für einen neuen Abschnitt unserer Reise. Kapitel 6. Weil reine Haut, reines Herz, Reinhaut. Mit Grants Puzzle, welches für eine sehr lange Zeit auf der Box chillen wird, erforschen wir Pyrithus abschließend und schauen dabei in der Polizeistation nach. Dort rennt Pierrot erneut in unseren Rücken und berichtet von Die Queens erfolgreicher Verjagung aus der Stadt. Der Kommissar sitzt wie eh und je unnütz in seinem Bürostuhl und dankt uns für unsere Arbeit. Im Nebenraum finde ich den Zellenschlüssel. Damit ist es mir möglich, alle Zellen des Gefängnistrakts zu öffnen. Ich berichte Hein und Blöd über Die Queens Abreise. Diese glauben mir jedoch nicht und möchten zu ihrer Sicherheit der schwedischen Gardinen bleiben. Der andere Gangster ist uns für unsere Gnade deutlich dankbarer. Er sucht das Weite und hinterlässt uns zum Dank TM46, Raub. Wir haben für eine Pokémon-Attacke einen potenziellen Schwerverbrecher zurück auf die Straßen Pyrithus gelassen und die beiden Dorfscheriffs reagieren nicht einmal darauf. Als wir die Stadt verlassen wollen, fängt uns die Wahrsagerin Divina ab. Auch ihr ist nicht entgangen, dass die Queen die Stadt verlassen hat. Sie informiert uns darüber, dass wir die Antwort auf die Frage, wie heile ich Krypto-Pokémon, im Norden erhalten. Das triggert bei Jürgen eine Erinnerung. Sie war, bevor sie entführt wurde, eigentlich auf dem Weg zu ihrem Großvater, welcher im sich ebenfalls nördlich befindenden Örtchen Emerite wohnt. Als er jünger war, soll er ein sehr berühmter Trainer gewesen sein. Vielleicht kann der Opa uns in diesem Belang weiterhelfen? Nach gefühlt einer Ewigkeit schwinge ich mich endlich wieder aufs Bike und fahre rüber. Die Stadt bildet mit ihren immergrünen Klippen, Baumwurzeln, soweit das Auge reicht, und kristallblauem Wasser den mit Abstand stärksten Kontrast zu den anderen Orten dieses Spiels ab. Bereits als Kind hat es mich darüber fantasieren lassen, wie ein 3D-Pokémon-Spiel mit, in Anführungsstrichen, normaler Natur wohl aussehen würde. Es mag aber einer Nostalgiebrille liegen, doch leider ist es den Schöpfern der Pokémon-Spiele bis heute nicht gelungen, das, was ich mir damals vorgestellt habe, umzusetzen. Hier und da gab es gute Ansätze, zum Beispiel mit dem Wirrscheinwald in Pokémon Schwert und Schild. Doch bis zu diesem Tage warte ich auf eine Landschaft, wie ich sie mir damals nur durch Eindrücke von Emerite erträumt habe. Ich beginne mit der Erforschung des idyllischen Örtchens und betrete ein Haus, in dem mich ein kleines Flamli begrüßt. Ich erinnere mich noch genau daran, wie gehypt ich war, als ich dieses Pokémon erblickt hatte.
Für alle Jüngeren unter euch, Pokémon Colosseum war die erste und bis dahin einzige Möglichkeit, die Pokémon der dritten Generation in 3D zu sehen, und ich konnte es kaum abwarten, die Region mit meinem Team aus Rubin zu bereisen. Dummerweise kann man in Colosseum erst dann tauschen, wenn man die Main Story durchgespielt hat. Ich habe mir schon oft mein Goblin Brain darüber zerbrochen, warum dies damals so geregelt wurde. Es gibt viele Theorien, aber keine klare Antwort. Die einen sagen, dass Game Freak verhindern wollte, dass man sich das Spiel einfach übers Wochenende ausleiht und dann alle Colosseum-exklusiven Pokémon auf seinen Gameboy zieht. Wieder andere denken, dass die Entwickler die Authentizität des Spielerlebnisses auf keinen Fall gefährden wollten. Immerhin hätte man sich ja gleich die superstarken Pokémon aus Rubin und Saphir holen können, die einem sofort gehorcht hätten, weil es ja kein Orden oder kein Arena-Prinzip gab. Da ich mir, so wie alle anderen auch, kaum einen Reim darauf machen kann, halte ich mich mit meinen Gedanken dazu zurück. Es ändert ja auch ohnehin nichts an der Tatsache. Ich hätte es schon unnormal abgefeiert, immer wieder neue Runs mit Pokémon wie Glumanda, Flamly oder Gigarbor zu starten. Aber sei es drum. In einer Höhle hinter dem Haus finde ich den Seidenschal, er erhöht die Kraft von Typ Normalangriffen, sowie zwei Hyperbälle. Hoch oben auf dem Berg begegne ich diesem freundlichen Herren. Er schenkt mir jeden Tag eine zufällige Beere, die ihm sein Schwalbini mitbringt. Die Formulierung der täglichen Beere ist aber eine Lüge. Da Pokémon Colosseum die interne Uhr des Nintendo Gamecubes überhaupt nicht nutzt, kann man sich einfach alle 100 Schritte eine neue Beere bei ihm abholen. Ich betrete die Pension, einem Ort, in dem man Pokémon zur Pflege abgeben kann, und finde den Namensbewerter. Bei diesem können wir die Spitznamen unserer Pokémon ändern. Auf die Pension und ihre Mechanik in diesem Spiel gehe ich aber später genauer ein. Hinter diesem Haus finde ich einen geheimen Weg, welcher mich zu einer Truhe führt. In dieser befindet sich ganz casual der EP-Teiler. Unten am Fluss versteckt sich eine Flinkklaue. Die versteckten Items in diesem Spiel sind echt verdammt gut. Ich finde es großartig, dass die Erforschung der Umgebung so belohnt wird. Nachdem ich vermeintlich alles auf links gedreht habe, besuchen wir Jürgens Großeltern Sophos und Yola. Jürgen berichtet den beiden von unseren Abenteuern und den Krypto-Pokémon. Ein junger Mann stößt zu uns und erzählt uns aufgeregt, dass es Ärger im örtlichen Heiligen Wald gibt. Sophos stürmt los, um sich nach der Lage zu erkundigen. Dem schließen wir uns natürlich an. Nach drei eher ereignislosen Kämpfen gegen Kryptoknechte Nelly, Dein und Fami betreten wir die heilige Stätte und werden Zeuge der Konfrontation zwischen Sophos und dem Kryptoknecht Eokapar, welcher ein Capoeira einsetzt. Es ist natürlich ziemlich offensichtlich, aber zwecks Vollständigkeit erwähne ich es mal. Eokapar ist ein Anagramm von Capoeira. Die Namen in diesem Spiel hören einfach nicht auf, seltsam zu sein. Sophos zieht mit seinem treuen Pikachu, welches immerhin schon auf Level 50 ist, in die Schlacht. Capoeira hingegen ist nur auf Level 38. Ich weiß, dass es ein prescripted Kampf ist, doch es wirkt schon sehr seltsam, dass es Sophos, einem Trainer, der immerhin der Klasse Trainer-Heroa angehört, nicht gelingt, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Das Kampf-Pokémon schafft es mit der Attacke Kryptoschlag und einem Volltreffer einfach einen One-Hit rauszuhauen. Gerade noch rechtzeitig eile ich zur Rettung. Zunächst fokussiere ich mich auf sein Perlu, da dieses meinem Mogelbaum sehr gefährlich werden kann. Um Hubbelupf nicht zu verlieren, lutscht es im zweiten Zug die KP von Kleinstein leer. Leider reicht eine Kaskade trotzdem aus, um es auszunocken. Nach dem Kleinstein folgt bereits Capoeira, welches mit Dreifachkick meinen Mogelbaum Gott sei Dank verfehlt. Das dämliche Perlu will einfach nicht von dieser Welt gehen und besiegt mein Igelava. Psyana macht dann aber kurzen Prozess. Durch einen Kryptoschlag-Crit verhaue ich fast meine Chance, das Capoeira zu fangen. Jetzt muss es aber schnell gehen. Dadurch, dass sich das Kampf-Pokémon bereits im roten Bereich befindet, kann es sich jeden Moment durch einen Kryptoschlag selbst besiegen. Ich setze Noctur ein und schaffe es gerade noch rechtzeitig, es per Hypnose einschlafen zu lassen. Die niedrigen KP und die Statusveränderungen lassen es gleich im ersten Superball bleiben. Das letzte verbliebene Pokémon von Eokapar, Isso, ist dann gar kein Problem mehr. Isso. Nach seiner Niederlage verzieht sich der Kryptoknecht. Sophos bedankt sich für unsere Hilfe. Zurück in ihrem Haus geht Sophos näher auf die Motive der Schurken ein. Sie wollten das Sanktuarium im Heiligen Wald zerstören und das Celebi fangen, das dort angeblich lebt. Alleine dieser Plan zeigt, dass die Krypto-Organisation ausgecheckter ist als die meisten anderen Schurkenbanden in Pokémon-Games. Warum? Dazu gleich mehr. Sophos selbst kann uns mit den Krypto-Pokémon leider nicht weiterhelfen. Er erinnert sich jedoch daran, dass auf einer alten Steintafel mehr Informationen zu finden seien. In der Zeit, in der Oma Yola nach dem Brocken sucht, sollen wir einen alten Trainer namens Grandpa aufsuchen. Kein Witz. Dieser könne uns ebenfalls mehr zu den Zusammenhängen zwischen Celebi und dem Sanktuarium erzählen. Der leicht demente Senior gibt zum Besten, dass Celebi mit der seltenen Zeitflöte beschworen werden kann und es dann dem Pokémon per Zeitreise die schönsten Erinnerungen wieder ins Gedächtnis ruft. Quasi wie dieser Channel. Bloß, dass ihr kein seltenes Item braucht, um mich zu beschwören. Abo reicht.
Tja, perfekte Schleichwerbung, würde ich sagen. Als wir in das Haus der Großeltern zurückkehren, hat Yola die Steintafel gefunden und überreicht sie uns. Auf dieser steht ebenfalls geschrieben, dass Celebi die letzte Tür zu einem verschlossenen Herzen öffnen kann. Wir sollen uns aber vor Ort selbst ein Bild von der Lage machen. Ich begebe mich in Richtung Ausgang, als uns eine Mail erreicht. Grant hat uns geschrieben, dass eine Gruppe Schläger den Duellberg überrannt hat und er unsere Hilfe braucht. Die Lage scheint sehr ernst zu sein. Dennoch lasse ich mich nicht hetzen. Wir laufen nun schon seit Stunden mit den Krypto-Pokémon durch dieses Spiel und egal wie oft ich dieses Spiel durchgespielt habe, dies ist der buchstäblich befreiendste Part von ganz Kolosseum. Ich denke gar nicht daran, mich jetzt von ein paar Keks am Duellberg aus der Ruhe bringen zu lassen. Zuvor gebe ich mir noch die RTL2-News im Fernseher. Die Nachrichtensprecherin berichtet eher stoisch davon, dass behördliche Untersuchungen ergeben haben, dass eine Verbrecherorganisation existiere, die nach der Weltherrschaft strebe. Und da schaut die Regierung der Ore-Region einfach bei zu? In vergangenen Pokémon-Spielen haben die Gangs meist im Verborgenen operiert, sodass die Geschichte des Underdog-Trainers, der sie im Hintergrund abseits der Öffentlichkeit platt macht, halbwegs plausibel war. Doch hier wird nicht nur die Existenz einer solchen Operation, sondern sogar ihre Pläne öffentlich in den Nachrichten kommuniziert, ohne dass was passiert. Ich beginne zu denken, dass eine Übernahme durch die Kryptobande vielleicht sogar Positives für die Ore-Region bringen könnte. Ich meine, lethargischer und schlechter kann es kaum werden. Wir machen uns auf den Weg zum Sanktuarium. Auf dem Boden liegend finden wir die Culpa-Akte C für Celebi. Zweifelsohne hat auch der ominöse Professor Culpa bereits Wind davon bekommen, dass Celebi in der Lage ist, den Kryptostatus eines Pokémon aufzulösen. Und genau wegen der letzten Aktion halte ich die Jungs und Mädels für so ausgecheckt. Angefangen bei der Entführung Jürgens, der einzigen Person, die Kryptos mit einem Blick identifizieren kann, über die Einnahme Pyrrhitus und der Verbreitung der Pokémon dort, was eine weitere Entführung eines Pokémon und die Entmachtung der dort ansässigen Autoritäten beinhaltete, bis hin zu dem strategisch wichtigen Angriff auf das Sanktuarium und der Unschädlichmachung von Celebi. Jeden Schritt, den diese Organisation geht, dient einem Ziel, welches schlüssig ist. Dieses Maß an Präzision fehlt den meisten Antagonisten der Pokémon-Welt. Meistens sind sie einfach böse, um böse zu sein. Aber genug der Worte. Nach Stunden des Krypto-Kloppens ist es endlich soweit. Über den Stein im Heiligen Wald kann ich endlich die Herzen meiner Pokémon öffnen und sie befreien. Hierfür muss lediglich der berühmte lila Balken, den ihr schon so oft in diesem Run gehört habt, vollständig geleert sein. Wir beginnen mit Hubbelupf. Es erhält nach seiner Befreiung insgesamt 21.560 Erfahrungspunkte und erreicht damit sofort Level 36. Das löst die Entwicklung zu Papunga aus. Ich wiederhole den Prozess mit Igelava, welches sich zu Tornupto entwickelt, und Noctu. Mogelbaum liebt mich leider noch nicht genug, als dass ich es befreien könnte. Erst nach der Befreiung kann man seinen Pokémon Spitznamen geben. Tornupto nannte ich, wie ein 10-jähriger, Killer. Habt ihr früher auch zu der Art Kinder gehört, die ihre Starter-Pokémon Killer genannt haben, einfach weil es cool klang? Es klingt auch immer noch cool. Für Noctu und Papunga habe ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen im Sinn gehabt. Das wird sich jedoch ändern, keine Sorge. Durch diesen massiven Powerboost motiviert, machen wir uns auf den Weg zum Duellberg, um dort mal so richtig aufzuräumen. Vorher schaue ich jedoch an der guten alten Wüstenbar vorbei und decke mich mit Netz sowie Hyperbällen ein. Kapitel 7. Ein Zehntel Duellberg. Der Duellberg ist eine massive Trainingsstätte, bestehend aus insgesamt 100 Plattformen mit Trainern, welche sich endlos an einem aktiven Vulkan hochschlängeln. Das komplette Prinzip und der Ort selbst sind schon ziemlich badass. In der Lobby berichten mir die NPCs von den bösen Machenschaften der angreifenden Gangstern. Diese haben es wohl auf den Arealleiter Gardio abgesehen. Bevor ich mich dem Berg stelle, verliere ich mich in einer Konversation mit diesem alten Herren. Er gibt sich uns als Attackenverlerner zu erkennen. Obwohl VMs wie Surfer, Stärke oder Zerschneider in diesem Spiel keine Anwendung außerhalb von Kämpfen findet, können diese Attacken nicht mit anderen Moves verlernt werden. Sofern ich nichts übersehe, ist das absoluter Schwachsinn. Diese Attacken auch im Kolosseum nur über diesen Loot verlernbar zu machen, ist völlig nutzlos. Die Grundintention dahinter muss gewesen sein, dass man Pokémon mit wichtigen VM-Moves nicht aus anderen Spielen auf Kolosseum transferieren und diese Attacken dann verlernen lassen kann. So könnte man sich ja tendenziell softlocken. Dumm nur, dass man, um mit diesem Spiel überhaupt tauschen zu können, das GameCube-Game bereits durchgespielt haben muss und man ergo dadurch auch Zugang zum Duellberg und dem Vergessensoper hat. Ich werde nicht schlau draus und setze auf eure Schwarmintelligenz. Wenn ihr eine nachvollziehbare Erklärung für diese Vorgehensweise habt, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Die Dame am Empfang lässt uns durch, um die Schurken aus dem Weg zu räumen. Der Duellberg ist, wie bereits erwähnt, aufgeteilt in Plattformen. Diese sind von 1 bis 100 durchnummeriert und mit Trainern besetzt.
Um gegen den letzten und stärksten Trainer antreten zu dürfen, muss man zuvor alle 99 Kämpfe gewinnen. Beginnt bei der Nummer 1 erwarten uns normalerweise Witztrainer mit Pokémon auf Level 15. Für dieses Story-Event wurden diese aber durch Schurken ersetzt, die deutlich stärkere Monster in den Kampf schicken. Aber keine Sorge, wir müssen uns jetzt nicht mit dutzenden Kämpfen auseinandersetzen. Das Story-Event findet bereits beim 10. Trainer seinen Höhepunkt. Durch die entwickelten Pokémon in unserem Team sind diese kein Problem. Erst der Boss der Gruppe wird uns Schwierigkeiten bereiten und steht mal wieder sinnbildlich für den krassen Härtegrad dieses Spiels. Wo die ersten 9 Herausforderer absolute Loser sind, haut der Bosskampf richtig rein. Angekommen bei der 10. Plattform treffen wir auf einen sehr großgewachsenen, kräftigen Mann, der genau das macht, wovon sich viele von uns schon öfter gefragt haben, warum das kein Ding in der Pokémon-Welt ist. Anstatt sich mit dem rechtmäßigen Leiter des ersten Areals, Gardio, in einem Kampf zu messen, boxt er ihn einfach um. Der Dude, der ohne weiteres aus dem Street Fighter-Universum stammen könnte, wollte sich die Zeitflöte, die sich in Gardios Besitz befindet, unter den Nagel reißen. Wir stören ihn bei diesem Vorhaben. Doch anstatt dass Drakim, das ist der Name des Kolosses, uns einfach von der Plattform jietet, entbrennt ein Kampf. Er leadet mit Geowatz und Metang. Obwohl ich das Spiel kenne, vergesse ich jedes Mal die krude Strategie dieses Anführers, die perfekt zu seiner Persönlichkeit passt. Mit einem Pokémon setzt er nämlich immer Schutzschild ein, damit sein zweites Pokémon Erdbeben spammen kann. Wenn man diese Strategie aber kennt, kann man sie hervorragend predikten. Da sich Pokémon immer abwechseln, weiß ich also genau, wer in der nächsten Runde mit Schutzschild protecten wird und wer angreift. So gelingt es mir, Geowatz schnell mit Papunga auszuschalten. Nützlich ist hier auch, dass Papunga auch dem Typ Flug angehört und dadurch entsprechend gegen Bodenattacken immun ist. Meinen Mogelbaum konnte ich leider trotz dieses Wissens nicht retten. Ich lasse Drakims Metang einschlafen und fahre seine Strategie dadurch scharf in die Parade. Auch das Kamerupp, welches er einsetzt, schlummert erstmal für eine Weile. Ich konzentriere mich derweil darauf, es mit beiden Pokémon anzugreifen, um es schnell zu besiegen. Eine Bodenattacke von ihm kann meinem Nachtara ordentlich zusetzen. Morabel nimmt durch den Megasauger ebenfalls massiv Schaden und wird dann durch seinen eigenen Kameraden, welcher in der Runde aufwacht, platt gemacht. Nun müssen wir uns mit dem ersten wirklich schaurigen Pokémon dieses Runs auseinandersetzen. Drakim verfügt nämlich einfach über einen Entei, welches auch noch ein Krypto-Pokémon ist. Durch meine gute Vorarbeit steht das legendäre Biest allerdings alleine auf dem Feld. Das gibt mir mehr als genug Möglichkeiten, den Kollegen kaltzustellen. Mit Papunga lasse ich es einschlafen und Nachtara verwirrt mit Konfusstrahl. Um auf Nummer sicher zu gehen, wechsle ich Papunga durch Tornuptor aus und spamme Rauchwolke, während Nachtara nach und nach mit Biss KP aus dem Balken von Entei knuspert. Das Feuer-Pokémon wacht zwar auf, kann aber aufgrund der Verwirrung und den Rauchwolken nicht eine einzige Attacke aufs Feld bringen. Ich schicke es zurück ins Land der Träume, kratze noch ein paar Punkte aus der KP-Leiste und fange es schlussendlich, ohne viele Bälle zu verschwenden, in einem Hyperball. Das beendet den Kampf gegen Bootleg Son Goku und bringt uns unser allererstes legendäres Pokémon ein. Während des Kampfes ist mir ein lustiger grafischer Bug an Papunga aufgefallen. Pokémon Colosseum verwendet für die Pokémon der ersten und zweiten Generation nämlich die 3D-Models aus Pokémon Stadium. Da Pokémon Colosseum aber einen realistischen Schattenwurf verwendet, welcher den kompletten dreidimensionalen Körper eines Objektes berücksichtigt, fallen technische Feinheiten des jeweiligen Models besonders auf. Bei Papunga wurden für die Bommel in Pokémon Stadium 2 als Referenzpunkt für Koordinaten offensichtlich einfach unsichtbare Würfel verwendet anstelle von komplett 3D gerenderten Kugeln. Und tatsächlich, wenn man genau hinguckt, kann man erkennen, dass es sich bei Papungas Bommel wirklich nur um zweidimensionale, runde PNGs handelt. An der Vorgehensweise, insbesondere in Bezug zur N64-Ära, findet sich erstmal nichts Verwerfliches. Lustig wird es dann jedoch, wenn diese unsichtbaren Würfel aber in einer anderen Engine vom Shader im Schattenwurf berücksichtigt werden. In Stadium konnten solche unsichtbaren Gegenstände, zumindest in puncto Lighting, einfach versteckt werden, da die Models in diesem Spiel in der Regel einfach einen kreisrunden Schatten unter sich warfen. Detailreichere Schattenwürfe hätte die N64 sehr wahrscheinlich auch einfach nicht gepackt. Aber so viel dazu. Nach unserem Sieg über den Krypto-Vorstand springt dieser einfach stumm von der Plattform. Zum Glück scheint Falldamage in dieser Pokémon-Welt kein Ding zu sein. Bevor wir uns dem immer noch am Boden liegenden Gardio zuwerfen, heben wir das Basis-Item V-Disc auf, die Drakim verloren haben muss. Für diese haben wir noch keine Verwendung. Gardio rappelt sich auf und stellt sich vor. Wir erklären, was Sache ist und erhalten als Dank für unsere Hilfe die Zeitflöte, die uns befähigt, ein Pokémon sofort und ungeachtet des ominösen lila Balkens am Sanktuarium zu befreien. Allerdings verschwindet die Zeitflöte nach einmaligem Einsatz, weswegen ich mich, wie beim Meisterball grundsätzlich auch, dagegen entscheide, sie zu nutzen. Irgendein barmherziger Samariter hat für uns im Foyer eine Kiste mit der TM-47 Stahlflügel zurückgelassen. Das Geschenk nehme ich gerne an.
Ich reise zurück nach Emerité, um mich um meinen Mogelbaum zu kümmern. Während unserer ersten 10 Plattformen des Duellbergs wurde es schon deutlich zutraulicher. Beim Betreten des Ortes spricht uns ein Opa an, der uns auffordert, sofort aufzusuchen. Der Großvater fragt uns, ob wir den Duellberg von den Gangstern befreien konnten, was wir natürlich bejahen. Wir geben Opa sofort unsere Telefonnummer, damit er uns erreichen kann, wenn was sein sollte. Ich schaue in der Pension vorbei und lasse meinen Entei bei der Dame. Im Gegensatz zu den Pensionen der Gameboy-Spiele kann man im Kolosseum nur ein Pokémon abgeben und keine neuen Pokémon züchten. Allerdings steigen dort abgelegte Pokémon trotzdem im Level. Wie ist das also bei Krypto-Pokémon, die keinen Level-Up erhalten können? Nun, bei diesem Pokémon öffnet sich einfach ihr Herz stetig, sodass ich quasi nur durchs Rumlaufen Pokémon von ihrer Dunkelheit befreien kann. Diese S-Trainerin, die mich von ihrem Design her immer an Sonocor aus Detektiv Conan erinnert, überreicht uns die Essenzkiste. Essenzen sind kaufbare Items, die je nach Stärke natürlich mehr kosten. Mit Essenzen kann man seinem Team-Pokémon jederzeit eine Massage geben, was wiederum ihre Herzen öffnet. Man erkauft sich quasi die Liebe seiner Pokémon. Dies ist eine weitere von vielen Möglichkeiten, Pokémon in diesem Spiel zu befreien. Wer das nötige Kleingeld hat, kann also eine Abkürzung nehmen. Diese nehme ich auch, um die verbliebenen lila Balken von Mogelbaum aus dem Weg zu räumen. Da diese Methode sehr kostspielig ist, insbesondere Early Game, werde ich nicht zu oft auf diese zurückgreifen. Selbst ganze 12 Paradiesessenzen, welche mich insgesamt 14.400 Pokédollar gekostet haben, haben am Ende nicht gereicht, um das Herz des Steinbaums vollständig zu öffnen. Die verbliebenen Punkte habe ich einfach verschwinden lassen, indem ich Kreise durch die Stadt gelaufen bin. Dabei habe ich mir den Spaß gemacht, Fangen mit Jürgen zu spielen. Ihre KI bleibt nämlich gerne an Ecken und Kanten hängen, wodurch sie für ein paar Sekunden den süßen Duft der Freiheit schnuppern kann. Es dauert leider nicht lange, bis sie sich wieder wie ein verdammter Geist hinter mich portet und verfolgt wie in einem Horrorfilm. Nach ein paar Minuten können wir Mogelbaum endlich aus dem Schattengefängnis befreien. Ich gebe ihm den Spitznamen Knetwurst und füge ihn meinem Team hinzu. Es ist das erste Mal, dass ich ein Playthrough mit Mogelbaum spiele. Kapitel 8 Orkus – Das Gotham von Pokémon. Mit einem frischen Mogelbaum im Team verlasse ich das idyllische Örtchen und sehe, dass auf der Weltkarte ein neuer Ort verfügbar ist – das geheimnisvolle Labor. Ich fahre natürlich sofort hin und erhalte bei Ankunft eine Mail von Grant, in der er mir mitteilt, dass er zwei zwielichtige Typen geschnappt und festgesetzt hat. Sie gehören vermeintlich zu D-Queens Truppe. Spricht er hier etwa von Hein und Blöd? Bevor ich mich aber auf den Weg zurück nach Pyritus mache, finde ich in einer Kiste auf dem Laborgelände drei Beleber. Zugang zum Komplex erhalten wir leider noch nicht, da uns ein Schlüssel fehlt. Wir schwingen uns also auf unser Bike und begeben uns in die Verbrecherstadt. Im Polizeirevier checke ich die Arrestzelle und treffe auf Pierrot. Er und der Kommissar haben die beiden Kleinkriminellen erwischt, als sie sich im alten D-Queen-Gebäude aufgehalten haben. Tatsächlich handelt es sich aber bei den Eingebuchteten nicht um unser Captain Blaubeer-Duo. Diese befinden sich zwar nach wie vor hinter schwedischen Gardinen, wurden aber in getrennten Käfigen untergebracht. Die Neuzugänge sind das Damen-Duo Zula und Bless. Die beiden wollten sich in die Stadt Orkus absetzen, als sie erwischt wurden. Da Bless auf der Pritsche ein Nickerchen hält, klaue ich mir von ihr den Liftschlüssel vor den Augen ihrer Freundin. Diese reagiert aber nicht weiter auf unsere Privatsphärenverletzung. Auf dem Weg nach draußen gebe ich dem Kommissar noch meine Telefonnummer. Könnte ja sein, dass die beiden Dorfsheriffs sich tatsächlich nochmal nützlich machen könnten. Da ich weiß, für welchen Fahrstuhl der Schlüssel gedacht ist, begebe ich mich in das Lagerhaus und laufe unserer guten alten Freundin Moni in die Arme. Ich sagte ja bereits, dass wir noch oft mit dieser Frau zu tun haben werden. Nun ja, jedes Mal, wenn wir den Fahrstuhl benutzen wollen, ist diese Trainerin bereit für einen Kampf, weswegen ich in Zukunft einen großen Bogen um sie machen muss. Ihre Pokémon sind jetzt zwar stärker geworden, doch sie immer wieder zu einem Kampf herauszufordern, bringt uns langfristig zu wenig Geld und Erfahrungspunkte ein, als dass sich die dauernden Rematches lohnen würden. Ich stecke sie mühelos in die Tasche und fahre nach unten. Willkommen in meiner absoluten Lieblingsstadt des ganzen Spiels. Orkus weckt in mir stets die Sehnsucht nach urbanen Gegenden bei Nacht. Die rabenschwarzen Gassen, die nur durch das Licht von Schaufenstern und Neonreklamen beleuchtet werden, und das seichte Leuchten der viel zu alten Straßenlaternen geben diesem Ort einen Flair wie kaum eine andere Stadt in der kompletten Pokémon-Welt. Unser Besuch wird von einer Live-Schalte begleitet, die auf einem gigantischen Bildschirm wie am Times Square übertragen wird. Eine Moderatorin kündigt auf dem Orkus-Kanal einen ganz besonderen Gast an. Die über alle Maße beliebte Venus. Der Popstar, welcher aus heutiger Sicht an K-Pop-Geplänkel erinnert, wendet sich mit einer wichtigen Meldung an ihre Fans. Sie habe Informationen, wonach sich Spione in der Stadt aufhalten. Dass wir damit gemeint sein müssten, ist an sich klar. Ich frage mich nur, wie sie innerhalb weniger Sekunden herausgefunden haben will, dass wir uns bereits in der Stadt befinden und noch die Zeit hatte, ihrer Gefolgschaft dies über eine Live-Schalte mitzuteilen.
Selbst Jürgen ist über ihre Schnelligkeit überrascht. Bevor wir die Stadt selbst unter die Lupe nehmen, begebe ich mich über den südlichen Rand zu dem einzig funktionierenden Getränkeautomaten in diesem Spiel und ziehe mir ein paar Pullen Limonade. In der Stadt selbst finden wir in einer Kiste drei Hypertränke und sprechen mit den Einwohnern. Abgesehen von dem Tresenhaino in dem sündhaft teuren Hotel ist das Gesprächsthema Nummer 1 natürlich die Sache mit den Spionen. Als wir die Treppe des Hotels hinaufgehen, finden wir uns in einer Bar wieder. Wir machen kaum ein paar Meter, da springt schon wieder ein Fernseher an. Venus beklagt, dass sich die Gesuchten immer noch auf freiem Fuß befinden. Venus, bitte. Es sind kaum 10 Minuten seit unserer Ankunft vergangen. Du bist ja ungeduldiger als ein Rentner am Sonntagmorgen beim Bäcker. Witzigerweise befindet sich in der Hotelbar ein PC, welchen wir zum Speichern verwenden. Dabei fällt mir dieser lustige Bug auf. Sobald man mit dem PC interagiert, verwandelt sich das grüne Bildflimmern in ein schwarz-weißes Schachbrett. Viele NPCs der Stadt reden entweder darüber, wie sehr sie Venus lieben, oder wie sie die Spione zur Strecke bringen wollen. Manche fragen uns sogar direkt, ob wir die Übeltäter sind. Die Antwort auf diese Frage ist, wie ihr euch sicherlich denken könnt, absolut egal. Wir haben keine Konsequenzen zu befürchten. Tatsächlich ist es so, dass die Trainer, gegen die wir kämpfen können, kein Wort über Venus oder das aktuelle Problem verlieren. Eine besondere Erwähnung in dieser Stadt hat der Raser Piscio verdient. Er beginnt den Kampf mit Carpador und Barschwar, den zwei lächerlichsten Wasser-Pokémon, nur um danach mit einem Vylor zu flexen. Die jeweilig im Pokédex eingetragene Größe eines Pokémon wurde von den Entwicklern des Spiels im Kampf und auch außerhalb davon berücksichtigt. Was für einen tollen Effekt das haben kann, seht ihr hier. Vylords gigantischer Körper lässt alle anderen Kampfteilnehmer wirken wie Zwerge. Es gibt wirklich jedes Mal, wenn ich Kolosseum spiele, Dinge, bei denen ich es dem Game Freak von heute sehr übel nehme, diese nicht zu beachten. Angefangen beim coolen Leveldesign der Orte bis hin zur Größe der Pokémon im Kampf. Diese vielen Kleinigkeiten sind für sich genommen vielleicht nicht so schlimm, summieren sich aber gegen Ende. Lasst uns mal eine Petition starten, dass Genius Sonority wieder ein 3D-Pokémon-Game machen soll. Im Keller des Schrotthandels treffen wir auf diesen jungen Mann, der den passenden Namen Junk, also Schrott, trägt. Dieser erkennt uns auf Anhieb und bittet uns, einen Botendienst für ihn zu übernehmen. Wir sollen einen Ersatzteil zu einer Person namens Byte bringen. Dieser würde uns dann alles weitere erklären. Wir kommen seiner Bitte nach und machen uns auf den Weg. Als wir den Schrotthandel verlassen, wird eine Cutscene abgespielt, in der wir, wie damals bei The Queen auch schon, zu sehen bekommen, wie Akira über FaceTime zu seinen Angestellten spricht. Dieses Mal bekommen aber Venus und eine weitere, uns noch unbekannte Person die Ansage. Yakira betont nochmals, dass die Verteilung von Kryptos absolute Priorität hat und namedroppt den Typen in Weiß. Bei diesem handelt es sich um Professor Culpa, dem Typen, dessen Akten wir ständig überall finden und lesen. Der Prof soll sich um ein ganz spezielles Pokémon und dessen Kryptonisierung kümmern. Beide machen natürlich brav den Bückling und Culpa kündigt mit dem stärksten Krypto-Pokémon aller Zeiten Großes an. Wir erlangen die Kontrolle über unseren Protagonisten zurück und begeben uns zu einem Haus im Westen der Stadt. In diesem werden wir von Watt den Kindern Byte und Chio vorgestellt. Wo die Namen Byte und Watt klare Referenzen an Technik und Computer sind, passt der Name Chio nicht so ganz ins Muster. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch mehr dazu. Die Kinder behandeln uns wie Prominente und freuen sich über unseren Besuch. Durch das Kids Network, einer Kommunikationsmöglichkeit, mit der alle Kinder in Orre miteinander in Echtzeit Informationen austauschen können, haben sich unsere Taten in Pyrrhotus auch bereits hier herumgesprochen. Wir übergeben bald das Ersatzteil, was ihn dazu befähigt, das ausgehende Signal zu verstärken und so die Nutzung des Networks wieder zu ermöglichen. Dies schien für eine gewisse Zeit durch das Zutun Venus nicht möglich zu sein. Bevor wir gehen, bittet uns Chio um unsere Telefonnummer. Kleine Unterbrechung in eigener Sache, sorry. Ich wollte euch für die Unterstützung des Kapfen Noctem YouTube-Kanals herzlich danken. Wir haben mittlerweile über 200 Abos sammeln können und für einen VOD-Kanal meiner Größe sind die Zahlen echt stabil. Vielen herzlichen Dank. Für alle, die es noch nicht kennen, auf Kapfen Noctem lade ich täglich Segmente aus meinen Livestreams hoch. Dadurch könnt ihr auch an den Streams teilhaben, wenn ihr keine Lust auf Twitch habt. Mit mittlerweile über 20 Videos, die alle mindestens eine Stunde gehen, findet ihr dort also Content satt. Aktuell ist natürlich Pokémon Karmesin ein ganz besonders heißes Eisen. Wenn ihr also Lust habt, mich auch unscripted drehen zu hören oder einfach jemanden braucht, der bei euch für die Hintergrundbeschallung verantwortlich ist, schaut gerne auf dem Kanal vorbei und lasst ein Abo da. Link ist in der Beschreibung. Wir verlassen das Haus und hören, wie jemand ruft, er habe den Spion erwischt. Wir begeben uns in Richtung Fahrstuhl und werden Zeuge, wie Slam, der kleine Tunichtgut, von zwei Kryptoknechten eingesperrt wird. Kryptoknecht Golga schickt ein Kryptoledian in den Kampf, welches wir uns natürlich schnappen. Der Netzball erleichtert uns das Fangen dort sehr. Netzbälle haben nämlich eine erhöhte Chance auf Erfolg bei Pokémon, die dem Typen Wasser oder Käfer angehören. Der zweite Kryptoknecht hat leider kein Pokémon zum Fangen für uns im Schlepptau. Wir sprechen mit Slam. Er hat herausgefunden, dass in Orkus Krypto-Pokémon geschmuggelt werden und wollte der Sache auf den Grund gehen. Wie weit er damit gekommen ist, haben wir ja gesehen. Dennoch konnte sich der Keck zumindest ein bisschen nützlich machen.
Er nahm einer der Knechte die R-Disk ab, einem Basis-Item, mit dem wir das Transport-UFO in der Mitte der Stadt nach rechts steuern können. Zuvor nutzen wir aber die von Drakim verlorene V-Disk und bewegen uns, erwartungsgemäß, mit der fliegenden Untertasse nach vorne. Dadurch erhalten wir Zugang zum Orkus-Kolosseum, in welchem wir uns, im Gegensatz zum Trump-Hotel, kostenlos heilen lassen können. Im Kolosseum selbst erklärt uns ein NPC, dass auch hier Krypto-Pokémon an die Gewinner verteilt werden. Außerhalb des Stadions lungert dieser nette Herr rum. Er ist eine Referenz an den Safari-Zonenbesitzer aus Pokémon Rot und Blau. Denn auch ihn kann man kaum verstehen, weil ihm die Zahnprothese fehlt. Ein zwielichtiger Hinterhofschuppen bietet Kräuter zum Verkauf an. Diese Heil-Items kosten zwar weniger als die herkömmliche Medizin, ihr bitterer Geschmack sorgt aber dafür, dass einen die eigenen Pokémon weniger mögen. Ich verzichte daher darauf, hier einzukaufen. Mit der R-Disk erlangen wir nun Zugang zu einem anderen Gebäude in der Stadt. Es ist das Studio, aus dem die Live-Übertragung von Venus gesendet wurde. Bevor ich jedoch die Sendung störe, finde ich in einem Nebenraum random 3 Sonderbonbons. Diese verwende ich erstmal nicht und spare sie mir für später auf. Offensichtlich können wir aber mit dem Hineinspazieren nicht viral gehen, da der Sender noch nicht on air war. Venus ist wenig begeistert von unserem Besuch. Der Bosskampf gegen sie startet und erwischt mich eiskalt. Ihre ersten zwei Pokémon sind Enikoro und Stalos. Da ich Enikoros Anziehung fürchte, lasse ich es sofort mit Schlafpuder einschlafen. Die KI legt keinen großen Wert auf Strategie, sodass Stalos seinen Teampartner und meinen Mogelbaum fast mit Erdbeben ausnockt. Leider wacht Enikoro in der nächsten Runde sofort auf und schlägt mit Risikotackle darauf los. Überraschenderweise ist nicht das Katzen-Pokémon mit Anziehung am Start, sondern Stalos. Es sorgt dafür, dass sich mein Mogelbaum in das riesige Stahl-Pokémon verliebt. Gott sei Dank gelingt Knetwurst dennoch ein Fußkick, was die Katze vom Feld schickt. Giflor nimmt dessen Platz ein. Ich tausche meinen Mogelbaum mit Tornupto aus, in der Hoffnung, dass Stalos kein Erdbeben einsetzt und heile Papunga mit Synthese. Meine Hoffnungen waren vergebens. Killer geht down, ohne eine Attacke rausbekommen zu haben. Mein katastrophal unterleveltes Psyana baut erstmal einen Reflektor auf, während Papunga mit Megasauger ein paar HP aus Stalos lutscht. Dummerweise wird es daraufhin von Giflor paralysiert. Ich konzentriere meine Offensive auf Stalos, da es wirklich eine große Bedrohung ist. Generell sind die Movesets ihrer Pokémon darauf ausgelegt, die gegnerischen Pokémon möglichst kampfunfähig zu machen. Und mit kampfunfähig meine ich nicht besiegen, sondern Statusveränderung. Stachelspore, Anziehung und Verhöhner schränken einen massiv in der eigenen Freiheit ein. Psyanas Synchrofähigkeit habe ich es zu verdanken, dass Giflor sich dadurch quasi wenigstens selbst paralysiert, bevor es durch einen Spukball Banetz das Zeitliche segnet. Da ich, wie gesagt, von diesem Bosskampf sehr überrascht wurde und ich gerade im Kolosseum nicht bereit dazu bin, die Hälfte meines Geldes zu verlieren, wenn sie mit mir den Boden aufwischt, habe ich mich dazu entschlossen, für das größere Ganze die Nutzung von Items zu gestatten. Durch die gefundenen Beleber kann ich Killer wiederbeleben, welcher mit Flammenrad zumindest ein bisschen Schaden gegen Giflor machen kann, bevor er erneut weggeballert wird. Auch ohne Items ist Papunga mit Schlafpuder und Synthese by the way mal wieder der MVP des Kampfes. Den Grund seht ihr gleich. Während ich es von seiner mittlerweile dritten Paralyse heile, wischt nach Tara die Giftpflanze endlich vom Feld. Ring frei für Venus stärkstes Pokémon. Krypto Suicune. Ich spare mir Papunga für später auf und tausche es gegen Capoeira, welches in diesem Kampf als Meat Shield verwendet wird. Zunächst ist mein Ziel, Banett zu besiegen, damit ich mich voll und ganz auf das legendäre Wasser-Pokémon konzentrieren kann. Für den Spielverlauf ist es, by the way, extrem wichtig, dass ich Suicune in diesem Kampf fange. Es beherrscht nämlich Surfer, eine Attacke, die in Doppelkämpfen extrem nützlich ist. Besiege ich das Tier hier aus Versehen, werde ich erst gegen Ende des Spiels eine zweite Chance bekommen. Dann wird Suicune kein Surfer mehr beherrschen, sondern Hydropumpe. Das wäre für mein weiteres Vorgehen katastrophal, aber dazu an entsprechender Stelle mehr. Nach ein paar Runden gelingt es mir endlich, ihr vorletztes Pokémon zu besiegen. Mit Papunga in der Arena kann jetzt eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Schlafpuder trifft und legt Suicune erstmal schlafen. Ab jetzt habe ich quasi alle Zeit der Welt, um das Pokémon zu fangen. Durch seinen hohen Spezialverteidigungswert muss ich mir zudem keine Sorgen machen, es aus Versehen zu klatschen. Ich haue ein paar Attacken rein, lege es nochmal schlafen und fange es schlussendlich mit einem Hyperball. Bevor ihr fragt, warum ich hier nicht auch Netzbälle verwendet habe, habe ich. Sogar alle, die ich hatte. Es ist beim dritten Wackler immer ausgebrochen. Krypto-Vorstand Venus ist damit besiegt und wir damit um das zweite der insgesamt drei legendären Pokémon reicher. Eines haben alle Krypto-Vorstände der Organisation gemeinsam. Sobald sie besiegt wurden, hauen sie ab. Ich nehme die Verfolgung von ihr aber nicht sofort auf. Zuvor finde ich nämlich noch den Abschlussbericht der Culpa-Akten. Darin erfahren wir, dass die Geschwindigkeit der Krypto-Erlösung, also des lila Balkens, von Pokémon zu Pokémon variieren kann. Im Studio steht zudem noch eine Kiste mit der TM45, welche passenderweise Anziehung ist. Nun ist es aber an der Zeit, Venus zu folgen. Wir folgen ihrem Fluchtweg die Treppe runter und stellen fest, dass wir uns im Kellerbereich des Kolosseums befinden. Wo sie aber den Fahrstuhl nehmen kann, müssen wir zu Fuß ran.
Um unsere Jagd auf sie so unangenehm wie möglich zu gestalten, stellt man uns viele Trainer vor die Nase, von denen viele fangbare Krypto-Pokémon besitzen. Von oben begonnen sind das Skorgla von Niga Hesti, Darmhirplex von Rasa Shina, Keifel von Bodybuilder Lonja sowie Sneeble von Baikanelia. Dumm nur, dass mir ausgerechnet letzteres durch einen Crit durch die Lappen gegangen ist. Es ist damit das zweite Pokémon, an welches wir vorerst nicht rankommen werden. Das Areal hat neben diesen vielen Trainern noch einige Items zu bieten. Diese sind 2 Timerbälle, 2 Toptränke und 4 Hyperbälle. Bevor ich mich aber weiteren Story-Events stelle, beschließe ich etwas zu grinden. Der Levelunterschied zwischen mir und Venus war schon nicht von schlechten Eltern und ich bin durch den überraschenden Kampf etwas paranoid geworden. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig Geld in diesem Run ist. Glaubt mir, wir können es uns wirklich nicht erlauben, die Hälfte unseres Kontostandes wegen solchen Dingen zu verlieren. Als Trainingsstätte suche ich mir den Duellberg aus, dessen erste Areale ich immer und immer wieder mache. Kapitel 9 Alarm. Nach ein paar Stunden Grinding auf dem Duellberg ist dies unser aktuelles Team. Papunga Level 45, Knetwurst Level 48, Killer Level 46 und ein Morlord namens Lo-Fi Blob auf Level 47. Psiano und Achtara werden schlussendlich nicht im Team bleiben. Da ich aber noch keinen passenden Ersatz für die beiden gefunden habe, verbleiben sie zunächst bei uns. Mit einer nun deutlich stärkeren Mannschaft fahren wir in der Hauptstory des Spiels fort. Ich begebe mich erneut unter das Orkus-Kolosseum, wo wir ja eigentlich die Verfolgung von Venus aufgenommen hatten. Diese bewies außerordentliche Geduld während unserer Grinding-Session. In einer U-Bahn-Station hat sie auf uns gewartet. Sie erblickt uns und flieht in den Zug. Ich nehme die Verfolgung nicht sofort auf und schaue mich noch am Bahnhof um. Dies bringt uns das Schattenglas ein, welches Unlichtattacken verstärkt. Im Zug selbst fehlt von den Schurken jede Spur. Wir verlassen das Gefährt also wieder, nur um Venus direkt gegenüber zu stehen. Diese ist, wie wir, einfach durch die Zugabteile gelaufen und hat den Zug auf der anderen Seite wieder verlassen. Sie reibt uns ihren 500 IQ-Move unter die Nase und macht sich aus dem Staub. Allerdings nicht ohne vorher den für die U-Bahn so wichtigen Zugschlüssel zu verlieren. Mit diesem können wir den Zug tatsächlich auch nutzen und fahren stumpf drauf los. Wir kommen in einem Labor an. Dort empfangen uns 2 Kryptoknechte, die eigentlich Venus erwartet haben. Um uns den Zugang zum Labor zu verwehren, sprengen die beiden den Raum hinter dem Bahnhof. Bevor wir uns ein Bild von der Zerstörung machen können, finden wir versteckt in einer Ecke die O-Disk, einem Basis-Item, mit dem wir das UFO in Orkus nach oben bewegen können. Die Kryptoknechte geben zu, dass die Explosion vielleicht etwas zu heftig gewesen ist, sichtbar an dem tiefen Graben, der ein Vorankommen für uns unmöglich macht. Da passt es doch wie die Faust aufs Auge, dass wir einfach den Torschlüssel für das Labor selbst auf dem Boden finden. Damit können wir quasi durch die Eingangstür der Einrichtung schreiten und die Rowdies ordentlich aufmischen. Zuvor nutzen wir aber noch die O-Disk und erlangen damit Zugang zur zweiten von 2 Zauberflöten. Als nächstes folgt der für mich persönlich nervigste Dungeon des gesamten Spiels. Allerdings nicht wegen des Layouts, sondern wegen einer anderen Sache, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Wir fahren zum Geheimlabor in der Wüste, nutzen den Torschlüssel und verschaffen uns damit Zutritt. Auf dem Gelände finde ich eine Kiste mit 2 Hyperheilern. Wir betreten das Gebäude und werden von einem futuristischen Layout begrüßt. Ich betätige einen Schalter, der die eigentliche Eingangstür öffnet. Hier erwarten uns viele Trainer und verschachtelte Gänge. Ich werde nicht auf jeden einzelnen Kampf eingehen, da diese meist nicht wirklich der Rede wert sind. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. So erhalten wir nach dem Sieg über den Forscher Libon eine Schlüsselkarte, welche uns Zugang zu weiteren Arealen des Gebietes verschafft. Dieses Spiel blockiert den Fortschritt des Spielers tatsächlich über sehr viele Basis-Items. Eine notwendige Alternative, da vor allem Attacken wie Surfer oder Zerschneider, die ja eigentlich genutzt werden, um Gebiete kontrolliert vom Spieler abzuschirmen, kein Ding in Pokémon Kolosseum sind. Über eine Treppe erhalten wir Zugang zur anderen Seite des zerbombten Raums und werden mit 3 Elixier belohnt. Mit der Schlüsselkarte von Libon können wir eine weitere Tür öffnen und damit zur eigentlichen Forschungseinrichtung führt. Hier sieht alles nochmal ausgecheckter und moderner aus. Dann und wann jieten sich Kryptoknechte von der Decke und zwingen den Spieler in einen unvorhergesehenen Kampf. So geschehen auch bei einem Knecht namens Gaku. Dieser hat mit einem Kryptogriffel aber wenigstens eine Daseinsberechtigung. Wir schnappen uns das Krabbeläffchen natürlich. Besonders belastend an dem Labor ist, dass es keine Heilungsmöglichkeiten gibt, außer natürlich die eigenen Items zu benutzen. Gepaart mit den Überraschungskämpfen und der eher kräftezehrenden Herausforderung, die Krypto-Pokémon alle zu fangen, ergibt sich so oft die Situation, dass ich gezwungen bin, die Einrichtung zu verlassen, in die nächste Stadt zu juckeln und dort ein Pokémon-Center aufzusuchen. Wenn man sich dann noch die ganze Zeit die Animation für die Fahrstühle geben und so viel latschen muss,
dann kann das sehr schnell sehr frustrierend werden. Natürlich wird der Zugang zum Untergeschoss durch ein weiteres Basis-Item versperrt, welches wir bei diesem Forscher finden. Nachdem wir die verschlossene Tür mit dem Schlüssel öffnen, geraten wir in einen Hinterhalt von Kryptoknecht Lycosa. Diese schickt ein fangbares Kramurks in den Kampf. Es ist auf Level 43 und wird unglücklicherweise von einem Surfer meines Morlords gewone-shottet. Ich hätte nicht gedacht, dass Kramurks so ein dünnhäutiges Pokémon ist. Der schwarze Vogel ist für uns also auch erstmal aus dem Spiel. Ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, es ins Team zu nehmen, schade ist es aber trotzdem. Von Knecht Mara können wir uns aber ein Frostelka schnappen, einem Pokémon, dem ich in Zukunft noch sehr viel zu verdanken haben werde. Kabetsch, oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen muss, einem weiteren Knecht, knöpfen wir Ariados ab und finden in diesem Gang eine Top-Genesung. An diesen zwei Fahrstühlen stellt sich uns Fia in den Weg, dessen Grumble wir unserer Sammlung hinzufügen. Auf dem Boden hinter ihr liegt die DNS-Probe eines Pokémon rum. In dieser Einrichtung werden offensichtlich Genversuche an Pokémon durchgeführt und Krypto-Pokémon erschaffen. Eine zweite Probe fällt uns hier in die Hände. Die Proben benötigen wir, um einen Geheimcode für das letzte Areal hier zu erhalten. Wir müssen die Proben analysieren lassen und dann die korrespondierenden Pokémon-Symbole in eine Schaltfläche eingeben. Zuvor stellt sich uns jedoch der Forscher Alan in den Weg. Diesem Kollegen haben wir den nervigsten Sound des ganzen Spiels zu verdanken. Nach unserem Sieg über ihn betätigt er nämlich die Alarmanlage, welche das ganze Gebäude in tiefrotes Licht hüllt und diesen ausgesprochen nervtötenden Sound in Dauerschleife abspielt. Diese lieblichen Klänge begleiten uns jetzt durch den ganzen Dungeon. Ein wissenschaftliches Gerät, welches wir finden, offenbart uns, dass es sich bei den ersten zwei DNA-Proben um die Gene von Entei und Suicune handelt. Ich glaube, jeder von uns, der dieses Spiel durchgespielt hat, hat erwartet, dass die dritte und letzte Probe von Raikou sein wird. Weit gefehlt. Es sind tatsächlich Tyrakrox-Gene. Damit haben wir alle Proben identifiziert und können uns damit dem letzten Part dieses Labors widmen. Bevor wir jedoch Zugang zu diesem Areal gelangen, fordert uns Knecht Izuna mit ihrem Krypto-Vibrava heraus, welches wir uns krallen. Ich gebe das Passwort ein. Entei, Suicune, Tyrakrox. Und treffe auf einen alten Bekannten. Eokapa hat die Schmach seiner Niederlage nicht vergessen und möchte Rache an uns nehmen. Das gelingt ihm natürlich nicht. Was mir aber auffällt ist, dass wenn Woingenau schläft, sich die Augen seines Schwanzes schließen. Dies unterstützt die Theorie, wonach der eigentliche Körper des Pokémon eigentlich der Schweif ist und der blaue Ballonkörper nur als Ablenkung dient. Nach unserem Sieg über Eokapa ist es an der Zeit, uns dem letzten Kryptovorstand des Spiels zu stellen, Professor Kulpa. Dieser verliert für einen Professor erstaunlich wenig Worte und beginnt den Kampf gegen uns zügig. Aufmerksame Zuschauer werden sicherlich schon ahnen, welches Krypto-Pokémon er einsetzen wird. Kulpa eröffnet den Kampf mit einem Alabis und Lanturn und setzt Regentanz ein. Gegen Wasser- und Elektro-Pokémon kann ich jetzt nicht so unfassbar viel ausrichten und muss mich daher auf Statusattacken verlassen. Papunga schickt erstmal Lanturn ins Land der Träume. Morlord in das Team aufzunehmen war, by the way, eine instinktiv richtige Entscheidung. Durch seinen Zweityp-Boden kann Professor Kulpa nämlich nicht auf seine Regentanz-Donner-Kombi setzen. Die Attacke Donner trifft bei Regen nämlich immer und wird noch verstärkt. Eine klassische, aber effektive Strategie. Gut ist auch, dass Morlord die Attacke Erdbeben auf natürlichem Wege lernt und Papunga aufgrund seines Flugtypen damit nicht treffen kann. Die beiden sind gegen Kulpa wirklich eine starke Kombi. Ich wünschte, ich könnte das mit meinem Skill erklären, es war aber tatsächlich nur Zufall. Durch viele Schlafpuder und Erdbebenattacken kriege ich Alabis und Lanturn schnell down. Unglücklicherweise beherrscht das Altaria von ihm Eisstrahl, was mein ach so geliebtes Papunga nicht überlebt. Killer und Lo-Fi-Blob stehen nun Golbat und Altaria gegenüber. Killer versucht die Genauigkeit des Gegners mit Rauchwolke zu mindern, während Lo-Fi-Blob mächtig am Gähnen ist. Ich habe mit Morlord jetzt nämlich gleich zwei Pokémon im Team, die den Gegner einschlafen lassen können. Verrückterweise reagiert Professor Kulpas KI aber auf den Gena und tauscht Altaria gegen ein Krypto-Raikou aus, bevor dieses einschläft. Ich wechsle in Knetwurst rein und versuche mein Glück mit Steinhagel. Golbat ist nämlich ziemlich schnell und mit Konfusstrahl äußerst nervig. Der Coup gelingt mir nicht und Raikou schaltet Muggelbaum aus. Dafür konnte Morlord es immerhin einschlafen lassen, was den Fangprozess deutlich vereinfacht hat. Schlussendlich steht nur noch Altaria auf dem Feld, welches Lo-Fi Blob ins Land der Träume schickt, während Killer nach und nach die KP des Drachenflug-Pokémon reduziert. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Kampf garantiert um ein Vielfaches schwerer gewesen wäre, wenn ich den Level meiner Pokémon nicht durch Grinding angepasst hätte. Der Professor macht sich noch über unsere Bemühungen lustig. Diese seien vergebens gewesen, weil alle Kryptomons längst abtransportiert wurden. Was immer du sagst, Professor, immerhin habe ich einige Kryptos und sogar dein Raikou gezockt. Aber gut, wir finden eine CD-ROM auf seinem Schreibtisch und die TM26 Erdbeben in einer Kiste und lassen das Labor und damit auch den nervigen Sound hinter uns. Wir erhalten eine Mail von Byte, welcher uns darum bittet, alle Daten, die wir bezüglich Krypto-Pokémon sicherstellen, sofort zu ihm zu bringen. Der Bitte kommen wir nach und übergeben dem Jungen die CD-ROM, welche wir bei Kulpa gefunden haben.
Bei den Daten, die darauf gespeichert sind, handelt es sich um eine Liste aller hergestellten Krypto-Pokémon. Byte wird uns die Liste zukommen lassen, sobald er sie entziffert hat. Zur Abwechslung statte ich dem Kolosseum in Pyritus einen Besuch ab und nehme an zwei Turnieren teil. Diese gewinnen wir mühelos und erhalten als Belohnung die TM01 Power Punch sowie TM07 Hagelsturm. Ein bisschen Kleingeld springt dabei auch rum, welches ich sogleich in Essenzen für Fostelka investiere, um es von seinem Kryptostatus zu befreien. Nach einer sehr kurzen Weile können wir unser fünftes Teammitglied begrüßen. Fostelka aka Boombrille gesellt sich zu uns. Es wird seinem Namen sehr gerecht werden, vertraut mir. Um das Käfer-Stahl-Pokémon für unser Team nutzbar zu machen, statten wir nochmals den Duellberg ab und grinden ein bisschen. Das Story-Finale steht kurz bevor und ich möchte vorbereitet sein. Kapitel 10. Das höchste Kolosseum. Mit 5 Pokémon über Level 50 sind wir gut für den letzten Part der Main Story gewappnet. Während unseres Exkurses wurde der Lagerturm fertiggestellt. Auf dem gigantischen Gebilde thront das Lager Kolosseum. Wir können jedoch nicht einfach dorthin marschieren. Um Zugang zu erlangen, müssen wir uns in Rematches allen Krypto-Vorständen stellen. Den Anfang macht die Queen, welcher hier kriminellerweise ohne seine eigene Theme auskommen muss. Trotz meines Levels war der Kampf nicht so einfach, wie man vielleicht hätte erwarten können. Meine Strategie sah vor, in der ersten Runde mit Boombrille Explosion einzusetzen. Diese ging nicht auf, weil die Queens Enteron über die Fähigkeit Feuchtigkeit verfügt. Diese verhindert den Einsatz von Explosion. Mit Eisstrahl macht die Ente sogar mein Papunga platt. Erst Morlords Erdbeben macht kurzen Prozess und bringt mir meinen ersten Knockout ein. Jetzt stehen wir zwei Kapaloris gegenüber. Ich versuche mich nochmal an der Explosionstaktik. Dazu tausche ich Morlord gegen Mogelbaum aus und hoffe, dass Boombrille nicht besiegt wird, bis es am Zug ist. Meine Strategie geht auf. Beide die Queen-Tänzer gehen down. Allerdings hat Knetwurst zu viel Schaden abbekommen und muss ebenfalls auf die Bank. Die verbliebenen Pokémon Armaldo und Krakelo sind dann aber kein Problem mehr für mein Team. Wir gewinnen den ersten von 4 Kämpfen, aber knapper als mir lieb ist. Zur Belohnung erhalte ich die rote ID-Marke, einem weiteren Basis-Item, von dem wir insgesamt 6 Stück sammeln müssen, um fortzuschreiten. Im Gegensatz zum Labor können wir uns hier wenigstens an einer Station heilen. In diesem Raum fallen wir auf eine Verkleidung eines Opas herein, der sich als Kryptoknecht entpuppt. Er besitzt aber keine Pokémon, die wir fangen können. Der nächste im Bunde ist Draki. Normalerweise dienen diese Rematches als Gelegenheit für uns, um uns die legendären Beast-Pokémon zu fangen, sollten sie uns vorher durch die Lappen gegangen sein. Damit müssen wir uns aber nicht auseinandersetzen. Drakim eröffnet den Kampf mit Velsa und Lipomentas. Boombrille klärt aber wieder wie ein Champ und ballert sie sogleich mit Explosion von der Stage. Ich liebe diese Vorgehensweise. Zu sehen, wie das komplette Feld abgeräumt wird, hat schon etwas sehr Befriedigendes. Libeldra und Drakims Fostelka folgen als nächstes. Libeldra kann mit Erdbeben sehr nervig werden und schafft es sogar, meinen Killer auszuschalten. Ich konzentriere mich zunächst auf das Drachen-Pokémon und lasse Fostelka erstmal links liegen. Drakims Hundemon könnte schwierig werden, doch der Vorstand entscheidet sich, es zu heilen, anstatt einfach mit Flammenwurf mein Papunga zu rösten. Das gibt mir genug Zeit, den Kampf mit einem Erdbeben von Morlord für mich zu entscheiden. Der Kampf endet und wir erhalten die grüne ID-Marke. Ich heile meine Pokémon und mache mich auf den Weg zum Rematch mit Venus. Unser Weg zu ihr wird jedoch von einem Kryptoknecht namens Genie versperrt. Sie setzt Sonflora ein, einem Pokémon, welches wir uns krallen können. Gesagt, getan. Ich schreite voran und trete der Pop-Ikone ein zweites Mal gegenüber. Sie eröffnet mit Raichu und Bluebella. Bevor sich Fostelka wieder sprengt, setze ich Schutzschild ein und fege mit Morlords Erdbeben die Elektromaus vom Feld. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Für Raichu kommt Traunfugil, einem Pokémon, welches durch seinen Typ Geist und der Fähigkeit Schwebe gegen Normal- und Bodenattacken immun ist. Besonders schlimm ist die Taktik von Venus. Diese hat sich im Wesentlichen nicht von unserem letzten Encounter geändert. Mit Anziehung und Verwirrung dafür sorgen, dass ich nicht angreifen kann. Richtig, richtig störend. Es ist also mehr oder weniger Glück, ob wir angreifen können oder nicht. Meine Team-Pokémon auszuwechseln, um die Statusveränderung loszuwerden, hilft leider auch nur maximal für eine Runde, weil die KI sofort damit beginnt, die frisch Eingewechselten wieder zu verwirren. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, Bluebella überlebt einen Angriff nur sehr, sehr knapp, nur damit Venus, die Olle, im nächsten Zug einen Hypertrank schmeißt. Meine Strategie beschränkt sich mittlerweile einfach nur noch darauf, Traunfugil platt zu machen, damit Boombrille seinem Namen alle Ehre machen kann. So richtig wollte mir das aber nicht gelingen. Immerhin besiegt Killer das Bluebella. Langsam und stetig tasten wir unseren Weg Richtung Sieg ab. Womit ich nicht gerechnet habe, das doofe Knuddelluft von ihr kann Flammenwurf und schafft es damit fast, Boombrille zu besiegen. Ihr könnt euch meinen Frust sicherlich vorstellen. Nach dutzenden Runden voller Auswechseln, Verwirrung, Anziehung und so weiter, gelingt es uns aber schlussendlich, Venus zu besiegen und die blaue ID-Marke einzuheimsen. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ihr Team würde der Bezeichnung Erneuer wirklich gerecht werden.
Nach dem Kampf gehe ich mich natürlich erstmal heilen und kümmere mich dann um den zweiten Roadblock, der uns von unserer letzten ID-Marke trennt. Kryptoknecht Zale hat einen Boothogel in petto, welches ich wirklich gerne gefangen hätte. Dummerweise wurde es vom Surfer meines Morlords kritisch getroffen und besiegt. Der letzte im Bunde ist Professor Culpa. Er startet das Rematch mit Pelipper und Voltenso. Hier sehe ich mal wieder eine Regentanz-Donner-Kombo kommen, dessen Ausführung Boombrille aber mit der Explosion verhindern kann. Ich setze Morlord und Papunga gegen Rizeros und X-Bud ein. Rizeros ist mit einem Surfer schnell Geschichte. X-Bud lasse ich mit Schlafpuder schlummern. Dabei fällt mir auf, dass X-Bud in seiner Schlafanimation seine Augen offen lässt. Ob das ein Fehler ist oder es Lore dazu gibt, ist mir nicht bekannt. Das Rizeros nachfolgende Pokémon Starmie ist gar kein Problem, sodass ich mich in der letzten Runde voll auf die Fledermaus konzentrieren kann und den Kampf gewinne. Mit der letzten ID begeben wir uns zum großen Tor, in welches wir in bester Super Toy Club Manier die farbigen Marken einsetzen müssen. Zuvor erhalten wir noch aber eine Mail von Sophos, dem Opa aus Emirité. Aufgrund seines Alters ist er mit der modernen Technik nicht so vertraut. Das erkennt man auch gut daran, dass er sich der Zeichenlimitierung der Mail nicht bewusst ist und die Nachricht endet, bevor er mir eigentlich sagen kann, worum es geht. Wir statten ihm daher einfach einen persönlichen Besuch ab. Sophos überreicht uns ganz casual einen Meisterball, ohne auch nur mit einem Wort zu erklären, was der Ball kann. Den Meisterball selbst werde ich natürlich nicht nutzen, da man ihn nur einmal im Spiel bekommt. Viele Pokémon zum Fangen verbleiben aber auch gar nicht. Zurück im Lagerturm öffnen wir die gigantische Tür und wollen sie gerade durchschreiten, als wir von Kryptoknecht Baton und seinem Scaraborn angegriffen werden. Ich fange den Nashornkäfer in einem Netzball und setze die Reise fort. Währenddessen schickt uns Byte eine Liste mit den ersten 29 von der CD-ROM identifizierten Krypto-Pokémon. Wir können nun über die Team Krall-Info einsehen, ob wir dem Pokémon schon begegnet sind, wo und ob wir es gefangen haben. Das Foyer des Lagerkolosseums ist voller Trainer, die aber allesamt keine Kryptos besitzen. Das Ambiente des Gebietes ist sehr edel mit seinen Marmorböden und hochwertigen Wandverkleidungen. Selbst ein Casino und ein Restaurantbereich gibt es hier. Den Eingang zieren goldene, sich drehende Mogelbäume. Warum gerade dieses Pokémon den Eingang ziert, erschließt sich mir nicht ganz. Ich gehe aber mal davon aus, dass man Mogelbaum gewählt hat, weil diese Spezies, ähnlich wie der Lagerturm selbst, vorgibt etwas zu sein, was es nicht ist. Es sollte euch mittlerweile klar sein, aber hinter der prestigeträchtigen Fassade des Kolosseums verbirgt sich natürlich die Krypto-Organisation. Nachdem wir alle Herausforderer platt gemacht haben, begeben wir uns per Fahrstuhl in die nächsthöhere Ebene, in der wir auf Yakira treffen. Dieser lobt uns in bester Bösewicht-Manier für unsere Leistung. Er bittet uns, ihm möglichst schnell zu folgen, da er schon eine tolle Show für uns vorbereitet hat. In einem Nebenraum finden wir, Gott sei Dank, eine Heilmaschine, an dem wir unsere Pokémon aufpäppeln können. Der Zugang wird uns aber von Rasa Chuck versperrt, der ebenfalls gerade dabei war, sein Team zu heilen. Wir laden den Kollegen ab und erlangen dadurch Zugang zur Maschine. Mit einem frischen Team machen wir uns also auf zur letzten Herausforderung. Doch Pokémon Kolosseum wäre nicht Pokémon Kolosseum, wenn das Spiel nicht noch einen letzten Überraschungskampf für uns in petto hätte. Als wir die Stufen emporsteigen, steht uns plötzlich unser ehemaliger Boss von Team Krall, Drakrall, gegenüber. Dieser erzählt uns, dass zwischen Team Krall und Team Krypto eine Partnerschaft bestand. Mit der Krallmaschine sollten sie so viele und so starke Pokémon wie möglich stehlen, damit diese in Krypto-Pokémon verwandelt werden können. Drakrall hat aber auch noch eine ganz persönliche Rechnung mit uns offen, da wir seine Organisation zerstört haben. Wir müssen gegen unseren ehemaligen Arbeitgeber kämpfen. Hier machte es sich abermals bezahlt, dass ich vorher am Duellberg trainiert habe. Der Levelsprung ist nämlich gewaltig. Wo vorher selbst die Krypto-Vorstände maximal Pokémon im hohen 40er-Bereich hatten, setzt der Boss hier einfach Pokémon auf Level 52 ein. Selbst wenn man alle Trainer, die einem in dem Spiel begegnen, besiegt, ist Grinding also früher oder später absolut notwendig, wenn man nicht ständig einen auf die Ömmel bekommen möchte. Trotz des massiven Levelanstiegs ist der Kampf gegen Drakrall aber nicht besonders fordernd. Ich spamme ein paar Mal Erdbeben mit Morlord und lasse mit Papunga die Gegner einschlafen. Also alles wie immer. Der Boss wäre ja aber nicht der Boss, wenn er nicht auch ein Krypto-Pokémon einsetzen würde. Hierbei handelt es sich um ein Panzer-Eron auf Level 47. Die Catchrate von diesem Pokémon ist ohnehin schon ziemlich nervig. Es jetzt in einem Doppelkampf fangen zu müssen, macht es nicht besser. Immerhin schläft es sofort ein und wird von einem Surfer kritisch getroffen, sodass ich sehr wenig Zeit mit dem Schwächen Panzer-Erons verbringen muss. Wir fangen den Vogel in einem Superball und besiegen Drakrals letztes Pokémon, Hariyama. Dieser bietet uns nach unserem Sieg an, gemeinsame Sache mit ihm zu machen. Etwas, dem wir, wie immer, leider nicht zustimmen können. Selbst wenn wir Ja sagen, nimmt uns der Boss die Einwilligung nicht ab. Wir heilen uns nochmal, speichern und beginnen das vorerst letzte Turnier des Spiels im Kolosseum Larga. Unter dem Getose hunderter Zuschauer betreten wir die Arena und werden von Yakira über Lautsprecher begrüßt. Bevor wir ihn herausfordern können, müssen wir uns an vier seiner Stärken abmühen.
Jeder von ihnen besitzt neben starken Pokémon noch ein Krypto, welches ich mir natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen will. So erhalten wir einen Miltank von Bodybuilder Ramba, ein Hundemon von Kryptoknecht Sekunda und Ropius von Knecht Ultimo. Im zweiten Kampf fälle ich das Absol von Biker Easy, weil es vom Erdbeben eines eigenen Tohaido getroffen und besiegt wird. Ich muss also später nochmal hierher zurückkehren. Nach dem Sieg über die gefühlte Vier des Spiels tritt uns Mr. Final Fantasy höchstpersönlich entgegen. Der vermeintlich finale Kampf des Spiels beginnt. Besonders bedrohlich finde ich es, dass während des Finales keine Kampfmusik im Hintergrund gespielt wird. Yakira beginnt den Kampf mit Logok und Zwirklob. Alle Pokémon von ihm befinden sich im mittleren 50er Bereich. Den Feuerstarter Höhens kann ich mit Morlords Erdbeben easy one-shotten und auch Zwirklob kriegt durch den Angriff einiges ab. Genug, um es in Turn 2 zu besiegen. Damit sind bereits zwei seiner sechs Pokémon down. Nun stehen wir Valraiser und Xatu gegenüber. Einer Kombi, bei der Low-Fi-Block nicht besonders viel ausrichten kann. Ich entscheide mich daher hier dazu, das Feld mit Boombrilles Explosion komplett zu räumen. Nun schickt Yakira Gardevoir und ein Kryptometer groß in den Ring. Zwei sehr starke Gegner, von denen ich eines sogar fangen muss. Dummerweise entscheidet sich der Kollege dazu, eine Runde mit dem Item X-Spezial zu verschwenden. Dies gibt mir mehr als genug Zeit, um mit Erdbeben Metagross massiv zu schwächen und das andere Psycho-Pokémon vom Feld zu räumen. Richtig erfreulich und überraschend bleibt das mächtige Stahl-Pokémon dann auch noch gleich im allerersten Hyperball. Das Finale ist damit gewonnen und die Welt gerettet. Oder? Nicht ganz. Es folgt ein für Pokémon-Verhältnisse krasser Plot-Twist. Bevor Yakira nämlich das Weite suchen kann, wird ihm von seinem Boss der Kopf gewaschen. Exakt, es gibt noch einen Boss über Yakira. Und das ist niemand geringerer als Maskart, der Bürgermeister Fennax. Ich wusste, dass du Dreck am Stecken hast, Maskart. Ich wusste es. Also, natürlich wusste ich es, ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Ich bin mir aber sicher, dass ich damals als Kind bestimmt sehr überrascht war, als sich der liebe Bürgermeister als Bösewicht zu erkennen gab. Maskart outet sich als Intrigo, dem kriminellen Mastermind hinter der gesamten Organisation. Oberkrypto Intrigo, wie ihn das Spiel so schön nennt, schickt Machomai und Lashoking in den Kampf, zwei ziemlich starke Pokémon. Abseits davon hat außerdem noch ein Levelsprung stattgefunden. Seine Mons haben alle bereits die Level 60 Marke durchbrochen. Ein anfängliches Erdbeben macht aber schon gut Schaden. Der schlechten KI, welches sein eigenes Lashoking durch Machomais Erdbeben massiv schädigt, ist es zu verdanken, dass Lo-Fi Blob in Runde 2 beide besiegen kann. Es folgen Brutalander und Cherox. Den Käfer-Stahl-Pokémon komme ich mit Killer und Flammenrad gut bei. Intrigo verschwendet einen seiner Moves an das Item X-Angriff, sodass auch Runde 3 ohne Schaden für mich vorübergeht. Pokémon Nummer 4 ist Letaking, einem extrem starken Pokémon, welches aber aufgrund seiner Fähigkeit nur alle zwei Runden angreifen kann. Dies ist aber dennoch mehr als genug Zeit, um Killer zu besiegen. Wenn Boombrille die Stage betritt, sollte man schon wissen, was als nächstes kommt. Genau, Explosion! Brutalander gelingt es nicht schnell genug, Frostaker zu besiegen. Die Detonation macht erst den Drachen und dann den Affen platt. Ein gegnerisches Pokémon verbleibt. Und dieses ist Krypto Desprota, das wohl ultimative Krypto-Pokémon, von dem Professor Kulpa sprach. Das Dream Team, bestehend aus Papunka und Morlord, regelt auch hier. Die Formel ist immer dieselbe. Mit Schlafpuder den Gegner handlungsunfähig machen und dann schwächen. Dadurch, dass nur noch Desprota übrig ist, ist es jetzt nur eine Frage des Aushaltens, bis das mächtige Pokémon im Ball verbleibt und uns schlussendlich den Sieg über den vorerst letzten Bosskampf des Spiels einbringt. Nach dem Kampf stoßen Herkule und Pyro sowie Grant und Slam zu uns, um die beiden Gangster festzusetzen. Selbst Sophos mit seinem Pikachu tritt der Szenerie bei. Intrigo möchte per Helikopter fliehen, kommt aber nicht weit, da buchstäblich aus dem Nichts eine Läuterfeuerattacke eines Ho-Oh das Fluggerät zerstört. Der Save zum Schluss war ziemlich random. Da Ho-Oh aber zu einem meiner absoluten Lieblings-Pokémon gehört, möchte ich da nicht so kritisch sein. Alle, außer den Schurken natürlich, erfreuen sich an dem Anblick des legendären Pokémon und wir bekommen zum ersten Mal in unserem Run die Credits zu sehen. Das bedeutet aber natürlich noch lange nicht, dass diese Review-Serie schon vorbei ist. Es gibt noch einiges zu tun. Kapitel 11 – Geister der Vergangenheit. Nach den Credits finden wir uns in Wüstenbar wieder. Wir erhalten eine E-Mail von Byte aus Orkus. Er informiert uns darüber, dass alle Mails aus dem Kids-Network nun direkt an mich weitergeleitet werden. Dadurch bleiben wir in Bezug auf die Krypto-Pokémon immer im Bilde. Diese Weiterleitungsfunktion tut auch gleich seinen Dienst. Über eine Nachricht von Lenny erfahren wir, dass sich in Pyritus ein verdächtiges Pokémon aufhalten soll. Wir begeben uns natürlich sofort dorthin. Im Club der Kinder sprechen wir mit dem Verfasser der E-Mail. Dieser verweist uns an Kale, dem Rüpel am Eingang der Stadt. Er soll gegen einen Trainer gekämpft haben, der ein Kryptomon eingesetzt hat. Mehr Informationen erhalten wir nur, wenn wir in einem Kampf gegen ihn gewinnen.
Im Gegensatz zu unserem ersten Aufeinandertreffen mit ihm besitzt er nun deutlich stärkere Pokémon, welche in Level und Teamaufstellung ohne weiteres mit den Trainern des Lagerkolosseums mithalten können. Wir gewinnen natürlich den Kampf. Kale gibt zu, dass er den Namen des Mannes mit dem Krypto-Pokémon vergessen hat, erzählt uns aber davon, dass dieser sich aktuell wohl im Team Krallversteck aufhält. Genau, dem Ort, den wir am Anfang des Runs in die Luft gejagt haben. Ich schwinge mich also auf das Bike und besuche meine alte Arbeitsstätte, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das Team Krallversteck ist gleichzeitig auch der letzte Ort, den wir in diesem Spiel freischalten. Im Gegensatz zu allen anderen Örtlichkeiten wird das Versteck beim erstmaligen Betreten aber nicht durch einen vorstellenden Kameraschwenk begleitet. Wir können uns also gleich ins Vergnügen stürzen. Das Kids Network informiert uns per Mail darüber, dass der Trainer, welcher by the way ein Tyrakrok verwendet, den Namen Marino trägt. Der Dude wird aber ohnehin schon aufgrund seiner äußerlichen Erscheinung klar zu erkennen sein. Relativ nah am Eingang finde ich eine Kiste mit einem Top-Elixier. Dabei fällt mir auf, dass ich während des gesamten Runs nicht einmal ein AP-herstellendes Item genutzt habe. Da in früheren Generationen diese Art von Items ohnehin sehr selten war und vor allem limitiert gewesen sind, habe ich mir schnell angewöhnt, mir Elixiere und Äther so lange wie möglich aufzusparen. Eine Gewohnheit, die ich bis heute nicht abgelegt habe. Das Versteck selbst nutzt das Interieur des Lagerhauses aus Pyritus, weswegen ich zur Umgebung gar nicht so viel zu sagen habe. Es ist, typisch Kolosseum, einfach ein Dungeon gefüllt mit Items und Trainern. Nachdem wir Kryptoknecht Gonzo in seine Schranken verwiesen haben, erhalten wir eine weitere E-Mail mit Details zu insgesamt 6 Krypto-Pokémon. Allerdings ist das für uns schon längst kalter Kaffee, da es sich dabei um Despota, Traunfugil, Schneckmack, Farbigel, Absol und Skaraborn handelt. Den Großteil davon haben wir längst gefangen. Generell muss ich nochmal kurz vorauswerfen, dass wir ab jetzt in sehr regelmäßigen Abständen mit Mails zugeballert werden, bis der Spam-Ordner platzt. Wenn es also für die Story keine Relevanz hat, werde ich sie in diesem Video nicht weiter erwähnen. Es folgt eine wahre Flut von wertvollen und nützlichen Items, die wir im Versteck finden. Ein Elixier, 2 Top-Beleber, 3 Sonnenbonbons, 3 Top-Trank, 3 AP-Plus und 2 Top-Ether, um genau zu sein. Auf die zahlreichen Trainerkämpfe gehe ich aus denselben repetitiven Gründen wie bei den E-Mails nicht genauer ein. Ihr verpasst aber abgesehen von A-Gedrücke ohnehin nicht viel. Wir schlagen uns weiter durch die Verbrecherruine und finden Marino schlussendlich. Und tatsächlich, in seinem Besitz befindet sich das Krypto-Tyrakrok. Besonders lustig hierbei ist, dass sich das Pokémon auf Level 30 befindet und durch den niedrigen Level plus der Tatsache, dass es ein Wasser-Pokémon ist, sehr leicht mit einem Netzball fangbar ist. Doch warum ist das Pokémon so unterlevelt? Nun ja, es ist einfach dasselbe Tyrakrok, welches wir damals ganz zu Beginn der Story in Fennark hätten fangen können. Das bedeutet auch, dass sich im Spiel irgendwo noch ein Trainer befinden muss, der ein Loreblatt besitzt. Nachdem wir den Starter gefangen haben, bleibt für uns hier zunächst nicht mehr viel zu tun. Ich mache mich aus dem Staub und werde, natürlich per Mail, von Lenny darüber informiert, dass die Leute in Orkus über seltsame Pokémon reden. Wir sollen uns in diesem Zusammenhang mit Byte in Verbindung setzen. Eine Gelegenheit, meine Lieblingsstadt zu besuchen, schlage ich natürlich nicht aus. In Orkus soll sich ein merkwürdiger Trainer aufhalten. Ein Kerl namens Piscio soll mehr dazu wissen. Ich mache mich also auf den Weg zu ihm. Aufmerksamen Zuschauern wird aufgefallen sein, dass wir mit dem Kerl schon mal eine kleine Auseinandersetzung hatten. Piscio ist nämlich der Dude, der die Violets im Team hat und quasi stellvertretend für Genius Sonority mit den richtigen Modellgrößen abflext. Im Gegensatz zum ersten Kampf setzte hier gleich zu Beginn 2 gigantische Violets ein und hat sich offensichtlich dazu entschieden, die absoluten Champion-Pokémon Carpador und Barchois aus dem Team zu kicken. Wir schieben seine 2 Wale zurück ins Meer, um an seine Infos zu kommen. Und als hätte ich es geahnt, geht es hier tatsächlich um einen Trainer mit einem quietschgrünen Outfit, welcher ein Krypto-Lorblatt nutzt. Leider bestätigt diese Information und fügt hinzu, dass sich der grüne Larry wohl im Kryptolabor aufhalten soll. Ihr erinnert euch an den Ort? Also ab in die Forschungseinrichtung. Gott sei Dank hat in der Zeit unserer Abwesenheit jemand diesen verdammt nervtötenden Alarmsound ausgemacht. Was sich allerdings nicht verändert hat, ist, dass die Knechte, die wir hier antreffen können, aus dem Nichts aus der Decke fallen. So treffen wir auf Lycosa, welche uns die Gelegenheit gibt, ein Kramurks unserer Sammlung hinzuzufügen. Alle weiteren Trainer in diesem Etablissement verfügen leider über keine weiteren fangbaren Monster. Ein sehr belastender Umstand ist, dass die Level der gegnerischen Pokémon mittlerweile den meinen gleich sind. Ich gebe dabei zu bedenken, dass ich schon mehrfach in diesem Run auf dem Duellberg gegrindet habe. Mit einem regulären Storyteam ohne zusätzliches Training wäre dieser Part des Spiels unfassbar frustrierend gewesen. Erst recht, weil im Labor keine Möglichkeit existiert, sich zu heilen und man sehr viel laufen muss, um ein Pokémon Center in einer anderen Stadt zu erreichen.
Da ich eigentlich keine Lust habe, 25% des restlichen Playthroughs damit zu verbringen, nur durch Gänge zu laufen, um meine Pokémon zu heilen und Items zu kaufen, aufgrund des Mangels an Geldes auch keine Option ist, beschließe ich, mitten in meiner Laborquest ein bisschen zu grinden, damit mir meine Gegner in Zukunft nicht die Hucke vollhauen. Zu diesem Zweck besuche ich das Kolosseum Orcus. Dieser hat zu diesem Zeitpunkt die stärksten Gegner und liefert im Gegensatz zum Duellberg für unsere Mühen am Ende wenigstens noch zusätzlich Geld und für die ersten Durchläufe sogar TMs. In meinem ersten Run dort greife ich über 7000 Poké-Dollar und die TM 37 seinen Sturm ab. An der Stelle möchte ich auch erwähnen, dass dieses Kolosseum mit Abstand das für mich optisch ansprechendste ist. Die wunderbaren Neonlichter gepaart mit der Steampunk-Atmosphäre ist wirklich ein Eye-Candy für jeden Fan von belebten Großstädten. Es ist jammerschade, dass dieses Kolosseum im Endgame keine Relevanz mehr für meinen Run gehabt hat. Hier hätte ich gerne Stunde um Stunde gegrindet. In meinem zweiten Run durch die Arena kämpfe ich gegen einen Trainer, bei dem ich mir sicher bin, dass sich die deutschen Übersetzer einen Spaß erlaubt haben. Im Halbfinale treffen wir nämlich auf den Arbeiter Maloch. Sorry, aber die kreative Freiheit, die sich die Lokalisierer hier rausgenommen haben, ist bis heute komplett unerreicht. Zumindest in Bezug auf Pokémon. Im Finalkampf ist mir zudem noch etwas anderes aufgefallen. Dazu muss ich vielleicht ein kleines bisschen aufholen, versuche es aber dennoch kurz zu halten. In Pokémon Kolosseum sind alle Pokémon bis auf Deoxys einprogrammiert, auch wenn wir sie selten bis nie zu Gesicht bekommen. Denn abgesehen von den Johto-Pokémon, welche wir selbst auch fangen können, kämpfen wir grundsätzlich eigentlich immer gegen Pokémon, welche sonst auch in Rubin und Saphir erhältlich waren. Die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand. Zum einen promotet dieses Spiel die Verwendung der Game Boy Advance-Titel in großem Stile, sodass die überwiegende Verwendung von Gen 3 Mon Sinn ergibt. Zum anderen kann ich mir vorstellen, dass die Entwickler nicht gleich einfach alle Pokémon auf der GameCube zeigen wollten, damit die Spieler später ihre Favorites, die nicht zufällig auch in Rubin und Saphir vorkommen oder aus Johto stammen, als eigene Pokémon per Tausch bewundern können. Umso erstaunlicher finde ich es dann, dass die Finalistin einfach ein Quaxo in den Ring schmeißt, einem Pokémon, welches weder in Rubin und Saphir noch in Kolosseum fangbar ist. Ich weiß, ich widme dieser Tatsache viel zu viel Aufmerksamkeit, doch ich frage mich, wie bewusst die Entscheidung war, dieses Pokémon hier reinzubringen. Wie gesagt, der absolut überwältigende Anteil an gegnerischen Pokémon bezieht sich ausschließlich auf die Fangbaren der ersten zwei Game Boy Advance Titel. Fallen euch noch Pokémon ein, die ebenfalls auf diese Kriterien für Quaxo zutreffen? Schreibt es mir in die Kommentare. Spontan würde mir jetzt nur Hytera von Kryptovorstand Venus und Xerox von Bürgermeister Mastercard einfallen. Aber das war's auch schon. Helft mir da gerne aus, falls ich wen vergessen habe. Für den zweiten Durchlauf erhalten wir, nebenbei bemerkt, die TM 36 Matschbombe und für den dritten TM 30 Spukball. Da ich das Morlord namens Lo-Fi Blob für fast alle Kämpfe verwendet habe, erreicht es schlussendlich Level 67. Mit ihm habe ich jetzt einen sehr guten Damage-Tank, welcher uns den weiteren Verlauf deutlich angenehmer gestalten sollte. Wir begeben uns also zurück ins Labor und treffen in Kulpas Labor auf Knecht Verde. Dieser ist auf der Suche nach der CD mit den Daten über die Krypto-Pokémon, die wir damals gefunden haben. Wir stören ihn bei seiner Durchsuchungsaktion. Ertappt zwingt er uns zu einem Kampf, was uns die Möglichkeit bietet, sein Lorblatt zu stehlen. Nach dem Kampf despawnt der grüne Knilch sehr unspektakulär. Ich sehe mich nochmal im Raum um und finde eine Kiste mit einem KP Plus, welche ich bei meinem ersten Besuch hier wohl vergessen habe. Beim Verlassen des Labors werden wir über eine neue technische Errungenschaft informiert. Bald schickt uns eine Mail, in der er uns erzählt, dass nun auch Fotos verschickt werden können. Zur Probe hat er seiner Nachricht ein Foto von seinem Knilz beigefügt. Wahrlich krass, diese Zukunftstechnologie. Mein PDA in Kolosseum ballert mich nun mittlerweile mit mehr E-Mail-Notifications voll, als mein Handy nach dem Just Nero-Shoutout. Man kann quasi kein neues Gebiet mehr in diesem Spiel betreten, ohne eine weitere Mail zu erhalten. Einer davon ist Watt, welcher davon gehört hat, dass Team Krall die Krallmaschine wieder repariert habe. Den Wink mit dem Zaunfall erkenne ich sofort und fahre schnell zum Versteck der Diebe rüber. Über eine reparierte Maschine kann ich in dem Versteck so schnell nichts herausfinden. Allerdings verfügen die Trainer hier plötzlich über Krypto-Pokémon, welche sie vorher nicht hatten. So bekomme ich die Möglichkeit, die vorher gefailten Pokémon Botogel und Sneebel zu fangen. Was ich bei meinem letzten Besuch hier nicht erwähnte, ist, dass man im Versteck auch die Stelle aufsuchen kann, von welcher man ganz am Anfang des Runs die Krallmaschine geklaut hat. Inklusive Maschinenständer und klaffendem Loch in der Wand. Da mein Team vom ganzen Gekämpfe etwas angeschlagen ist, nutze ich einen Trick, auf den ich eigentlich nicht zurückgreifen wollte. Im Gebäude befindet sich nämlich ein PC, an dem man Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem hat. Legt man alle seine Pokémon auf der Box ab, schließt den PC, öffnet ihn erneut und holt seine Pokémon wieder zurück ins Team, sind sie komplett geheilt.
Das kann, was das Menüing betrifft, sehr nervig in puncto Bedienung sein, ist aber allemal besser als tausende Poké-Dollar für Items auszugeben oder zurück zu Centern zu fahren. Mit einem vollgeheilten Team treffen wir auf unseren alten Arbeitgeber Drakrai. Dieser fordert natürlich eine Revanche, sein Team hat es mittlerweile ganz schön in sich. Mit Pokémon im mittleren Level 60 Bereich und Attacken wie Schwertanz kann der Dude sehr schnell sehr gefährlich werden. Zusätzlich dazu nutzt der Keck super dreist einfach Items wie Topgenesung und heilt damit seine Pokémon. Sein Gyarados bekommt sogar 2x Angriff zu knuspern. Der Kampf endet deutlich knapper, als ich es nach einigen Gegrinde erwartet hätte. Lediglich Papunga und ein fast toter Lofalblob stehen am Ende des Kampfes noch. Gott sei Dank wird unser Team nach dem Kampf vollständig geheilt, sodass wir uns um einen Knockout erstmal keine Platte machen müssen. Drakrai verschwindet schmollend und hinterlässt uns auf seinem Tisch die U-Disk, mit welcher wir in Orkus das UFO nach unten bewegen können. Durch den Full Heal haben wir natürlich problemlos die Möglichkeit, das Versteck weiter auf links zu drehen. Mir läuft der Team Krallrüpel Zap über den Weg, welcher über ein fangbares Farbigel verfügt. Natürlich fange ich es. Lustig ist, dass sein Team ausschließlich aus Farbigel besteht, welche aber alle kaum lange genug gelebt haben, um von ihrem Moveset Gebrauch zu machen. Farbigels Spezialität ist es nämlich, durch die Attacke Nachahmer, welches es in regelmäßigen Abständen erneut erlernt, jede Attacke erlernen zu können. Dazu muss es sie nur in einem Kampf gesehen haben. Farbigel ist dadurch ein sehr vielseitiges Pokémon, dessen Strategie man nie vorher wissen kann. Dafür sind seine Statuswerte relativ schlecht. Misanko, der letzte Knecht des Verstecks, offenbart uns, dass das Gerücht um die reparierte Krallmaschine eine Lüge war, welche bewusst gestreut wurde, um mich zu ihnen zu locken. Tja, das hat ja geklappt. In einem Kampf mit ihm klaue ich ihm noch seinen Ursa-Ring und kehre danach dem Versteck und damit auch meiner Vergangenheit für immer den Rücken. Kapitel 12. Tartarus, Duelas, Inferno? Während ich Orkus einen neuen Besuch abstatte, schwirrt eine weitere E-Mail in das Postfach. Watt hat einen Typen mit einer unglaublichen Frisur gesehen und ein Foto von ihm geschossen. Es handelt sich dabei ganz offensichtlich um die Queen, welcher nach dem Zerfall der Kryptos ein neues Zuhause zu suchen scheint. Da Watt aber dieser Kontext fehlt, hat er nach der Wahrnehmung des Unwissenden einfach ein Foto von einem Dude gemacht, der einen ausgefallenen Stil hat und dieses an alle seine Freunde im Kids-Network geschickt. Findest du nicht, dass das ein bisschen creepy ist, Watt? Aber sei es drum. Wir nutzen die U-Disk und bewegen uns mit dem UFO in Orkus nach unten. Dort finden wir eine Zahnprothese vor. Diese gehört zu dem Opa, welchem wir zuvor schon begegnet sind und welchen wir kaum verstanden haben. Ich überreiche ihm die Kauleiste natürlich und bekomme dafür die L-Disk. Wohin uns diese CD bewegt, brauche ich glaube ich nicht zu erklären. In der Itemkiste, welche wir nun erreichen können, erhalten wir endlich das Münzamulett, einem Gegenstand, der das Preisgeld verdoppelt, sollte das Pokémon, das es hält, am Kampf teilnehmen. Dieser Gegenstand ist insbesondere in Kolosseum buchstäblich Gold wert. Wieder per U-Disk im unteren Bereich von Orkus angekommen, finden wir uns vor einer gigantischen Stahltür wieder. Diese gehört zum Kolosseum Tartarus, dem letzten Stadion des Story-Modus und dem mit Abstand stärksten Trainern. Ich schmeiße mich natürlich gleich ins Getümmel. Das Kellerambiente erinnert hier an die illegalen Fight Clubs, welche man in Gangsterfilmen oft sieht. Die Regeln hier laufen aber wie in jedem anderen Kolosseum auch. In 4 Kämpfen muss ich mein Können beweisen und erhalte bei Erfolg Geld und TMs. In unserem ersten Run treffen wir im Finale auf die Queen, welcher hier offensichtlich tatsächlich ein neues Zuhause gefunden hat. Um mein Team zu stärken und die ohnehin noch fehlenden TMs aus den anderen Stadien zu holen, beschließe ich diese zuerst der Reihe nach abzufarmen. Begonnen in Fennec, dem mit Abstand leichtesten Kolosseum, dessen Trainer Pokémon im 40er Bereich haben, bekomme ich die TMs 18 Regentanz, 11 Sonnentag, 19 Gigasauger und 22 Solarstrahl. Auffällig ist hier, neben dem schönen Wasserambiente, dass die Champs von Fennec die Starter-Pokémon der Höhenregion benutzen. Pyritus legt in Sachen Schwierigkeit zu diesem Zeitpunkt des Runs kaum eine Schippe drauf. Der Level ist zwar höher, aber längst nicht hoch genug, um eine Bedrohung für mein Team darzustellen. So erlangen wir dort die TM 05 Brüller und 31 Durchbruch. Da ich durch das Münzamulett aktuell wirklich viel Geld habe, beschließe ich, dies in mein Despota zu investieren. Für den Duellberg benötige ich nämlich ein deutlich stärkeres Team, welches zumindest halbwegs optimiert ist. Ich schnappe mir also den Steingodzilla und eine von 2 Zeitflöten und befreie das Pokémon von seinem Krypto-Status. Die Animation, die dabei gespielt wird, unterscheidet sich von der normalen. Celebi erscheint nämlich und nimmt sich dem Problem selbst an. Leider kann ich währenddessen nicht einfach einen Meisterball auf das Psychogemüse ballern, um es in unsere Sammlung mit aufzunehmen. Mit dem Namen Picuballa tritt Despota unserem Team bei. Von dem vielen Geld, welches ich ergrindet habe, kaufe ich 10 Protein, 10 Eisen und 10 KP Plus für die Maschine und erhöhe so den Angriff, die Verteidigung und den KP-Wert.
ich weiß, dass dies nicht die perfekte Methode ist, um einem Pokémon zusätzliche Statuspunkte zu geben. Aber das sogenannte EV-Training, also die Art von Training, die auch im Competitive verwendet wird, ist in Kolosseum aufgrund der Doppelkämpfe so gut wie unmöglich. Da ich vorhabe, zumindest einen Teil der abseits von der Main Story laufenden Kolosseum-Challenge zu machen, muss ich extrem viel Zeit auf dem Duellberg und in Tartarus verbringen, um die nötigen Ressourcen zu ergrinden. Aber alles zu seiner Zeit. So viel vorweg. Es wird wirklich nicht angenehm. Nach einem kurzen Levelgrind beschließe ich, das Kolosseum Tartarus anzugehen. Wir zerstören die Queen erneut und bekommen dafür TM12, Verhöhner. Wann immer wir einen Fuß im Late Game des Spiels von den anderen setzen, können wir uns auf eine neue E-Mail gefasst machen. So auch hier. Byte berichtet von einem mysteriösen Trainer namens König Tartarus, welcher im gleichnamigen Stadion kämpfen soll. Dementsprechend ballern wir uns durch die Runden und hoffen, ihm zu begegnen. Der nachfolgende Durchgang stillt meine Neugier noch nicht. Stattdessen treffen wir im Halbfinale auf einen weiteren Scherz der Übersetzer. Pokesenior Sinilo möchte kämpfen. Danach tritt Drakim auf den Plan. Offensichtlich haben alle Krypto-Vorstände Zuflucht im Untergrund gefunden und stehen nun als Champs des Tartarus-Kolosseums zur Verfügung. Für den Sieg über den Muskelberg erhalten wir die TM48 Wertewechsel. Ihr könnt euch sicherlich denken, wer die Champs des dritten und vierten Tartarus-Runs waren. Richtig, Venus mit ihrem Hytera und Professor Culpa. Die Belohnungs-TMs sind hier 44 Erholung und 02 Drachenklaue. Dann ist es aber endlich soweit. Im nunmehr fünften Anlauf treffen wir auf den ominösen Tartaron Soltan. Er verfügt über Pokémon im hohen 60er Bereich und kann, für ein untrainiertes Team, sehr schnell das Ende bedeuten. Sogar ein Ninjaturm befindet sich in der Auswahl des Königs. Ninjaturms besondere Fähigkeit macht, dass es nur von sehr effektiven Attacken getroffen werden kann. Dafür hat es aber nur 1 KP. Wenn ihr hier aber Pech habt und einfach keine Attacke des Typen Feuer, Flug, Unlicht, Gestein oder Geist habt, könnt ihr den Kampf quasi knicken. Ich habe mich eines besonderen Trickes bedient. Die Fähigkeit schützt nämlich nicht vor Wettereffekten. Da Despota automatisch einen Sandsturm erzeugt, wenn es aufs Feld kommt, konnte ich Ninjaturm besiegen, ohne es überhaupt angreifen zu müssen. Tatsächlich verfügt Soltan über ein Krypto-Pokémon, ein Potrot. Da dieses Pokémon dem Typen Käfer angehört, kann ich es über ein Netzball leichter fangen. Es bleibt im Ball und beendet damit für mich den Kampf siegreich. Die monetäre Belohnung ist für den stärksten Kolosseum-Trainer sehr niedrig und auch eine TM bekommen wir nicht. Dafür können wir uns jetzt darum kümmern, alle Pokémon zu fangen, die wir vorher gefailt haben. So viele sind das allerdings gar nicht. Mit Absol und Remoraid haben wir lediglich 2 Lücken in der Sammlung. Absol kann ich einfach im Kolosseum-Lager antreffen und dieses Mal auch fangen. Da dieses Turnier quasi die Top 4 des Spiels darstellt und wir nach dem Fang nicht einfach rausmarschieren können, muss ich die nachfolgenden Kämpfe inklusive des Finalkampfes gegen und Maskat ebenfalls erneut absolvieren. Selbst die Credits werden abgespielt und sind, sehr zu meinem Bedauern, unskippable. Remoraid kann ich Bless in der Höhle von Die Queen abnehmen und damit unsere Krypto-Kollektion vorerst vervollständigen. Um mich auf die Challenges, die uns noch erwarten, vorzubereiten, erfahre ich Geld in Tartarus. Doch ein letztes Story-Element hat das Spiel noch im Ärmel. Mich erreicht eine Hate-Mail von Spuchti. In dieser geht er mich an und fragt mich, was mir einfällt, ihn und sein Pokémon anzugreifen, während er Runden um den Brunnen dreht. Da ich keine Checker habe, wer der Kollege ist, bin ich froh, dass er das mit dem Brunnen in die Mail geschrieben hat. Es handelt sich dabei nämlich um den Jungen, der mit seinem Formeo in Fennac stetig im Kreis läuft. Seiner Beschwerde gehe ich nicht sofort nach. Ich erhalte eine Mail vom Byte mit dem letzten entschlüsselten Pokémon. Es ist ein Togetic. Bevor ich mich auf die Jagd nach diesem Pokémon mache, möchte ich den Duellberg innerhalb des Story-Modus abschließen. Wir begeben uns daher dorthin und klatschen die noch verbliebenen Trainer bis zum 100. Kampf weg. Durch mein vieles Grinding müssen wir glücklicherweise nicht bei Plattform 1 anfangen, sondern können gleich bei 70 einsteigen. Die 100. Plattform ist wirklich schön in Szene gesetzt. Über dem Vulkan wurde eine gigantische Plattform befestigt und selbst eine Tribüne für Zuschauer gibt es. Jammer schade, dass diese Location nicht auch zu einem Kolosseum gemacht wurde. Ich fordere den Duellmeister Duelas heraus. Dieser nutzt sehr klassisch Techniken wie Schwebe und Erdbeben, um mein Team einzuheizen. Achso, ich hätte es fast vergessen. Aber um das künftige Teambuilding so effizient und schnell wie möglich fertigzustellen, habe ich für den Duellberg das Raikou befreit, es The Flush mit U genannt, und es ins Team genommen. Mein Levelverhältnis im Team ist mittlerweile ziemlich groß. Pokémon wie Despota und Morlord befinden sich im 70er-80er Bereich, wohingegen Neuzugänge naturgemäß noch bei ca. Level 50 rumdümpeln. Durch meine teils massiv überlevelten Pokémon hat Duelas keine Chance gegen unser Team. Wir besiegen den Meister des Berges und schließen damit die letzte Stufe ab. Als Belohnung erhalten wir 1200 Poké-Coupons, eine Währung, die wir gegen besondere Kampf-Items tauschen können.
1200 klingt erstmal viel, doch wenn man bedenkt, dass manche Items 15.000 Coupons kosten und der Durchgang eines Areals, also 10 Kämpfe, ungefähr 20 Minuten dauert, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, welche schiere Masse an Farming noch auf mich zukommt. Dazu dann aber später mehr. Nach dem Duellberg nehme ich Suicune in mein Team auf, da auch dieses Pokémon später in meine Startaufstellung für diverse Herausforderungen positioniert wird. Ich klatsche ein paar Essenzen drauf, um das Herz zu öffnen, befreie es von seinem Krypto-Status und nenne es Sojuk. Nun wird es aber Zeit, sich um Sporty zu kümmern. Immerhin hat er mir schlimme Dinge vorgeworfen. Wir fahren nach Fennec und stellen den Jogger zur Rede. Er bestätigt, dass die Mail von ihm ist. Als er mir die Frage stellt, ob ich andere Trainer und deren Pokémon auch einfach so angreife, bejahe ich dieses ganz stumpf. Dieser ist danach aber sehr beleidigt und will nicht mehr mit mir reden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert wäre, wenn ich Nein gesagt hätte. Aber es ist nur Sporty, also kann mir das auch herzlich egal sein. Kurz darauf erhalte ich eine Mail von Watt. Auch dieser wirft mir vor, andere Menschen mit Krypto-Pokémon anzugreifen. Mit einem Togetic, um genauer zu sein. In diesem Fall ist sogar ein Beweisfoto vorhanden. Und tatsächlich, das Bild zeigt, wie ich einem Togepi befehle, Sporty ordentlich in seine Kronjuwelen zu knöppern. Das muss wehgetan haben. Kein Wunder, dass er nicht mehr mit mir reden will. Ich statte dem Haus des Bürgermeisters einen Besuch ab und treffe dabei auf Hein und Blöd. Sie fordern uns zu einem Rematch heraus und bekommen mal wieder die Hucke voll. Abseits von ein paar Textboxen der beiden gibt es aber nichts zu entdecken. Byte schickt mir eine PN und fordert mich dazu auf, sofort den Fernseher anzumachen. Ich betrete also ein wildfremdes Haus und mache die Glotze an. In den Nachrichten wird von einem neuen aggressiven Pokémon berichtet, das gesichtet wurde und auch Menschen angreift. In dem zur Verfügung gestellten Bildmaterial sehen wir unseren Unterkörper und ein lila leuchtendes Togetic. Nur kurze Zeit später gibt es erneut eine Sondersendung. Diese behandelt wieder unseren Doppelgänger. Allerdings sind die Aufnahmen gerade live und finden in Wüstenbar statt, dort wo alles begann. Wir eilen dorthin und tatsächlich, dort steht ein Trainer, der genauso aussieht wie ich. Ich stelle die Kopie von mir zur Rede. Dieser ist allerdings nur an einem Kampf mit uns interessiert. Wie der König von Tartarus auch, hat dieser Trainer, welcher sich Finsterling Inferno nennt, ebenfalls Pokémon mit Leveln im hohen 60er Bereich. Sein letztes Mon ist allerdings das Krypto-Togetic und dieses ist lediglich auf Level 20. Da jede Attacke, die ich einsetzen könnte, 100% ein One-Shot ist, warte ich ein paar Runden und schmeiße zum Schluss einfach einen Timerball, der uns das 48. von 48 fangbaren Pokémon des Spiels einbringt. Unser Doppelgänger gibt sich als Simulator zu erkennen. Er scheint ein Kryptoknecht zu sein. Sein einziges Ziel war es wohl, meinen Ruf zu ruinieren. Aber abseits von diesem abschließenden Story-Event hatten seine Missetaten keinen Einfluss auf die Reaktion der anderen NPCs auf mich. Und damit ist quasi alles, was dieses Spiel an Main-Story zu bieten hat, beendet. Unsere nächste Aufgabe wird es nun sein, alle Pokémon von ihrer Finsternis zu befreien, alle Items zu sammeln und eine besondere Duellberg-Herausforderung zu meistern, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Klingt nach viel Arbeit und Zeit, die wir investieren müssen, oder? Oh, was immer ihr auch glaubt, wie lange das dauern wird, verdoppelt es, um eine ungefähre realistische Vorstellung zu bekommen. Es wird wirklich schwer belastend. Kapitel 13 Läuterndes Feuer. Nachdem wir alle Story-Elemente des Spiels abgeschlossen haben und uns in dieser Hinsicht quasi nichts Neues erwartet, widmen wir uns nun der letzten regulären Aufgabe des Spiels. Alle Pokémon von ihrem Krypto-Status zu befreien. Diese Quest müsste ich ohnehin auf mich nehmen, ob es dafür nun eine Belohnung gibt oder nicht. Glücklicherweise ist es im Kolosseum so, dass wir das Ganze nicht mal umsonst machen. Denn wenn alle 48 Krypto-Pokémon wieder ihren normalen Zustand erreicht haben und wir daraufhin die Duellberg-Herausforderung über das Hauptmenü des Spiels meistern, wird uns zur Belohnung das legendäre Pokémon Ho-Oh auf die Box transferiert. Dies ist in der kompletten dritten Generation die einzige Möglichkeit, ohne ein Event-Ticket, welche ja logischerweise nicht mehr verteilt werden, an dieses Pokémon zu kommen. Der Aufwand lohnt sich also zumindest für die Leute, die unbedingt an den Phönix kommen wollen. Die Erlösung aller Kryptos selbst ist tatsächlich eher stupide und eintönig. Die verschiedenen Methoden habe ich ja bereits erklärt. So ist eine schnelle Möglichkeit, die eher schwächeren Mons einfach mit auf den Duellberg zu schleifen, sie in den Kampf zu schicken und den Fury-Modus aktivieren zu lassen. Alleine das Einsetzen sorgt schon für den Abbau des lila Balkens, der durch das Rufen im Rage-Mode noch intensiviert wird. Für die stärkeren Pokémon empfehle ich diese Methode allerdings nicht. Der zeitliche Aufwand steht hier in keinem Verhältnis zum Nutzen. Besser und effizienter ist es, einfach mit dem Münzamulett Geld im Kolosseum Tartarus zu farmen. Für die Berge an Geld könnt ihr dann Essenzen kaufen und euren Mons eine Massage nach der anderen verabreichen. Doch versteht mich nicht falsch, schnell geht hier gar nichts.
plant einige Stunden ein, um die immer wieder gleiche, monotone Tätigkeit durchzuführen. Damals wusste ich nicht mal, dass ich über die jetzt herrschende Eintönigkeit noch auf hohem Niveau jammere. Aber dazu später im Video mehr. Ich quäle mich also durch die immer gleichen Kämpfe, erlöse ein Pokémon nach dem anderen und bin dann schließlich endlich fertig. Alle 48 Pokémon sind ihre Albträume los. Theoretisch könnte ich ja jetzt sofort den Duellberg stürmen, um Ho-Oh zu erhalten, oder? Nein, natürlich nicht. Um an das legendäre Pokémon zu kommen, muss ich nämlich die Kolosseum-Duellberg-Challenge im Hauptmenü des Spiels auswählen. In Bezug auf Aufbau unterscheidet sich dieser Berg in keinster Weise von dem in der Story. 100 Kämpfe, an deren Ende der Meister wartet. Was sich jedoch sehr wohl von der Hauptstory unterscheidet, ist der Level der Gegner. Dieser befindet sich nämlich immer auf dem des stärksten Pokémon im Team. Ich kann also nicht einfach ein Level 100 Pokémon mitnehmen und das Gebirge stürmen. Auch die dort eingesetzten Pokémon sind ganz andere als jene, die wir von den 100 Plattformen kennen. Besonders ab der 80. Plattform treffen wir dann gerne auch mal auf Latias, Jirachi oder die legendären Beast-Pokémon. Es ist also zwingend erforderlich, dass ihr ein ausgewogenes Team auf identischen Leveln mit auf den Berg schleift. Da ich ein Team bauen will, welches auf jeden Fall gewinnen kann, muss ich also erstmal einen exorbitanten Levelgrind hinlegen. Ich entscheide mich schlussendlich für die Pokémon Despota namens Picobala, Raikou namens The Flush, Postelka namens Boombrille, Metagross namens Depleth, Traunfugil namens Killerdroge und Suicune namens Sutrug und ziehe sie auf Level 81. Die Pokémon-Experten unter euch wissen, was das EV-Training ist, oder? Für alle anderen hier nochmal ein kurzer Breakdown. Wenn man ein gegnerisches Pokémon besiegt, erhalten alle am Kampf teilnehmenden Pokémon einen für den Spieler unsichtbaren Wert korrespondierend zu den besiegten Pokémon. Dieser Wert wird, je nach Höhe des eigenen Levels, auf einen Statuswert wie zum Beispiel Initiative draufgerechnet. Welcher Wert erhöht wird, hängt vom besiegten Pokémon ab. So erhöht Charnera zum Beispiel den KP-Wert, wohingegen Radfratz den Initiative-Wert erhöht. Im Prinzip funktionieren genauso Items wie Protein, bloß dass ihr dafür keine anderen Pokémon besiegen müsst. Will man also zum Beispiel Raikus Initiative-Wert maximieren, empfiehlt es sich, eine Vielzahl an Radfratz wegzuklatschen. Das ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber es geht auch nur ums Grundprinzip. Für 99% der Pokémon-Spielerschaft ist das EV-Training auch eigentlich irrelevant. Challenges wie der Kolosseum-Modus oder der Duellberg werden aber deutlich schaffbarer, wenn man sein Augenmerk darauf legt. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, wo hast du denn gegen wilde Pokémon in diesem Spiel gekämpft? Genau, es gibt keine. Einzig gegen Trainer-Pokémon kann in diesem Spiel das EV-Training absolviert werden. Und da alles in Doppelkämpfen stattfindet, kann es sehr schnell passieren, dass man Despota versehentlich das falsche Pokémon besiegt und dadurch falsche EV-Punkte erhält. Eine Möglichkeit, diese Punkte in Kolosseum wieder zu löschen, gibt es im Übrigen nicht. Die einzig halbwegs gute Möglichkeit, die ich für alle 6 Pokémon also habe, ist die Verwendung der Items Protein, Eisen, Carbon und so weiter. Diese Methode ist aber deswegen nur halbwegs gut, weil ich pro Wert und Pokémon nur jeweils 10 dieser Items verwenden kann. Man kann sie zwar kaufen, sie kosten aber 9800 Pokédollar pro Fläschchen. Lasst mich kurz vorrechnen, wie viel Geld es kostet, wenn man vom ganzen Team jeweils 2 Werte boosten möchte. 2 Werte werden erhöht, das bedeutet 2x10 von den Vitaminfläschchen. Für das komplette Team ergibt das also 120 Fläschchen. Eins kostet 9800 Pokédollar, macht 1,176 Millionen Dublonen. Über 1 Million. Und dann ist das Team immer noch nicht optimiert. Es gibt ja noch TMs wie Eisstrahl, die in keinem guten Team fehlen dürfen. Diese bekommt man nur über Poké-Coupons am Duellberg. Ebenso Kampf-Items wie den Wahlschal oder die Überreste. Besagte Coupons erhalten wir über den Story-Modus, wenn wir ein Areal des Duellbergs abschließen. Durchschnittlich 1000 pro 20 Minuten. Wie viele Coupons kostet eine TM? 4000. Okay. Die Items? Jeweils 10.000? Okay. Mein Beziehungsstatus zu Kolosseum ist spätestens seit dieser Challenge kompliziert. Ich merke, wie ich hier zu weit abschweife und mit Zahlen um mich werfe, als wäre ich die Lottofee. Darum lasst mich das an dieser Stelle etwas abkürzen. Nur um dieses Team halbwegs mächtig aufzustellen, habe ich unfassbar viel Zeit aufbringen müssen, welche gefüllt war mit der immer gleichen eintönigen Tätigkeit. Über 12 Stunden später kann ich mich dann aber endlich an die Arbeit machen und beginne mit der ersten von 100 Plattformen. Spätestens hier ereilt mich ein Gefühl von kein Bock auf diesen langweiligen Blödsinn haben, wie ich es sonst nur von Pokémon Kristall kannte. Die ersten 80 Kämpfe sind nämlich so unfassbar einfach, dass ich euch hier auch Footage von trocknender Wandfarbe hätte zeigen können. Und das Nervigste, obwohl die Umgebung einen denken lassen kann, dass es hier genauso abläuft wie in der Hauptstory, ist genau das Gegenteil der Fall.
Ich muss von Trainer zu Trainer laufen. Soweit okay. Dann erfolgt aber eine, auf 100 Trainer bezogene, elendig lange Cutscene, in der die gegnerischen Pokémon per Fanfarenmusik vorgestellt werden. Anschließend wählen beide Trainer 4 davon und der Kampf beginnt. Ich hoffe, ihr könnt euch ein Bild davon machen, wie langweilig es ist, 100 Mal diese Cutscene zu sehen. Die nicht ausschaltbaren Animationen tun ihr Übriges. Alles dauert ewig. Man stelle sich vor, man verliert im letzten Kampf und muss alles nochmal machen. Gott sei Dank ballert das Spiel einen insbesondere in den ersten 3 Arealen mit Continues voll, bis die Schwarte kracht. Ein Continue erhält man, wenn man gewinnt, ohne dass man selbst ein Mon verloren hat. Diese Continues befähigen mich dazu, einen Kampf neu zu starten, sollte ich ihn verlieren. Ich habe also mehr als genug Chancen. Dezent auf den Arm genommen fühle ich mich, als ich ab der 80. Ebene auf die bereits angesprochenen legendären Pokémon treffe. So verwendet ausgerechnet der 99. Trainer ein Kyogre, welches durch seine Fähigkeit bis heute eines der stärksten Pokémon überhaupt ist. Aber wenigstens der Finalkampf gegen Duellmeister Murgal läuft fair ab. Dieser hat ein ausgewogenes und starkes Team und kommt nicht plötzlich mit einem Rayquaza um die Ecke. An dieser Stelle muss ich zusätzlich erwähnen, dass es dem Spieler ebenfalls gestattet ist, legendäre Pokémon zu verwenden. In einem Kolosseum-Run verfügt man allerdings logischerweise nicht über diese. Murgal eröffnet den Kampf mit Butalanda und Starmie. Ich betrete mit Boombrille und Picoballa die Stage. In der Hoffnung, meine Explosionstaktik verwenden zu können, versteckt sich Picoballa hinter einem Schutzschild. Da das Butalanda leider Flammenwurf beherrscht, komme ich mit meinem Vorhaben nicht weit und bereits nach der ersten Runde heißt es 3 gegen 4. Sucuk übernimmt Fostelkas Platz und räumt mit Eisstrahl den Drachen ab. Starmies Hydropumpe gegen Despota geht daneben, was wir durch einen Knirscher knallhart ausnutzen. Mit X-Bud und Machomai stehen nur noch 2 Pokémon zwischen mir und Ho-Oh. Ich schicke Picoballa nochmal in den Schutzschild und greife mit einem durch X-Bud verwirrten Sucuk mit Eisstrahl die Fledermaus an. Für den Kill reicht es leider nicht. Glücklicherweise bekomme ich trotz Verwirrung aber mit Suicune einen Surfer raus, der die Fledermaus wegspült und Machomai zumindest ein bisschen Schaden zusteckt. Ab hier ist der Rest easy. Sowohl Picoballa als auch Sucuk gehen auf Machomai. Es überlebt zwar mit 2 KP, wird aber am Ende der Runde durch den Sandsturm des Botas besiegt. Nach insgesamt 20 Stunden ist die Challenge vorbei. Murgal ist besiegt und wir erhalten zur Feier unserer Errungenschaften das coolste Generation 2 Pokémon, Ho-Oh. Kapitel 14. Der Rest vom Fest. Was bleibt uns jetzt noch? Ist dieser Koloss eines Spiels endlich bezwungen? Nein, natürlich nicht. Es erwarten uns nämlich noch die ganzen Poké-Coupon-Items und die Beeren, welche wir in Emerite erhalten können. Um einen Most Perfect Safe State zu besitzen, muss ich immerhin alle Items erhalten haben. Um euch ein möglichst detailreiches Bild von den Dingen zu malen, die uns noch fehlen, folgt nun eine Auflistung der Gegenstände, welche unserem Inventar noch fehlen und welche nur an diesem nervenzermürbenden Berg im Shop mit Coupons erhältlich sind. TM13 – Eisstrahl. TM24 – Donnerblitz. TM29 – Psychokinese. TM35 – Flammenwurf. TM32 – Doppelteam. Die Lingan-Beere. Die Salka-Beere. Die Tahai-Beere. Die Apiko-Beere, Überreste, Mentalkraut, Fokusband, Schlohkraut, Flinkklaue, Blendpuder, Kingstein, Scope-Linse und Walband. Doch wie viele Poké-Coupons kosten diese prestigeträchtigen Gegenstände denn in Summe? 163.000. Ist das viel, fragt ihr euch? Nun, wer aufgepasst hat, weiß, dass wir für den effizientesten Run durchschnittlich 1000 Coupons pro 20 Minuten erhalten. Wenden wir also einfache Mathematik an und teilen die 163.000 durch, 1000, erhalten wir 163 notwendige Runs zu je 20 Minuten. Das heißt, wir müssen uns mindestens 3260 Minuten auf dem Berg aufhalten. Das sind wie viele Stunden? 54! 54 Stunden, immer die gleichen Kämpfe mit den immer gleichen Animationen. An manchen Tagen wünsche ich mir die Geheimgabe zurück. Lasst mich hinzufügen, dass die 54 Stunden die absolut optimistischste Rechnung bei größter Effizienz ist. Ich bin durch alle Areale gelaufen und habe errechnet, wie viele Punkte ich im Durchschnitt pro Sekunde erhalte. Dafür habe ich ausschließlich Morlord auf Level 100 mit Surfer und Erdbeben verwendet. Meine Ergebnisse waren eindeutig. In einem idealen Run schafft man Areal 5 in ca. 14 Minuten, erhält am Ende aber auch nur 800 Punkte. Mit meinen auf die Sekunde genau gestoppten Zeiten komme ich auf eine Punkte-pro-Sekunde-Rate von 0,94.
Die Pokémon sind schwach genug, um von Lofablob gewonshottet zu werden, und die Tatsache, dass nur eine Pokémon-Einsatzanimation läuft anstatt zwei, spart bei jedem erneuten Kampf ein paar Sekunden. Ich musste also, mal wieder, schlimmer die Numbers crunchen als jemand, der bei WoW eine Schadensberechnung während eines Raid-Bosses durchführen muss. Es war eine einzige Qual, dessen Nachahmung ich niemandem empfehlen kann. Wenigstens brauche ich euch nicht im Detail zu erklären, was ich in den 54 Stunden gemacht habe. Erinnert ihr euch noch an das Gebet aus den allerersten Kapiteln dieser Review? So habe ich mich teilweise wirklich gefühlt. Wie ein Mitglied einer mindestens fragwürdigen Sekte, die jeden Tag die gleichen Knöpfe drücken und die gleichen Texte lesen müssen. Es hat mir phasenweise wirklich die Denkmurmel zerbröselt. Doch alles Meckern hilft nichts. Immerhin werde ich in Pokémon Feuerrot die Pokémon-Liga 200 Mal machen müssen. Aber alles zu seiner Zeit. Nach deutlich mehr als 54 Stunden halte ich also alle Items des Duellbergs in Händen. Nun müssen wir einen älteren Herrn in Emerite belästigen. Dieser schenkt uns nämlich täglich eine von 15 Beeren. Doch da, wie ebenfalls bereits erwähnt, Pokémon Colosseum die interne Uhr der GameCube nicht berücksichtigt, ist das Versprechen der täglichen Beere eine Lüge. Tatsächlich erhält man einfach alle 100 Schritte eine von ihm. Mit diesem Wissen drehe ich also meine Runden durch das Örtchen. Etwas mehr als zwei Runden durch das Dorf ergeben ungefähr 100 Schritte. Bis ich hier alle zusammengesammelt habe, vergeht auch Zeit. Keine 54 Stunden, aber circa zwei werde ich auch hier versenkt haben. Ich fülle meinen Bärensack mit den hilfreichen Früchten und beende damit vorerst unsere 100% Reise durch die Orre-Region. Alle Pokémon wurden gefangen, alle Kryptomons befreit, alle Items, TMs und Beeren gesammelt und sogar das legendäre Ho-Oh haben wir abgegriffen. Doch es gibt immer noch eine Sache, um die ich mich kümmern muss. Wie vom Duellberg gibt es auch von den zahlreichen Kolosseen des Spiels einen extra Spielmodus, der außerhalb der Story stattfindet. Hier kann man sich an Herausforderungen an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Levelbegrenzungen, Level 50 und 100, versuchen. Im Gegensatz zu den alten Pokémon Stadium Spielen können wir uns aber keine Pokémon leihen, sondern müssen unsere eigenen nehmen. Sei es jetzt nun von Colosseum oder den Gameboy Spielen. Und auch dieser Challenge wollte ich mich mit meinem Team aus Colosseum stellen. Doch ich sage euch, die Pokémon, welche man in diesem Spiel erhalten kann und die Art und Weise, wie das ganze Spielprinzip aufgebaut ist, ist wirklich nicht für den Colosseum-Modus geeignet. Und zwar so gar nicht. Zum einen fehlt einem massiv die Vielfalt an Pokémon, welche notwendig wären, um alle Herausforderungen abzuschließen. Die Trainer, gegen die man hier kämpfen muss, sind um ein Vielfaches schwerer als die auf dem Duellberg. Außerdem treibt einen die primitive Levelbegrenzung von 50 und 100 an den Rand des Wahnsinns. Überlevelt man auch nur ein Teammitglied auf 51, ist es für immer von der Teilnahme an gewissen Kolosseen ausgeschlossen. So passiert bei meinem Togetic. Das bedeutet, dass man entweder ein unnormal ausgechecktes Team mit perfekten Wesen, Werten und Attacken besitzen muss, oder dass man vier separate Gruppen A6 Pokémon zu trainieren hat. Einzelkampf Level 50, Doppelkampf Level 50, Einzelkampf Level 100 und Doppelkampf Level 100. Und ohne die Möglichkeit, Attacken erinnern zu lassen, Attacken per Zucht zu vererben oder vernünftig das Wesen eines Mons beeinflussen zu können, sehe ich hier keine guten Möglichkeiten, alle Kolosseen zu meistern. Wie gesagt, mit einer Tonne an Zeit und Vorbereitung hätte ich das Wesen eines Pokémon, welches ich später hätte gebrauchen können, resetten können. Was das ganze Unterfangen aber absolut geisteskrank macht, ist, dass man in der Story nicht überall speichern kann und das Wesen eines Krypto-Pokémon erst sichtbar ist, wenn es schon einen Teil seines Lila-Balkens verloren hat. Das Spiel arbeitet hier auf eine Art und Weise gegen den Spieler, wie ich es noch nie gesehen habe. Das heißt natürlich nicht, dass ich es nicht trotzdem versucht habe, lol. Ja, ich habe mein komplettes Team auf Level 100 gezogen und versucht, es irgendwie durch diese Arenen zu ziehen. Und mir ist es sogar gelungen, in den Stadien Fennec, Pyrrhitus, Orcus und Lager Champion in allen Disziplinen zu werden. Selbst ein sporadisches Level 50 Team konnte ich noch aus dem Boden stampfen. Doch das Colosseum Orre im Einzelkampf war dann doch zu heftig für mein Vorhaben. Ich kann und will nicht nochmal 30 Stunden darin investieren, ein Team auf Level 100 zu ziehen, von dem ich mir sicher bin, dass es einfach demoliert wird, weil ich alle anderen fähigen Mons schon für Doppelkampfaufstellungen verwendet habe. Aber ich schließe mit euch einen Kompromiss. Immerhin habe ich bereits über 80% der Colosseum Duell Challenge abgeschlossen. Da dieser Spielabschnitt offensichtlich auf kompetitiv gezüchtete Mons ausgelegt ist und wir mit Feuerrot, XD und Smaragd ja noch sehr viele Möglichkeiten haben, hier zurückzukehren, werde ich über diese Spiele ein Team zusammenstellen, welches nahezu unschlagbar ist und damit die Hütte komplett einreißen. Doch so wie die Sache jetzt aussieht, ist Colosseum für mich erstmal beendet. Es ist ein Wunder, dass ich es mit den Lappen-Pokémon des Spiels überhaupt so weit geschafft habe.
Pokémon Colosseum ist ohne jeden Zweifel ein GameCube-Spiel der Superlative. Hier ist alles groß. Die Experimente, die mit der Story unternommen wurden, die Anzahl der Kämpfe und Herausforderungen, der massive Grind, der notwendig ist, um die 100% zu erreichen und sogar die Models der Pokémon. Genius Sonority hat mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und das ist auch gut so. Zumindest wenn man die ersten 50% des Spiels betrachtet. Einen Charakter zu steuern, welcher eine für den Spieler bis zum Schluss undurchsichtige und düstere Vergangenheit hat, ist ein Geniestreich und ein solch frischer Wind in der Pokémon-Welt, dass es mich bis heute jedes Mal wieder mit Begeisterung erfüllt, wenn ich mal wieder einen neuen Spielstand starte. Die Ore-Region wirkt auf den ersten und auch zweiten Blick sehr lebendig und authentisch. Und diesen Eindruck hat das Entwicklerteam mit verdammt wenig bei mir hinterlassen können, bedenkt man doch, wie viel mehr die anderen Pokémon-Spiele an erforschbaren Orten anbietet. Und so musste das Spiel sich mit einer Methode über Wasser halten, die eine solch ausgelegte Welt gar nicht verdient. Die repetitiven Areale des Spiels stören und stechen wie ein Dorn in Wanderstiefeln und werfen einen nervigen Schatten über das Spielerlebnis. Es erfüllt mich mit einer Schwere zu sehen, was das Spiel ist und was es hätte sein können. Allein die Musik ist ein Beweis für die Detailverliebtheit der Game Designer. Die Fülle der Ore-Region dann mit stundenlang Grinding und Backtracking künstlich aufzublasen, wird der Grundintention des Spiels einfach nicht gerecht. Außerdem zeigt diese auf eindeutige Weise auf, woran es am Gameplay unter der Oberfläche mangelt. Tiefe. Doch diesen Mangel darf und sollte man keinesfalls einer fehlenden Bereitschaft zuordnen, ein tolles Spielerlebnis zu gestalten. Vielmehr schreit jeder noch so nervige fünfte Encounter mit demselben Gegner in derselben Ortschaft nach Zeit. Zeit, die man dem Developer-Team hätte einräumen müssen, um die Vision, die sie hatten, in ihrem vollen Potenzial auszuschöpfen. Die Seele dieser Welt wirkt nicht nur aus dem Blickpunkt der Story gequält, sondern auch unter dem Blickpunkt der Dinge, die noch hätten möglich sein können, aber wohl für immer in der Ideenschublade der damals Zuständigen verschlossen bleiben werden. Die alles entscheidende Frage am Ende des Tages ist bei aller Philosophie und Interpretation dennoch immer dieselbe. Sollte ich als Zuschauer mir all das, was ich gesehen habe, auch antun? Und die Antwort ist, wie so oft, simpel und ergreifend, nein. Zumindest nicht in Bezug auf die 100%. All die Dinge, die während der Hauptstory stattfinden, sind alles in allem absolut spielenswerte Stunden und garantieren eine Menge Spaß. Außerdem ermöglicht sie dem Pokémon-Fan einen Einblick in eine Pokémon-Welt, wie er oder sie wohl nie wieder erhalten wird. Wie jedes Spiel hat auch dieses seine Ecken und Kanten und enthält Spuren von Ermüdung und Kreativlosigkeit. Doch diese sollten nicht über den Fakt hinwegtäuschen, dass jede Ecke der Ore-Region erforschenswert ist. Nehmt jedoch großen Abstand von den 100%. Kein Item und kein Pokémon der Welt rechtfertigt diese Katastrophe von Game Design. Jedes der zur Verfügung stehenden Items wäre auch mit der Hälfte des Aufwandes eine Belohnung gewesen. Und das wäre sogar noch sehr optimistisch geschätzt. Als Einzelspiel ist Colosseum ein tolles Stück Software. Als Ergänzung zu den Gameboy-Spielen sogar fast ein Pflichtkauf. Doch ich sehe einfach keine Welt, in der man den Spieler allen Ernstes ruhigen Gewissens dazu auffordern kann, über 60 Stunden auf dem Duellberg zu verbringen, nur um den kompletten Katalog an Gegenständen zu erhalten oder ein halbwegs nutzbares Team für die Colosseum-Herausforderung heranzutrainieren. Und so wirkt es fast wie eine Verhöhnung der Entwickler, dass ausgerechnet Pokémon Colosseum das erste Spiel der Pokémon-Reihe ist, dessen Ingame-Timer die Marke von 99 Stunden und 59 Minuten nicht überschreiten kann. Lasst euch durch meine leicht überzogenen Warnungen aber nicht abschrecken. Wer Pokémon Colosseum bis heute nicht gespielt hat und ein großer Fan der dritten Generation ist, sollte diese Perle auf jeden Fall nachholen. Ich bin mir sicher, wenn ihr euren Fuß in die Ore-Region setzt, euer erstes Krypto-Pokémon gefangen und den peppigen Beat Pyritus zum ersten Mal gehört habt, wird euch dieses Spiel genauso in den Bann ziehen, wie es das damals und heute bei mir geschafft hat. Ich bin immer wieder erstaunt, dass mich die Welt von Pokémon nahezu jedes Mal wieder in den Bann ziehen kann. Egal wie oft ich die mir bekannten Orte betrete, es ist wirklich immer so, wie nach Hause zu kommen. Mein Name ist Dennis, dies war The Most Perfect Save State und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.